CR7 spielt heute die WM 2026 und dabei startet er als schlechtester Spieler der Welt. Aber bei jedem Tor, jeder Vorlage und jedem Sieg wird ein zufälliger Wert auf 99 geupgradet. Schafft es CR7 heute die 99er Gesamtstärke zu erreichen und holt er sich den WM-Titel oder wird er dabei scheitern? Alle Werte sind auf 1 und um das Ganze noch schwieriger zu machen, dürfen wir nur CR7 selbst steuern. Und in der Gruppenphase starten wir gegen Ghana. Wir dürfen keine normalen Pässe spielen, sonst fällt es auf, dass wir so schlecht sind. Komm, wir versuchen es einfach mal aus der Distanz mit CR7. Ja gut. Zumindest ging der aufs Tor. Okay, CR7 hier am Ball, aber die Ballannahme ist eine komplette Katastrophe. Okay, jetzt müssen wir hier kontern, aber ja, wir haben nicht so wirklich die Schnelligkeit. Und dribbeln können wir auch nicht. Okay, nächste Aktion. Ronaldo mit dem Pass, der bringt den sogar durch. Bring den Ball rein. Und er bringt den Ball rein. Das war also hier die erste Strafraumaktion von CR7. Okay, aus dieser Situation könnte doch was Gutes werden. Wir schicken einfach mal Joao Felix durch. Das geht sogar auf. Oh, das könnte gut werden. Der muss den Ball jetzt hier rüber spielen in den Rückraum. Nein, wieso spielst du nicht? Und wir sehen jetzt Ghana im Strafraum und Ghana jetzt auch mit dem Tor. Okay, ein Sprint ist noch drin hier in diesem Spiel. CR7 muss jetzt hier durchlaufen. Der hat aber so gut wie gar kein Tempo und ja, kriegt noch nicht mal den Ball abgespielt. Und damit geht die erste Partie jetzt hier auch verloren. Es gibt also keine Punkte. Okay, erste Aktion hier von CR7. Fast wieder den Ball verloren. Haben aber jetzt so gut wie gar keine Energie mehr. Spiel den Ball zu mir. CR7 mit dem Ball. Nein, nicht der Treffer. Und Mexiko mit der ersten großen Chance. Oh, jetzt CR7 hier vielleicht frei durch. Das sieht sehr, sehr gut aus. Aber leider gibt es da noch einen Innenverteidiger. Halbzeit Nummer 2 hier in Spiel Nummer 2. So langsam muss es jetzt hier losgehen, aber wir kriegen nicht mal den normalen Pass hier hin. Okay, das sieht jetzt nicht so gesund für den Gegner aus. Das sieht sehr gut aus. Leo, lauf einfach selber durch. Mach einfach ein Tor oder spiel hier wieder zurück auf uns. Oh, wir sind der Ball. CR7 jetzt irgendwie mit dem Abschluss. Leo auch mit dem Abschluss und der mit dem Tor. Ein ganz, ganz wichtiges Tor. Beim letzten Video haben wir einfach den Like-Rekord hier auf dem Kanal geknackt. Helft mit, das Ganze hier wieder zu schaffen. Oh, jetzt aber sogar der Ballgewinn von CR7. Hoffentlich kommt er durch. Oh mein Gott, ist der langsam. Er hat natürlich auch keine Energie mehr. Aber die Partie ist zu Ende und damit sammeln wir die ersten Upgrade-Punkte. Und jetzt kommt hier das allererste Upgrade, auch die 99. Welchen Wert dürfen wir upgraden? Da sind einfach mal die Volleys. Wir gehen auch hier auf die 4er Gesamtstärke hoch. Aber das Ganze reicht natürlich noch nicht. Wir brauchen einen zweiten Wert und wir sehen, dass es die Ballkontrolle wird. Und damit gehen wir hier auf eine 14er Gesamtstärke hoch. Okay, in diesem Spiel muss es passieren. Wir brauchen das erste von Ronaldo. Jetzt müssen Upgrades hierher. Jetzt müssen wir die Chance hier nutzen. Komm schon, gib mir hier die Volleys. Oh, das sieht sehr gut aus. Leo auf CR7, der hier irgendwie auch vorbeikommt. Aber ja, dann leider nicht direkt abschließt. Komm schon, der Volley. CR7 nicht mit dem Treffer. Okay, CR7 jetzt hier vielleicht mit der Vorlage. Komm, schieß den Ball aufs Tor oder bring den hier auf mich rein. Okay, CR7, jetzt muss doch mal ein guter Pass hier kommen. Einfach mal ein bisschen hoch. Wir verletzen uns sogar. Das Ding ist, verletzt oder nicht verletzt, man merkt wirklich keinen Unterschied. Also ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich sogar so ein bisschen fitter als davor. Aber ich denke, das beschreibt die Situation hier auf dem Platz ganz gut. Okay, Wunderheilung hat eingesetzt. Joao Felix zum Glück noch da zum Pass gerannt. Oh, das sieht sehr gut aus. Joao Felix hier in den Rückraum. CR7. Okay, das macht wirklich keinen Spaß hier dauernd den Ball zu verlieren. Vor allem, wenn man eine Spielerkarriere gewohnt ist, wo der Spieler 99 Geschwindigkeit hat. Okay, CR7, das sieht sehr gut aus. Komm schon, Leo, mach den Ball einfach irgendwie rein. Okay, das sieht sehr, sehr gut aus. CR7 jetzt hier mit dem Schuss. Was ist das denn? Das war nicht mal hart oder so geschossen. Das hätten einfach mal 6 Upgrade-Punkte hier sein können. Stattdessen jetzt Finnland mit dem Angriff und Finnland mit dem Tor. Jungs, fliegen wir hier gerade raus oder was passiert hier gerade? Okay, jetzt müssen wir das ganze Ding einfach mit einem Doppelpack drehen. Kein Problem. Beim letzten Video haben übrigens fast 500 Leute hier kostenlos abonniert und trotzdem waren es über 91%, die nicht abonniert haben. Schnell noch abonnieren, dann sind wir ganz schnell bei den 50k. Und Finnland einfach mit dem 2:0. Ja, wieder die Nummer 99, der jetzt hier unser Aus wahrscheinlich schon besiegelt. Okay, CR7, hier mal mit dem Ball. Komm, wir spielen den Ball. Jetzt macht doch die Vorlage. Nein! Okay, wir machen zwar den Treffer, aber es ist keine Vorlage von uns. Okay, das sieht doch alles sehr gut aus. Rafael Leao jetzt hier auf uns. Okay, wir haben sogar den Ball nicht verloren. Jetzt machen wir hier vielleicht die Vorlage auf Vitinha. Schließ ab. Vitinha mit dem Tor. Wir haben die Vorlage hier gemacht. Er macht tatsächlich den Ball rein. Was für ein Drama. Gucken direkt mal. Wir sind beim nicht beim Abschluss, sondern bei der Grätsche. Dieses Glücksrad kann so gemein sein. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier mehr Glück haben. Ob wir vielleicht Abschluss bekommen oder die Sprintgeschwindigkeit. Und wir bekommen die Sprintgeschwindigkeit. Eines der wichtigsten Sachen. Fehlt nur noch der Antritt. Wir sind jetzt auf einer 19er Gesamtstärke. Und wir haben natürlich auch direkt 2 Upgrades, die wir hier nutzen können. Und wir sehen schwacher Fuß, 5 Sterne. Bringt natürlich keinen Gesamtstärken-Upgrade, aber könnte vielleicht noch ganz wichtig werden. Und jetzt hier das letzte Upgrade. Wir gucken direkt mal auf das 4. Und das ist die Sprungkraft. Ja, ohne Kopfball bringt das aber nicht ganz so viel. Und auch an der Gesamtstärke tut sich da nichts. Okay, das Problem mit dem Sprinten ist nur, dass ich keine Ausdauer habe. Das heißt, das kann ich jetzt auch nicht die ganze Zeit durchziehen. Oh, das sieht doch sehr gut aus. Okay,
ich muss schon vorher anfangen zu laufen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber ich muss auch irgendwie Energie sparen. Wie soll ich das machen? Oh nein, und jetzt Italien mit dem Treffer. Oh, das sieht doch aber sehr gut aus. Jetzt sind wir gerade im Abseits, aber diese Aktion könnte doch sehr gut werden. Aber es ist wirklich zum Verzweifeln. Oh, jetzt! Jetzt sind wir frei vor dem Tor. CR7, es ist wirklich, du musst mit dem Ball ins Tor laufen. Das kann doch nicht sein, dass er ihn einfach drüber haut. Okay, und Italien hier fast mit einem Kracher 2:0. Du musst der Ball aber natürlich erstmal zu uns kommen. Der Ball kommt jetzt hier zu uns. Ey, es ist wirklich, das war vielleicht auch nicht ganz perfekt, aber dass er über das Tor geht. Weniger Kraft kann ich auch nicht benutzen. Okay, CR7 jetzt hier am Start. Wir spielen den Ball nach außen. Komm schon, Leo, lauf einfach durch. Es ist gar nicht Leo, sondern Mendes. Jetzt werde ich es mit CR7 nochmal versuchen. Nein, der Ball ging sogar aufs Tor. Okay, das sieht jetzt perfekt aus. Das muss der Moment sein. CR7, wir gehen ein bisschen weiter vor das Tor, aber Donnarumma hat schon wieder den Ball, aber der Ball ist im Tor. Leo macht tatsächlich noch das 1:1. Schon wieder ein spätes Tor. Okay, eine Mitleidsvorlage gab es hier leider nicht, aber Hauptsache, wir bleiben erstmal im Wettbewerb. Vielleicht schieße ich ja Portugal hier weiter. Ja, aber ich kriege ja noch nicht mal den Pass dahin. Es geht also hier in die Verlängerung. Und Italien jetzt mit dem 2:1. Das gibt es doch nicht. Nando Silva jetzt hier auf CR7, der jetzt hier durch ist, aber der hat nicht 99 Sprintgeschwindigkeit. Oder der Antritt ist einfach viel zu langsam, sodass der Verteidiger dann einfach da hinkommt. Okay, wir versuchen es vielleicht lieber mit dem Pass. Komm schon, die Flanke! Nein! Donnarumma hat den Ball nicht fest, aber der geht einfach hier an den Pfosten. Es ist einfach dramatisch. Und die Partie ist aus. Aber wir machen direkt im Jahr 2030 weiter. CR7 bekommt nochmal eine Chance. Die alten Upgrades bleiben, aber die alten Schwächen auch. Okay, nächster Pass hier einfach mal auf Leao. Wir überlaufen hier das ganze Ding. Und der spielt den sogar zu uns. Wir müssen aber wahrscheinlich hier die Vorlage machen. Ja. Okay, das ist der Pass und ich hoffe, daraus wird ein Tor. Komm, wir machen einfach mal den Volley, oder? Das haben wir irgendwie zum Seitfallzieher angesetzt. Das kann es jetzt hier auch irgendwie noch nicht sein. Okay, das Ganze sieht hier gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus, aber schon wieder kein Tor. Es geht einfach weiter hier. 4 Jahre später hat sich nichts verändert. Wir warten weiterhin auf den Durchbruch, wo es dann so richtig schnell gehen kann. Okay, das ist vielleicht eine Vorlage. Komm, Leo, mach den Ball rein. Er macht den Ball rein. Wir bekommen hier die nächsten Upgrades. Für die doppelten Punkte gibt es aber keine zweite Chance. Die sind jetzt hier geschickt. In der Gruppenphase müssen wir so auskommen. Dribbling, ganz, ganz wichtig, damit wir zumindest ein bisschen was mit dem Ball anfangen können. Und damit geht unsere Gesamtstärke auf eine 26 hoch. Und eine Vorlage bringt 2 Punkte, deswegen dürfen wir natürlich direkt nochmal, schauen wir direkt drauf und wir sehen, es wird das Stellungsspiel. Abschluss wäre natürlich wichtig gewesen. Aber dadurch geht unser Rating ordentlich nach oben. Wir sind jetzt auf einer 38. Okay, nächste Aktion von Ronaldo. Hoffentlich die nächste Vorlage. Komm, Leo, er macht den Ball hier rein. Das perfekte Duo, die nächsten 2 Punkte. Okay, jetzt muss der Abschluss kommen, damit wir dann auch selber die Tore machen können. Das würde dann natürlich 3 Punkte geben, aber Beschleunigung, also der Antritt. Das Ganze könnte für uns die komplette Veränderung bedeuten. Wir gehen jetzt hoch auf eine 42. Das Turnier startet für uns also schon mal richtig gut. Gucken wir auf das zweite Upgrade und das sind die Elfmeter. Das könnte auch noch wichtig werden, falls wir dann so wie in der letzten Folge in ein Elfmeterschießen gehen. Okay, wir brauchen aber natürlich die Ausdauer, damit wir unser Tempo auch hier ausnutzen können, dauerhaft. Aber das ist ein komplett anderes Gefühl, jetzt hier loszulaufen. Ja. Gut, da klappt aber auch nicht alles. Okay, Island hier fast mit dem Anschlusstreffer. Und nach der Ecke gibt es jetzt hier den Anschlusstreffer. Dann sogar noch einer auf der Linie. Nuno Mendes geht aber einfach mal zurück. Und Island jetzt hier direkt mit der nächsten Aktion. Das ist tatsächlich der Ausgleichstreffer. Das Spiel hat so gut begonnen. 2 Vorlagen hier gemacht. Und dann entscheidet sich die Abwehr. Och, nee, ist doch nicht spannend genug. Das darf doch nicht sein. Das Turnier ist dann auch wirklich unsere allerletzte Chance. Okay, vielleicht die letzte Aktion jetzt hier im Spiel. Wir spielen den auf Außen. Lassen uns jetzt hier wieder anspielen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. 3. Vorlage. Vielleicht, oder? Komm. Der Ball geht an den Pfosten. Nein. Ist das bitter. Es geht also 2:2 aus, das Spiel. Ganz bitter, dass wir jetzt hier einfach mal 3 Upgrade-Werte verpassen. Es wäre die Vorlage und auch der Sieg gewesen. So, Leo muss es heute wieder richten. Der muss die Dinger wieder versenken, solange wir keinen Abschluss haben. Gehen wir rein ins zweite Spiel. Dänemark hat gegen China gewonnen und die sind auch hier unser nächster Gegner. Ganz klare Sache. Wir brauchen auch einen Sieg und das erste Tor von CR7. Oh, nächste Aktion. Wir verlieren sogar nicht den Ball. Okay, wir verlieren den Ball doch. Aber es gibt zumindest den Eckball und jetzt wollen wir hier den Volley nehmen. Wenn wir nehmen. Ja, okay, da sind wir am Ball. Vielleicht direkt die nächste Vorlage. Leo wieder hier mit dem Ball und mit dem Schuss. Der geht aber diesmal leider nicht rein. Okay, wir versuchen es mit der Vorlage. Und das ist die nächste Vorlage. Joao Felix trifft. Und jetzt für uns natürlich direkt die nächsten beiden Upgrade-Werte auf die 99 Aggressivität. Das bringt jetzt nichts. Komm schon, für diese Vorlage will ich zumindest ein bisschen Rating-Upgrade bekommen. Schauen wir mal, ob es beim zweiten Mal jetzt hier besser läuft. Und wir sehen... Och nee, das kann doch nicht sein. Eine komplett verschwendete Runde. 2
defensive Werte. Gut, das war eine ganz knappe Nummer. Hier dürfen wir auf keinen Fall unentschieden spielen. Und es gibt jetzt eine neue Formation. Ich habe auf 2 Stürmer gestellt, damit ich in der Mitte nicht so alleine stehe und dass ich vielleicht dann auch eine Vorlage bekomme. Denn alleine durchlaufen mit der Ausdauer, das funktioniert nicht. Aber leider bringt das Ganze nichts. Das Spiel ist jetzt auch fast schon vorbei. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Nicht so viel passiert in Halbzeit Nummer 2. Aber ganz wichtig, hier den Sieg zu holen. Und für den Sieg gibt es natürlich hier ein weiteres Upgrade. Mal gucken, auf welchem Wert wir hier gleich die 99 sehen. Fernschüsse wäre interessant. Es wird aber die Stärke. Und damit gehen wir auf eine 47er Gesamtstärke hoch. So, das ist jetzt unser 7. Spiel. Ich glaube, es wird langsam Zeit für das allererste Tor. Okay, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Aber es ist kein Abseits. Okay, was muss ich machen? Ja, ich wollte gerade in den Ball wieder zurücklegen und in dem Moment ist der Verteidiger wieder am Start. Ich freue mich schon auf die Spielerkarriere, wo ich dann wieder vernünftig durchlaufen kann oder auch später, wo ich das hoffentlich hier auch noch machen kann. Joao Felix auf Leao, CR7 mit dem Schuss. Aber es war sowieso Abseits. Okay, Ball kommt zu uns, aber der Schiedsrichter hat nicht so viel Hoffnung, dass wir daraus was machen. Okay, nächste Aktion, das sieht doch gut aus. Ja, aber der Keeper kommt leider raus. Kurz vor Schluss, es steht immer noch 0:0. Leao jetzt hier vor dem Kasten. Aber geht ins Dribbling und verschätzt sich da. Und jetzt ist das Spiel auch abgepfiffen. Ein 0:0. Bringt natürlich auch 0 Upgrade-Punkte. Okay, das war eine sehr knappe Nummer hier in der Gruppe. Nächstes Spiel jetzt hier im Achtelfinale gegen Mexiko. Und diesmal ist CR7 auch Kapitän. Und der Schuss und das Tor. Wir gehen hier mit 1:0 in Führung. Er verliert fast den Ball, aber wir bleiben hier im Ballbesitz. Und Leao jetzt mit dem Schuss und auch er trifft. Wir sind schon wieder nicht beteiligt. Aber es sieht gut aus, zumindest mit dem Viertelfinale. Jetzt müssen wir nur noch daran arbeiten, dass wir da auch ein guter Spieler sind. Denn gegen einen anderen Gegner wird es nicht so einfach. Felix lässt sich hier einfach tunneln. Und Leao macht direkt das zweite Tor. Sehr gute Aktion. Daraus müssen wir was machen. Das muss jetzt eine Vorlage sein. Das ist die Vorlage. Das 3:0 noch vor der Halbzeit. Und vor allem auch eine Upgrade-Aktion für uns. 2 weitere Werte können wir damit natürlich upgraden. Ich hoffe, es sind ganz, ganz wichtige, denn die brauchen wir ganz, ganz dringend. Zum Beispiel Abschlüsse, Fernschüsse, sowas in die Richtung. Wir bekommen aber Freistoßpräzision. Das hilft erstmal noch nicht so weiter. Wir brauchen etwas, was wir oft machen oder was wir oft machen wollen. Hier zum Beispiel den Abschluss oder die Ausdauer. Das ist perfekt. Ja, die bringt aber leider in diesem Spiel erstmal noch nichts. So, Halbzeit, aber die zweite Halbzeit wird nochmal richtig wichtig, denn wir haben natürlich noch ganz viele Werte, die wir noch nicht geupgradet haben. Okay, nächste Aktion hier von CR7. Diesmal nehmen wir uns hier den Ball zurück, versuchen hier einfach mal durchzulaufen. Es gibt aber nicht den Freistoß. Okay, da hätten wir uns aber auch gut und gerne was brechen können. Das sieht jetzt nicht so normal aus. Aber es geht einfach weiter. Komm schon, den müssen wir diesmal machen. Und ins lange Eck. Nein, der ist nicht drin. Der Regen von Jota ist da am Start. Der soll den Ball hier mal in den Rückraum bringen. Nicht dahin. Joao Felix mit dem Abschluss. Ich glaube, die vertrauen mir nicht mehr mit dem Abschluss. Deswegen spielen die nicht mehr richtig zu mir. Kommt schon, Jungs. Wir müssen noch eins machen. Stattdessen machen die Mexikaner aber noch ein Tor. Was aber natürlich komplett egal ist. Die Partie ist abgepfiffen. Wir gewinnen also dieses Spiel. Kommen ins Viertelfinale. Aber irgendwie wäre da einfach mehr drin gewesen. Wir bekommen jetzt also zum Schluss nochmal für den Sieg einen Upgrade-Punkt bzw. einen Wert auf die 90. Das sind die Kurzpässe. Und damit haben wir jetzt auch die 52er Gesamtstärke erreicht. Und wir gehen jetzt hier rein ins Viertelfinale gegen Argentinien. Okay, und das ist ein Pass. Das ist ein sehr guter Pass. Der muss rein und der ist drin. Wir machen wieder eine Vorlage. Ich will mich gar nicht darüber aufregen, dass wir immer noch kein Tor gemacht haben. Aber ja, das war eine richtig gute Vorlage und ein ganz, ganz wichtiges Tor. Und jetzt bekommen wir hoffentlich 2 richtig wichtige Upgrades. Wir werden direkt mal drauf schauen und wir sehen jetzt hier das erste Upgrade wird Efe. Bringt uns kein Rating-Upgrade, aber hoffentlich ein bisschen was im Spiel. Und jetzt brauchen wir noch ein weiteres wichtiges Upgrade. Komm schon, wir müssen ein grünes bekommen. Die Schusskraft bekommen wir jetzt hier. Aber mal schauen, vielleicht wird es dadurch ja besser. Wir gehen auf eine 62er Gesamtstärke damit hoch. Weiterkommen ist natürlich jetzt erstmal das Wichtigste, aber ich glaube, für die 99er Gesamtstärke müssen wir hier auch treffen. Aber jetzt ist erstmal Argentinien mit dem Schuss dran. Zum Glück machen sie aber nicht das Tor. Aber jetzt nach der Ecke fällt das Tor von Enzo Fernandes. Der Ausgleich für Argentinien. Eine ganz, ganz bittere Sache hier für uns. Damit müssen wir jetzt wieder bangen, ob wir überhaupt ins Halbfinale hier kommen. Okay, nächste Aktion von CR7 hier im Zusammenspiel mit... Oh mein Gott, jetzt müssen wir den machen. Nein. Ja, das Ganze ist auch abseits ein bisschen unglücklich. Das Knie ist im Abseits. Und CR7 war jetzt öfter im Tor vom Gegner als ein Ball, den er geschossen hat. Wir nähern uns an. Okay, wir müssen es irgendwie über Flanken und über Volleys versuchen. Da kommt der Ball zu Leao. Der macht den Ball hier rein. Okay, es backt ein bisschen rum. Aber ganz egal, wir machen das 2:1. Und mit dem Tor gehen wir jetzt hier in die Halbzeit. Okay, Leao hier auf CR7. Das sieht sehr
sehr gut aus. Aber hier können wir natürlich nur Vorlagen machen. Wir müssen hier in die Mitte gehen. Das muss der erste Treffer sein. Ich glaube, ich schieße aber nicht mehr aufs Tor in diesem Turnier. Das bringt eh nichts. Und jetzt Argentinien mit dem Angriff und mit der Strafraumszene. Es gibt Elfmeter. Was macht der Verteidiger denn da? Oh Mann, ist das unnötig. Wir kassieren jetzt hier das 2:2. Aber gut, 2:2. Natürlich ist noch hier nichts entschieden. Aber das Gefühl ist natürlich jetzt hier nicht mehr so gut. Was ist das für ein nerviges Stadion? Okay, 90. Minute läuft. Wir versuchen den Ball irgendwie hier noch reinzubringen. Es gibt zumindest den Eckball. Komm, mach den kurz auf mich. Okay, komm schon, CR7. Wir versuchen es einfach mal jetzt hier mit dem Schuss. Ja, natürlich nicht erfolgreich. Okay, jetzt gibt es auch keinen weiteren Eckball mehr. Wir gehen in die Verlängerung. Und die wird darüber entscheiden, ob es hier weitergeht mit CR7. Ob er vielleicht noch den Titel holt, die 99er Gesamtstärke. Oder ob er hier mit 0 Toren scheitert. Okay, das sieht sehr gut aus. CR7, nein. Na gut, mittlerweile weiß man ja, was passiert. Und jetzt die nächste Chance. CR7, nicht mit dem Treffer, Mann. Ey, so langsam wird es wirklich Zeit. Nimmt sich hier wieder den Ball. Wir brauchen das Tor. Wir brauchen das Tor, CR7. Und Argentinien jetzt hier mit dem Tor. Das gibt es nicht. Die machen einfach das 3:2. Die drehen hier dieses Spiel. Ist das bitter. Ist das bitter. CR7 muss das Ganze jetzt hier verhindern. Da muss sich einer anbieten. Da bietet sich keiner so richtig an. Okay, hier einfach mal verlängert. Komm, nächste Aktion. Der Ball ist nicht im Tor. Kommen wir hier vielleicht zum Abschluss. CR7 mit dem Ball. Leao. Der Ball ist im Tor. Leao macht das 3:3. Und wir sind wieder der Vorlagengeber. Es ist einfach kurios. Also war ganz klar als Schuss gedacht. Ich sag's ehrlich. Aber ist auch ganz egal, wenn der Ball hier ins Tor geht. Ganz so viele Sachen gibt es ja hier nicht mehr auf dem Glücksrad. Mal gucken, was wir jetzt hier bekommen. Und es wird der Abschluss oder die Fernschüsse. Okay, die Fernschüsse müssen wir gleich probieren. Und damit gehen wir hoch auf eine 65er Gesamtstärke. Okay, Beweglichkeit oder Abschluss. Diese beiden Sachen wären, glaube ich, die besten jetzt hier. Aber wir bekommen Ruhe. Leao einfach mit 5 Toren in 5 Partien. Hier mit unserer 100. Vorlage. Und vielleicht direkt auch mal mit unserem ersten Tor. CR7 ist jetzt hier frei vor dem Tor. Und er macht das Tor. Das gibt es nicht. Das erste Tor. Und dann so ein wichtiges gegen Argentinien. Es hat sehr lange gedauert. Aber jetzt kommt endlich dieser Moment. Und dann auch noch in der Verlängerung. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass wir den Ball hier heute nochmal im Tor sehen. Aber diesen Ball, den muss man dann auch irgendwann einfach mal machen. Vielleicht war das die Ruhe, die wir da gehabt haben. Es sieht so ausgedacht aus. Also wenn jemand sagen würde, das ist das Skript für einen Film, dann würde man sagen, ist zu kitschig, tut mir leid. Aber das ist hier einfach echt so passiert. Wir gucken direkt, 3 Upgrades bekommen wir jetzt. Muss aber auch der Abschluss mal hier am Start sein oder die Beweglichkeit. Diesen Wert, den habe ich schon geupgradet. Ich habe da, glaube ich, was vertauscht. Dann upgraden wir jetzt hier Curve oder Effet ist das jetzt, glaube ich. Aber das ist schon mal das erste Upgrade. Gucken wir direkt auf das zweite von insgesamt 3 Upgrades und es würde gleich ja noch eins geben, falls wir die Partie gewinnen. Okay, Kopfball. Dann bringt auch die Sprungkraft was. Und es bringt uns auch hier auf eine 75er Gesamtstärke. Aber wir haben natürlich noch ein Problem und das ist natürlich der Abschluss. Der muss jetzt hier kommen für die nächste Partie im Halbfinale, aber wir bekommen faire Zweikämpfe. Ihr seht, wie wenige Sachen wir noch haben hier. Warum ist Abschluss jetzt so spät dran? Dieses Tor ist irgendwie immer noch unglaublich, aber auch irgendwie ärgerlich, weil wir immer noch nicht den Abschluss haben. Aber zu was für einem Zeitpunkt kommt bitte dieses Tor? Und jetzt ist die Partie zu Ende. CR7 bringt Portugal ins Halbfinale. Halbfinalgegner ist England. Marokko war hier wieder im Halbfinale gegen Frankreich. Die sind dann auch im Finale und ich hoffe, diese Partie wird es noch geben. Ein Upgrade haben wir natürlich jetzt noch wegen dem Sieg hier offen und ich hoffe jetzt wirklich auf den Abschluss, aber es werden die Flanken gut, dann können wir einfach noch mehr Vorlagen machen. Dadurch geht unser Rating aber nicht nach oben. Ja, wir müssen nur noch den Abschluss hier hochbringen, dann werden wir da schon mal mindestens auf der 90er Gesamtstärke sein. Okay, CR7 läuft jetzt hier ein, jetzt muss es einfach funktionieren. So, wo ist CR7? Hallo? Können wir bitte auf CR7 zoomen? Wir sind nur noch einen Schritt entfernt vom Finale. Vielleicht auch nur noch einen Schuss vom 99er Abschluss dann. Komm schon, dieser Treffer, der muss jetzt einfach der Befreiungsschlag sein. Okay, erste Aktion und der Ball ist im Tor. Wir machen den Ball zwar nicht selber rein, aber so aggressiv müssen wir dann da auch nicht reinschießen, denn wir führen jetzt hier mit 1:0 Ruben Dias. Ich glaube, ich habe den Ball sogar angefordert. Zum Glück hat er mir den aber nicht zugespielt. So ist das Ganze passiert. Aus der Entfernung machen wir den Freistoß natürlich nicht selber und dann macht er hier den Kopfball einfach rein. Ja, sehr guter Start in die Partie. Ruben Dias, Rück Nummer 3 mit dem Tor in der 3. Minute. Also CR7 mit dem ersten Tor richtig wichtig und Ruben Dias auch mit seinem ersten Tor auch richtig wichtig. Also hoffentlich, je nachdem, was in dieser Partie noch passieren wird. Nächster Ball hier auf CR, Ballverlust eher gesagt. Oh, das sieht sehr gut aus. CR7 mit der nächsten Aktion. Der nächste Abschluss, der ist nicht im Tor drinne. Kann endlich mal diesen 99 Abschluss bei diesem Glücksrad kommen. Das kann doch nicht sein. Okay, nächste Aktion. CR7 hier fast noch mit dem Fuß dran. Das jetzt gefährliches Spiel war. Ja, vielleicht ein kleines bisschen. Oh mein Gott. Ja gut, vielleicht
verwirren diese Gerüche ja den Keeper. Okay, direkt hier die nächste Aktion mit Joao Felix. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir werden durchlaufen und den Ball jetzt hier hoffentlich reinmachen. Wir machen den Treffer gegen England. Das 2:0 und die nächsten Upgrade-Punkte. Jetzt muss aber wirklich der Abschluss kommen. Jetzt sind wir so langsam im Vor und jetzt können wir auch hier die Tore machen. Okay, der Verteidiger fliegt dann auch so ein bisschen rüber. Tor hat also doppelt weh getan. Und jetzt können wir hier 3 Upgrades machen und da muss der Abschluss jetzt einfach mit dabei sein. Wir gucken direkt auf das erste. Das ist direkt schon mal nicht der Abschluss. Ballons haben wir auch auf 99. Ratingmäßig tut sich nichts. Wir wollen einfach nur noch diesen Abschluss. Es gibt nicht mehr so viele Optionen und jetzt bekommen wir endlich den Abschluss als viertletztes. Und damit geht CR7 hier auf eine 92er Gesamtstärke hoch. Und einmal dürfen wir natürlich noch mal gucken, was es jetzt hier direkt wird. Skill Moves 5 Sterne. Bringt natürlich keine Gesamtstärke. Aber wir brauchen jetzt nur noch 2 Sachen, um die 99er Gesamtstärke zu erreichen. Also eine Vorlage würde hier reichen. Aber vor allem wollen wir natürlich den WM-Pokal hier gewinnen und in diesem Spiel auch diesmal wirklich gar nichts anbrennen lassen. CR7 läuft jetzt hier einfach mal durch und schießt einfach mal aufs Tor. Der Ball geht aber leider nicht rein. Und England jetzt hier auch vor der Halbzeit nochmal mit der Chance. Und jetzt auch mit dem Tor. Okay, das ist der Anschlusstreffer. Ganz bittere Sache für uns, denn damit wird es natürlich jetzt nochmal ordentlich spannend. Argentinien 2.0 wollen wir nur, wenn wir am Ende dann natürlich wieder das Tor machen. So, Leao schickt CR7 jetzt hier durch und der muss ihn jetzt diesmal machen. Und er macht ihn nicht. Er geht an den Pfosten. Mittlerweile bin ich auch mit dem 99er Abschluss hier vor dem Tor unsicher und England jetzt mit dem Ausgleich. Foden macht das Tor, das gibt es nicht. Und jetzt wackelt nicht nur das WM-Finale, sondern natürlich auch die 99er Gesamtstärke, die eigentlich schon sicher war. Aber Foden macht jetzt hier den Treffer und das ganze Ding ist hier wieder offen. Okay, CR7 leitet jetzt hier diesen Angriff ein. Komm, den muss er wieder zurück zu uns spielen. Das sieht sehr gut aus. Verteidiger hier hochgenommen und jetzt der Ball ist im Tor. Aber das zählt, glaube ich, nicht als Vorlage, oder? Bayern natürlich das Tor. Wir machen das 3:2. Ich habe keine Ahnung. Kuriose hätte dieses Tor wahrscheinlich auch nicht fallen können. Okay, letzte Minute laufen. England hier nochmal mit dem letzten Angriff und nicht mit dem Tor. Hoffentlich nicht mit dem Tor. Es geht weiter. Jetzt muss der Schiri abpfeifen und er pfeift ab. Wir sind im Finale. 21. Juli 2030. Frankreich gegen Portugal. Mbappé gegen CR7. Beide Ziele erreichen oder doch noch scheitern. Da ist der Pokal, den wir jetzt natürlich wollen. So ist der ganze Turnierbaum. Okay, let's go. Hier ins WM-Finale. Und das WM-Finale startet mit einem Angriff von Frankreich, die aber zum Glück nur den Pfosten treffen. Und Mbappé hier direkt mit dem nächsten Schuss für Frankreich. Und Frankreich jetzt hier wieder mit dem Beinahe-Tor. Tchouaméni jetzt hier ans Außennetz. Beziehungsweise unser Keeper hält. Das ist natürlich nochmal eine Ecke hier. Der Ball kommt auch zu uns. Den müssen wir natürlich hier rausköpfen. Okay, Frankreich macht hier schon gut Druck. Direkt die nächste Ecke. Diesmal von jemand anderem rausgeköpft. Aber der Ball ist immer noch nicht weg. Frankreich immer noch mit der Aktion. Camavinga mit dem Schuss. Aber der Keeper hat den Ball wieder. So, nächste Ecke. CR7 kommt jetzt hier an den Ball und kann jetzt hier durchlaufen. Muss sein Tempo natürlich ausnutzen. Komm schon, jetzt müssen wir den Treffer im WM-Finale machen. Wir müssen den Treffer jetzt hier machen. Und wir machen den Treffer nicht. Da hätten wir vielleicht noch weiterlaufen müssen. Gibt direkt hier den Eckball, der verlängert wird. Und jetzt macht CR7 den Treffer im WM-Finale. Er erreicht hier die 99er Gesamtstärke und holt hier hoffentlich rein noch den Pokal. Und das Ganze hier im Alter von 45 Jahren. Er wird hier verlängert und dann macht er hier das legendäre Tor. Die Frage ist nur, reicht dieses Tor jetzt hier für den Titel? Was für ein Comeback. So lange kein Tor gemacht und dann kommt er so zurück mit 3 ganz, ganz wichtigen. So, Glücksrad brauchen wir natürlich gar nicht mehr machen. Wir haben nur noch 2 Sachen. Lange Pässe bringen wir hier auf die 99. Da tut sich aber erstmal nichts bei dem Rating. Und uns fehlen doch noch 2 Werte hier. Deswegen werden wir jetzt hier an dem Glücksrad drehen und wir sehen, dass wir entweder die Reaktion bekommen. Wir bekommen die Reaktion. Das war eine ganz knappe Nummer. Und damit steht es fest. Wir haben jetzt hier die 99er Gesamtstärke. Aber auf jeden wichtiger ist natürlich jetzt der WM-Pokal. Mit dem würden wir dann natürlich auch den letzten Wert noch auf die 99 bringen. Und Mbappé jetzt hier frei vor dem Tor. Er macht den Ball nicht rein. Ganz wichtig für uns. Der Keeper ist wieder da. Und jetzt ist auch direkt die erste Halbzeit hier zu Ende. So, verteidigungsmäßig haben wir eigentlich auch alle Sachen. Die müssen wir eigentlich auch nutzen jetzt. Vor allem bei der Führung. Und Tchouaméni jetzt hier vor dem Tor. Der kriegt den Ball aber nicht rüber. Okay, sehr gute Kombination mit Joao Felix und Leao. Und jetzt hier CR7. Hoffentlich mit dem nächsten Treffer. Nein. Okay, CR7 jetzt hier mit dem Pass. Auch Joao Felix. Sehr gute Sache. Komm, ich fordere den gar nicht an, aber er macht ihn auch nicht rein. Das 2:0 wäre natürlich hier wichtiger gewesen, als irgendwie noch auf Krampf den hier anzufordern. 70 Minuten gespielt. Es steht momentan 1:0. Ich hätte nichts dagegen gegen ein langweiliges 1:0 Finale. Aber Frankreich will das Ganze natürlich hier noch verändern. Können sie aber erstmal noch nicht. Okay, Mbappé jetzt hier nochmal vor dem Tor und Mbappé macht den Ausgleich. Ich hab's irgendwie schon geahnt. Frankreich hat sich jetzt immer öfter nach vorne gespielt. Wahrscheinlich auch sein 30. Treffer hier bei der Weltmeisterschaft insgesamt. Und CR7 möchte
möchte jetzt hier auch noch eine nachlegen. Okay, der Ball kommt auch auf CR7. Wir nehmen aber hier lieber die Vorlage. Vitinha macht das 2:1. So, wir haben es geschafft. Alle Werte sind jetzt hier auf 99. Okay, die letzte Aktion jetzt hier von Frankreich und das Spiel ist aus. Wir haben CR7 auf die 99 gebracht und ihn zum Weltmeister gemacht. Und ihr könnt euch direkt hier zum nächsten Video klicken. In diesem Video mache ich Messi zum schlechtesten Spieler der Welt, aber für jedes Tor, jede Vorlage und jeden Sieg in der Champions League wird ein zufälliger Wert auf 99 geupgradet. Schafft es Messi auf die 99er Gesamtsteckung, gewinnt er heute die Champions League oder wird er scheitern? Alle Werte sind auf 1 und wir dürfen auch nur Messi selbst steuern und das machen wir zuerst hier gegen Juventus Turin. Jetzt kommt aber hier der allererste Ballkontakt von Lionel Messi. Ich laufe gerade so schnell, wie es geht. Wir können uns sogar noch gegen den Spieler hier durchsetzen. Was ist das denn für eine Gurke? Okay, jetzt ist der Ball weg. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Messi mit dem Abschluss. Okay, direkt die nächste Aktion. Ich versuch's einfach mal mit Messi wieder und das war die letzte Aktion von Messi. Juve hat das Spiel gewonnen, also gibt es kein einziges Upgrade. Jetzt spielen wir hier aber gegen den schwächsten Gegner in der Gruppenphase. Jetzt müssen wir das erste Upgrade einsammeln. Oh, das könnte doch ziemlich gut werden. Jetzt Mbappé, lauf einfach durch. Und Mbappé läuft einfach durch. Mbappé, mach jetzt das Tor. Nein, das ist keine Vorlage für uns, aber immerhin ein Tor. Messi so schlecht mit der Gesamtstärke, darf noch nicht mal beim Torjubel mit dabei sein. Oh, jetzt wird Messi einfach mal durchgeschickt, aber der Schiedsrichter hat gar keine Hoffnung, pfeift einfach direkt ab. Oh, das könnte doch gut werden. Ja gut, ich habe mich selber nicht getraut, den Ball hier zu spielen. Jetzt machen wir aber den Ball hier hoffentlich rein, Messi. Ja gut, das war auch selber nicht gut, aber Mbappé macht den Ball rein. Sehr gute Sache, damit sollte der Sieg hier schon mal sicher sein. Okay, jetzt Mbappé, Messi ist jetzt hier sozusagen frei durch. Normalerweise führte er so einen machen, aber jetzt hat er natürlich überhaupt gar kein Tempo. Der Ball kommt aber zurück. Komm Messi, mach ihn rein. Nein. Das Spiel ist aus, wir gewinnen das ganze Ding 2:1 und wir bekommen damit auch unser allererstes Upgrade für Messi. Und der Zufall entscheidet, welchen Wert wir hier auf 99 upgraden können und das ist Übersicht oder Elfmeter, es ist die Übersicht. Und mit 99 Übersicht hat Messi jetzt seine 8er Gesamtstärke. Geht ja wieder richtig gut los, Benfica hier mit dem 1:0. Oh, das könnte doch ganz schön werden. Wir haben zwar nicht mehr so viel Energie, aber wir sind jetzt hier ja so gut wie frei vor dem Tor. Ich glaube, ich entscheide mich aber hier für den Pass. Und Neymar macht den Ball rein. Das erste richtig große Upgrade für uns. 2 Punkte mit der Vorlage. Und folgende Werte werden wir jetzt hier direkt upgraden. Gucken wir mal direkt auf das erste. Und es ist Abfang oder Aggressivität. Und das bringt uns natürlich so gut wie gar nichts. Aber kann man natürlich verstehen. Er ist natürlich so aggressiv, weil er momentan so schlecht ist. Gucken wir mal, ob wir beim zweiten Wert hier mehr Glück haben. Das sind Fernschüsse. Okay, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Komm, gib mir den Ball. Ich versuch's hier aus der Distanz. Messi jetzt hier mit dem ersten Schuss. Das war natürlich nicht gut platziert. Aber wir können es natürlich hier direkt nochmal versuchen. Jetzt machen wir es hier richtig. Wir nehmen den Ball hier an. Oh, wir können uns sogar hier vorbeidribbeln. Messi jetzt hier mit dem Ball. Und der Ball ist im Tor. Das gibt es doch nicht. Lasst uns für dieses absolute Traumtor hier 1000 Likes knacken. Ganz dringend brauchen wir natürlich Geschwindigkeit und Abschluss und vielleicht die Schusshärte, sowas in die Richtung, aber Beweglichkeit ist natürlich auch ziemlich gut. Geht also hier schon mal richtig gut los. Wir schauen direkt auf das nächste, auf den nächsten Wert. Das ist das Stellungsspiel. Auch das ist noch ganz in Ordnung. Wir haben jetzt schon eine 24er Gesamtstärke. Gucken wir direkt auf das dritte Upgrade und das ist jetzt hier einfach mal schwacher Fuß, 5 Sterne. Auch das ist ganz wichtig. Oh, der Ball kommt hier zu uns, aber wir brauchen natürlich noch die Geschwindigkeit. Ich spiele den Ball lieber mal auf die Seite. Noch nicht mal das klappt so richtig. Was hat Messi da gerade gemacht? Okay, sah von der Seite so ein bisschen aus wie das, was er gegen die Niederlande gemacht hat. Und es wackelt gerade ein Wert hier mit dem Upgrade, denn Benfica macht tatsächlich noch den Treffer zum 2:2. Das gibt es doch nicht. Und das Ganze ist doppelt bitter, denn erstens holen wir natürlich jetzt keine 3 Punkte in der Gruppenphase und das heißt natürlich auch kein Upgrade-Punkt. Aber gut, unzufrieden können wir mit diesem Spiel natürlich überhaupt nicht sein. Wir haben einfach mal 5 Werte auf 99 geupgradet. Aber wir haben noch viel vor uns. Und das Ganze wird auch ein extrem wichtiges Spiel hier gegen Benfica. Okay, mit Abwehrarbeit haben wir natürlich hier nichts zu tun. Benfica macht fast das 1:0. Wollen das Tor aber natürlich selber machen. Ganz klare Sache. Okay, was macht Ramos hier? Ja gut, er macht halt Ramos-Sachen. Was ist das für eine Frage? Aber wir nehmen natürlich gerne Tore mit. Aus der Ferne können wir gute Schüsse abliefern. Die Situation ist noch nicht vorbei. Wir können den Ball hier vielleicht anfordern. Messi aber wieder unkoordiniert. Und bei der Spielerkarriere hier auf dem Kanal bin ich natürlich auch komplett was anderes gewohnt. Da habe ich nämlich einen Spieler mit Tempo und Abschluss. Oh, der Ball kommt hier auf Messi. Der verliert natürlich das Kopfballduell, aber Donnarumma ist zum Glück da. Das Spiel geht 0:0 aus, das heißt für uns natürlich kein einziges Upgrade. Okay, Mbappé läuft durch, da kann doch gar nicht so viel schief gehen. Komm schon, Mbappé, mach den Ball rein oder spiel den Ball zu mir. Er spielt den Ball zu mir, aber... So sieht ein 1er Abschluss aus. Oh, Messi jetzt hier wieder auf Mbappé. Mbappé jetzt hier
frei vor dem Tor. Komm schon, mach ihn. Er macht ihn. Mbappé mit dem ganz, ganz wichtigen Treffer hier. Und wir werden natürlich jetzt wieder zwei weitere Werte hier auf die 99 bringen und fangen an mit der Sprintgeschwindigkeit. Fehlt jetzt eigentlich nur noch der Antritt. Mal gucken, ob wir das jetzt hier auch noch hinbekommen. Und wir sehen, es wird erstmal der lange Pass. Okay, das ist auch ziemlich gut, denn die sind auch ziemlich oft gescheitert. 29er Gesamtstärke Messi, der will jetzt hier die Entscheidung in dem Spiel, hat aber keine Energie mehr. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg hier gegen Juventus Turin. Und wenn wir jetzt noch Antritt und Abschluss bekommen, ich glaube, dann werden wir sehr viel schneller wachsen hier. Okay, Mbappé hier mit dem Pass auf Neymar und direkt das 1:0, auch wenn wir daran nicht wirklich beteiligt waren. Damit kommen wir natürlich dem nächsten Sieg näher und wir haben natürlich gar nicht das Upgrade gemacht für den Sieg eben gegen Juventus Turin. Das Ganze wollen wir jetzt aber natürlich ganz schnell nachholen, damit wir auch in diesem Spiel das am Start haben. Und jetzt sehen wir Freistoßpräzision. Oh, Mbappé, wir passen wieder zurück lieber, denn wir können nicht abschließen. Jetzt können wir... Oh mein Gott, den Ball haben wir nicht reingemacht, oder was? Zum Glück konnten die Gegner aber nicht mehr treffen, was für uns natürlich für den Sieg das nächste Upgrade bedeutet. Mal gucken, welchen Wert wir hier für die K.O.-Phase upgraden können und es wird die Ruhe. Ja, okay, das brauchen wir auch noch. Keine Veränderung bei dem Rating, wir gehen also mit einer 29er Gesamtstärke in die K.O.-Phase. Oh mein Gott, das gibt es doch nicht. Was war das für ein Tor? Atletico Madrid geht hier in Führung, aber was war das bitte? Den hat er eiskalt reingedrückt. Das fängt ja schon mal richtig gut an. Das sieht gut aus. Aus der Ferne können wir doch schießen. Aber, ja, viel zu schwach. Oh Mann, und wir verlieren das Hinspiel jetzt hier mit 1:0. Ganz, ganz bittere Sache. Wieder keine Upgrade-Punkte. Ja, und kaum hat die Schwester Geburtstag, hat er natürlich ein bisschen was am Knie. Oh, das ist eine richtig große Chance. Messi muss ihn machen. Messi macht den Ball rein. Endlich wieder ein Tor. Drei weitere Werte, die wir auf 99 upgraden können. Und wir müssen natürlich jetzt gucken, welche drei Werte wir auf 99 upgraden. Kommen schon, Antritt ganz wichtig. Und die Schusskraft wäre auch noch ganz wichtig. Wir bekommen aber die Ballkontrolle. Und damit gehen wir einfach von einer 29er Gesamtstärke auf eine 43er Gesamtstärke hoch. Komm, mit dem nächsten Wert wollen wir dann auf die 50er Gesamtstärke knacken, damit wir nicht mehr der schlechteste Spieler sind. Und jetzt bekommen wir den Abschluss. Wir werden das Ganze knacken. Und das Ganze ist sowas von wichtig. Wir haben jetzt die 53er Gesamtstärke. Und vor allem haben wir jetzt Hoffnung, denn Abschluss ist natürlich eines der wichtigsten Sachen. Jetzt fehlt nur noch der Antritt und ich glaube, dann können wir vernünftig spielen. Aber auch Dribbling ist ganz wichtig für uns. Damit sind wir jetzt hier auf einer 69er Gesamtstärke. Oh nein, Atletico Madrid nochmal mit der letzten Aktion, aber es geht in die Verlängerung. Das Spiel ist vorbei, wir gehen tatsächlich hier ins Elfmeterschießen und Messi wird wahrscheinlich keinen schießen mit seinem 1er Elfmeterwert. Wir können also nur zugucken und hoffen, dass unser Team jetzt hier gewinnt. Griezmann verschießt seinen Elfmeter und Soler verschießt seinen leider auch direkt. Mal gucken, was Kunja macht. Der macht seinen rein. Komm schon, Mbappé, du musst deinen auch reinmachen. Okay, der geht auch rein. Neymar, der nächste Schütze, der auch trifft. Und unser nächster Schütze mit Sarabia, der hier, ja, ziemlich viel Risiko nimmt. Joao Felix hier noch bei Atletico mit einem frechen Lupfer, aber Donnarumma hat den Ball. Komm schon, Fabian Ruiz, er macht den Ball rein. Und damit jetzt ordentlich Druck auf Koke, den Kapitän von Atletico Madrid. Er hält dem aber stand, ist aber ganz egal, wenn unser nächster Schütze den Ball hier reinmacht. Und der nächste Schütze ist die Nummer 6, ist Verratti, der den Ball hier reinmacht. Willkommen ins Viertelfinale. Da haben wir direkt hier rein in das Viertelfinale. Milan ist der Gegner, wir spielen hier im San Siro. Und im Gegenzug jetzt Milan hier mit dem Angriff und Ibrahimovic macht das 1:0. Oh, das sieht sehr gut aus. Mbappé jetzt hier auf Messi, der frei vor dem Tor. 99, Abschluss. Aber der Ball ist einfach trotzdem nicht drin. Natürlich auch nicht perfekt gemacht. Ganz klare Sache, war mein Fehler. Oh, das sieht aber jetzt sehr gut aus. Mbappé auf Messi und diesmal ist der Ball drin. Wir machen das ganz wichtige 1:1. Bis jetzt hatten wir noch gar nicht so viele defensive Sachen. Das soll aber natürlich auch gerne so bleiben. Jetzt bekommen wir erstmal Balance. Aber wir sind hier natürlich nicht auf einem Kindergeburtstag, sondern in der Champions League. Da brauchen wir noch ganz andere Werte, zum Beispiel nicht die Grätsche. Zwei Werte hier angepasst und wir haben keine Gesamtstärke dazu bekommen. Mal gucken, ob es diesmal besser läuft. Okay, Kurzpässe, das ist auch noch ganz wichtig. Und damit geht die Gesamtstärke auch hoch auf eine 77. Kann mir jemand erklären, was Nuno Mendes da macht? Ja. Oh ja, nächste Aktion. Messi jetzt hier mit dem Pfosten bzw. Lattentreffer. Mbappé nicht mit dem Treffer. 1:1 im Hinspiel. Wir sind nicht mehr weit entfernt von der 99er Gesamtstärke. Jedes Upgrade bringt uns noch schneller weiter nach vorne. Jetzt kassieren wir aber fast wieder das frühe 1:0. Wollen jetzt hier mit Lionel Messi glänzen, aber erstmal wird das noch nichts. Aber vielleicht hier Hakimi jetzt hier mit dem Ball. Messi mit dem Kopfball. Da hat aber natürlich nur einen 1er Wert. Oh ja, Kopfball hier. 1er Kopfball, der zündet hier. Messi jetzt hier einfach mal mit dem Pass auf Neymar. Der wieder zurück auf Messi, der irgendwie auf Mbappé und der Ball ist drinne. Ganz egal, ob wir jetzt die Vorlage machen oder nicht. Hauptsache, wir kommen hier erstmal weiter. Ja, das war der komischste Pass aller Zeiten. Das war noch nicht mal wirklich ein Pass. Aber Hauptsache,
Hauptsache, der Ball ist hier im Tor. Oh, jetzt hier vielleicht die Aktion. Ja gut, eine Vorlage wird daraus natürlich nicht. Mbappé jetzt hier mit dem Ball. Ich lasse ihn auch einfach mal schießen. Hauptsache, wir gewinnen natürlich das Spiel. Beziehungsweise, das ist natürlich Priorität Nummer 1, damit wir natürlich noch weitere Chancen hier bekommen. Und Milan jetzt hier mit dem Pfostentreffer. Komm schon, Mbappé, spiel den Ball irgendwie zu mir. Nein, der Torwart ist da am Start. Jetzt fallen wir auch noch hin. Aber wir werden das Spiel sehr wahrscheinlich hier gewinnen. Ja, so sieht es aus. Wir gewinnen das Spiel, kommen damit natürlich ins Halbfinale. Aber sammeln jetzt natürlich auch nur ein Upgrade. Vielleicht ist das Ganze aber ein richtig wichtiges Upgrade, beziehungsweise ein richtig gutes für uns. Und wir sehen es, es wäre Zweikämpfe. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. An seinem Rating verändert das Ganze aber nichts. Ich habe ihn auch mal ein bisschen jünger gemacht, damit die Werte nicht immer dauernd runtergehen. Jetzt wird hier im Halbfinale schon der Champions League Pokal gezeigt. Gegner ist Liverpool. Mal gucken, wie das Hinspiel hier in Anfield so läuft. Wir brauchen ganz dringend ein eigenes Tor oder eine eigene Vorlage. Oh, Messi wird jetzt hier einfach mal gefoult. Oh, Messi jetzt hier mit dem Pass auf Mbappé. Komm, mach ihn rein. Mbappé macht ihn rein. Zwei ganz, ganz wichtige Upgrade-Punkte für uns. Endlich auch mal eine Vorlage und endlich ist Mbappé auch mal eiskalt vorne drin. Und jetzt ist natürlich ganz, ganz wichtig, welche Sachen wir hier bekommen. Wir brauchen ganz dringend Ausdauer und natürlich Antritt und wir bekommen die Ausdauer. Sehr gute Sache. Eine Gesamtstärke machen wir nicht dazu, aber für das eigene Spiel extrem wichtig, denn jetzt können wir auch die ganze Zeit laufen, müssen uns nicht so zurückhalten. Ja, Kopfball bringt jetzt nicht ganz so viel bei Messi. Und Liverpool ist jetzt hier alleine vor dem Tor. Nun jetzt hier an die Latte einfach. Oh, das könnte nochmal eine richtig gute Situation hier werden. Wir werden aber erstmal gefoult, aber es geht weiter. Liverpool aber wirklich aggressiv heute. Aber ein Tor hat denen das nicht gebracht. Wir gehen hier mit dem 1-0 ins Rückspiel. Und das bedeutet natürlich, einen weiteren Wert dürfen wir hier upgraden. Mal gucken, welcher es wird. Und es wird die Beschleunigung, also der Antritt. Und ich glaube, das war das fehlende Puzzleteil. Jetzt gehen wir hier auf eine 84er Gesamtstärke hoch. Und jetzt fehlt hier wirklich nicht mehr viel. Wir gehen also hier ins Halbfinal-Rückspiel. Wir sind nur noch einen Schritt vom Finale entfernt und wir wollen natürlich jetzt die Upgrades. Wir brauchen unbedingt ein Tor. 10 Werte müssen wir noch auf die 99 bringen. So wird das aber erstmal noch nichts. Ja, und wenn Liverpool hier direkt nach 7 Minuten den Treffer macht durch Mo Salah, dann wird das natürlich auch nichts. Hinspielergebnis also wieder komplett weg. Aber unsere Upgrades bleiben natürlich. Aber natürlich eine ganz bittere Sache. Was war das bitte für einen Abschluss? Und Salah fast mit dem 2:0. Oh, jetzt sind wir aber alleine durch. Messi mit 99 Abschluss muss den Ball hier reinmachen und er macht ihn auch rein zum ganz, ganz wichtigen 1:1. Und ganz wichtig auch, um die 99er Gesamtstärke noch zu erreichen. Mal gucken, wie hoch unsere Gesamtstärke auch mit diesen drei neuen Werten hier geht. Wir bekommen schon mal Schusskraft. Das ist sehr, sehr gut. Gesamtstärke bleibt aber gleich. Mal gucken, ob die sich hier durch die Flanken verändert. Und ja, die verändert sich enorm. Wir gehen auf eine 93er Gesamtstärke hoch. Mal gucken, was der dritte Wert hier sagen wird, was wir da für ein Upgrade bekommen. Skill muss 5 Sterne auch nochmal gut. Okay, ja. Wir spielen den Ball hier einfach mal mit Mbappé und mit Soler und Soler nicht. Okay, Messi wird es immer wieder versuchen, Messi. Und Messi ist jetzt hier alleine durch. Er muss den Ball hier nur noch reinmachen und er macht ihn auch ganz elegant hier rein zum 2:1. Ja, damit hat Alisson, glaube ich, nicht gerechnet. Das Halbfinale läuft also momentan perfekt. Wir sind nur noch ganz kurz davor, beide Sachen hier zu erreichen. Ja gut, jetzt kommt erstmal defensives Bewusstsein dazu. Bringt natürlich kein Rating-Upgrade. Mal gucken, ob wir hier mit dem nächsten ein Rating-Upgrade bekommen und es wird Stärke. Aber auch dadurch verändert sich nichts. Wir brauchen unbedingt noch die Volleys. Mal gucken, ob wir die jetzt hier schon bekommen oder ob es noch was anderes ist und wir bekommen die Sprungkraft. Okay. Wir haben damit einfach mal drei Sachen geupgradet, aber keine einzige Gesamtstärke dazu bekommen. Also kein Glück gehabt mit den Upgrades. Ja, und 99 Kopfball bringt natürlich auch bei der Größe nicht so viel und auch die Sprungkraft. Der wird da jetzt hier nicht zum CR7. Und das gibt es doch nicht. Liverpool macht jetzt hier noch den Ausgleich. Das Ding ist also hier wieder heiß. Ja, so ist das Ganze entstanden. Es würde uns natürlich auch hier Werte kosten, beziehungsweise einen Wert könnten wir dann nicht auf 99 bringen, falls wir das ganze Ding hier nicht gewinnen. Aber Hauptsache ist erstmal, dass wir das ganze Ding hier nach 90 Minuten nicht verlieren. Und diese Ecke wird wahrscheinlich darüber entscheiden, ob wir hier in die Verlängerung gehen oder nicht. Und die Entscheidung ist ein bisschen verschoben. Es gibt nämlich direkt die nächste Ecke und auch der kommt wieder an. Und der ist diesmal drinne. Das gibt es doch nicht. Salah hier einfach in der allerletzten Sekunde sozusagen. Okay, es geht tatsächlich hier in die Verlängerung. Aber heißt für uns natürlich auch 30 weitere Minuten für Upgrades, aber ich hätte natürlich gerne den Weg nach 90 Minuten gegangen. Und Liverpool wieder mit dem Angriff und Liverpool wieder mit dem Tor. Salah macht das 4:2. Das gibt es doch nicht. Wir waren quasi schon im Finale. Wie bitter ist das denn jetzt hier einfach? Aber wir haben noch Zeit. Okay, jetzt muss ich den aber auf Mbappé spielen. Komm, Mbappé, du musst ihn machen. Beziehungsweise spiel ihn wieder zu mir. Mbappé spielt ihn zu mir. Messi macht das Tor. Das gibt es nicht.
Das gibt es nicht in der 119. Minute. Unglaublich, was in diesem Spiel hier passiert. Wir machen einfach einen Hattrick im Halbfinale, aber das reicht wahrscheinlich erst nur fürs Elfmeterschießen. Und diesmal wollen wir auch einen Elfmeter schießen, deswegen hoffen wir, dass wir jetzt bei den dreimal, die wir jetzt hier das Rad drehen, das Elfmeter bekommen, den Elfmeter bekommen, aber wir bekommen erstmal Abfang. Bringt uns natürlich nichts. Komm schon, also jetzt hier nicht Elfmeter zu bekommen bei den Ausballen hier, das wäre natürlich extrem bitter. Wir bekommen erstmal Efe, auch das ist nicht schlecht, aber so wirklich gut ist das auch nicht, bringt uns auch wieder kein Upgrade. Komm, jetzt brauchen wir Elfmeter oder zumindest Volleys. Wir bekommen Volleys, damit geht die Gesamtstärke sehr wahrscheinlich wieder hoch. Nee, geht sogar nicht mal hoch. Wir bleiben tatsächlich auf der 93er Gesamtstärke und das Ganze nur, weil uns die Reaktion und die Elfmeter hier fehlen. Ausgerechnet die Elfmeter. Zwei Sachen werden hier vielleicht übrig bleiben, werden es also wahrscheinlich hier nicht mal in der eigenen Hand haben. Komm, schnell den Ball noch nach vorne, aber jetzt wird abgepfiffen. Messi geht hier wieder ins Elfmeterschießen, ohne einen Elfmeter wahrscheinlich zu schießen. Und das Ganze wird jetzt hier entscheiden, ob er den 99 packt und ob er es natürlich ins Finale der Champions League schafft. Was für ein absolutes Drama. Wir gucken direkt auf Neymar, der erste Schütze hier für Paris gegen Alisson mit dem langen Anlauf. Schnell noch Like da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Neymar macht seinen rein. Ich hoffe, ihr habt doch einen Like gedrückt. Und ich hoffe jetzt, dass Salah seinen Elfmeter verschießt. Nein, macht er nicht. Komm schon, Soler, du hast doch abonniert. Nein, der hat nicht abonniert, deswegen hat er verschossen. Das kommt natürlich davon. Fake jetzt direkt der nächste Schütze. Er macht ihn rein. Komm schon, die erste neue Upgrade-Challenge. Die muss erfolgreich laufen. Ramos macht den Ball aber nicht rein. Firmino jetzt hier für Liverpool, aber auch er trifft nicht, ganz wichtig. Jetzt muss aber natürlich Mbappé treffen, er trifft nicht und Liverpool kann uns jetzt hier rausschießen. Es liegt an Donnarumma bzw. an Jota, ob es hier ins Finale geht. Nein, es geht nicht ins Finale. Und auch wenn ich das vergessene Upgrade hier eingesetzt hätte, hätten wir die 99 nicht erreicht. Aber wenn ihr liked und abonniert, seht ihr das hoffentlich in der nächsten Folge. Jungs, ich bin wieder da. Als Einser. Was, Bruder? Haaland ist der schlechteste Spieler der Welt, zurück beim BVB, aber bei jedem Tor, jeder Vorlage und jedem Sieg wird ein zufälliger Wert auf 99 geupgradet. Schafft er es heute auf die 99er Gesamtstärke und wird er mit Dortmund die Champions League gewinnen? Oder wird er auf dem Weg dahin scheitern? Und bei dieser Challenge dürfen wir nur Haaland selbst steuern. Alle Werte sind auf 1, also schlechter geht es nicht. Okay, ich bin gerade hier mit Haaland am Ball und laufe so schnell wie es geht. So sieht das Ganze hier aus. Oh, da müssen wir mal den Pass hier durchschicken auf Brandt. Komm schon, mach das Tor, du darfst aber nicht abspielen. Okay, Brandt macht nicht das Tor, aber Elfmeter. Was ist das für ein Start? Ey, ich darf den nicht schießen, nein. Bellingham geht hier automatisch hin. Okay, wir machen schon mal das 1-0, das ist wichtig. Wir müssen das Gleichgewicht finden zwischen. Okay, wir sabotieren hier das Dortmund-Spiel und wir gewinnen trotzdem jetzt Haaland hier mit dem Schuss vielleicht, ich muss es versuchen, aber da sieht man natürlich ganz deutlich den Wert in der normalen Spielerkarriere, wäre der, glaube ich, reingegangen. Oh, was ist das denn? Der Torwart mit dem riesigen... Oh mein Gott, und wir machen den nochmal genauso. Das kommt auch noch dazu, ich bin ein schlechter FIFA-Spieler. Okay, Ball zu Haaland, wir geben den Ball direkt ab und dann spielt Bellingham den Fehlpass. Ey, das ist meine Aufgabe. Und Kopenhagen hier mit einer riesigen Chance und direkt die nächste Chance hier für Kopenhagen, also mittlerweile schwimmen wir schon so ein bisschen. Okay, Konter sind jetzt nicht unsere Lieblings Disziplin, denn wir haben nicht so wirklich Tempo, kommen aber trotzdem einfach hier an diesem Spieler vorbei. Aber jetzt verlieren wir den Ball. Oh, können aber jetzt hier einfach mal den Ball gewinnen. Komm schon, du musst jetzt einfach durchlaufen, Bellingham. Oder so, Brandt, da ist die Ballannahme nicht so gut. Wir müssen hier rüberspielen, aber ich habe gedrückt, aber der braucht einfach viel zu lange, Brandt, aber jetzt hier nochmal mit dem Schuss. Wir müssen ganz klare Entscheidungen treffen, dürfen den Ball nicht hier irgendwie noch dribbeln und so weiter. Und jetzt hier das Tor von Kopenhagen. Okay, komm schon, Haaland, die ersten Spiele sind die wichtigsten. Kopenhagen jetzt mit der Chance auf das 2-1. Und Kopenhagen jetzt mit dem 2-1. Das gibt es nicht. Okay, doch nicht. Falscher Alarm. Zum Glück war es abseits. Ja gut, aber wir haben immer noch keine Upgrades. Das muss sich so schnell wie möglich ändern. Okay, Haaland. Mit dem Kopf geht hier was. Mit dem Kopf geht hier was. Adeyemi jetzt auf Haaland. Zumindest haben wir den Freistoß rausgeholt. Okay, aus dem Freistoß wird aber leider nichts. Okay, das sieht doch schon mal sehr gut aus hier von Haaland. Wir gucken auf Bellingham. Haaland jetzt hier alleine vor dem Tor. Wir müssen den Ball aber abspielen, denn sonst machen wir den selber nicht rein. Aber auch der Ball geht nicht rein. Okay, riesige Chance. Bellingham jetzt hier auf der Seite. Okay, ich will jetzt auch keine Tore wegnehmen. Wir brauchen ganz dringend jetzt hier diesen Sieg. Und dann ist das Spiel auch aus. Wir holen also keinen einzigen Upgrade-Punkt. It was not your bestes Spiel, oder? No. Do you think you have Potenzial nach oben in den nächsten Spielen? Yes. Wie würde es mit Haaland und dem BVB hier weitergehen? Wir werden rechtliche Schritte einleiten. Okay, zweites Spiel. Erster Ballkontakt. Das fängt ja wieder super an. Und ich kann euch versprechen, es lohnt sich dran zu bleiben. Davor muss ich mich aber bedanken. Neuer Like und neuer Abo-Rekord hier auf dem Kanal. Wenn es so weitergeht, dann gibt es hier bald die 50 Stunden Streamwoche als Special. So, Haaland hier mit der nächsten Aktion. Okay, Bellingham hier auf Emre Can. Jetzt hier vielleicht wieder zurück. Und der Ball ist nicht im Tor. Es wäre aber auch abseits gewesen. Och nein, was macht Schlotter?
Schlotterbeck denn da? Schlotterbeck auch als Einser unterwegs, oder wie? Ich glaube, als Innenverteidiger wäre das Ganze noch schlimmer. Bleiben wir erstmal bei den Stürmern, bevor wir dann zu anderen Positionen und vielleicht zu ganzen Teams hier kommen. Okay, nächste Aktion. Marco Reus hier einfach mal auf Haaland durch. Das sieht im ersten Moment richtig gut aus. Energie ist fast weg. Wir müssen den Ball hier rüber spielen. Auf Marco Reus, mach ihn rein. Nein, warum spielst du wieder zu mir zurück? Aber der Ball ist im Tor. Wieder Bellingham, der Torschütze. Okay, was machen die da an der Seitenlinie? Irgendwie haben wir einen schlechten Einfluss hier auf die Mannschaft. Und Sevilla jetzt hier mit dem Ausgleich. Okay, Konter sieht sehr gut aus. Wir müssen den hier einfach mal vorlegen. Komm schon, Marco Reus, mach ihn rein. Er macht ihn nicht rein. Okay, daraus darf jetzt bitte kein Tor entstehen. Sevilla mit dem Angriff. Was ist das denn? Das 2:1 von Sevilla. Okay, Haaland hier einfach mal auf die Seite auf Adeyemi. Ganz so schnell sind wir nicht da, aber Adeyemi ist da auch nicht ganz schnell unterwegs. Emre Can mit dem Schuss und der Ball ist im Tor. Der Ausgleichstreffer. Wir haben noch angefordert, aber zum Glück ist der Ball nicht zu uns gekommen. Der Keeper holt uns hier einfach mal zurück ins Spiel. Das sah überhaupt nicht gut aus. Und was ist das denn jetzt? Sevilla fast mit dem 3:2. Und Sevilla jetzt mit dem Führungstreffer. Okay, keine Ahnung, wie wir dieses Spiel hier irgendwie noch gewinnen wollen. 5 Tore schon. Haaland wieder mit dem Kopfball. Wieder kommt der Ball hier an. Brand auf der Seite. Wir haben kein Tempo bzw. keine Energie mehr. Aber hier in den Rückraum. Marco Reus macht den Ball hier rein. Gut, dass er mir nicht vertraut hat. Ein ganz, ganz wichtiger Treffer hier für Dortmund. Denn wir müssen natürlich erstmal die Gruppenphase überstehen. Haaland hier einfach mal mit der Drehung, mit dem Pass auf Brand. Der hier auf die Seite auf Marco Reus kommt. Jetzt müssen wir den aber anfordern. Marco Reus hier mit dem Ball auf Haaland. Der hier alleine vor dem Tor. Nein, das ist nicht das Tor. Oh Mann, ist das bitter, diese Chance nicht zu nutzen. Ja, und so geht das nächste Spiel zu Ende, wo wir keinen einzigen Upgrade-Punkt sammeln. What are you saying about the Situation in der 90. Minute? Not good. Okay, erste Aktion gegen den Ex-Verein sozusagen. Haaland hier gegen City. Wir müssen beweisen, dass wir hier bei Dortmund besser sind. Wir kommen hier sogar durch. Wir müssen jetzt hier den Schuss machen. Der Ball ist im Tor. Das gibt es nicht. Was ist das denn? Es hat sich nichts verändert. Aber Haaland hier gegen City einfach direkt mit dem Tor. Was für ein Start. Aber das Tor und die 3 Upgrades bringen uns natürlich nichts, wenn wir jetzt hier schlechte Werte bekommen. Aber Kurzpässe ist schon mal ein solider Start. Und mit den Kurzpässen auf 99 haben wir jetzt eine 7er Gesamtstärke. Gucken wir uns direkt den zweiten Wert an. Wir wollen jetzt natürlich was Grünes bekommen. Aber auch die Ballkontrolle. Ist jetzt nicht das Allerschlechteste für uns. Und damit gehen wir auch hoch auf eine 17er Gesamtstärke. Was für ein Sprung, nur durch einen Wert. Jetzt machen wir direkt den nächsten. Wir gucken direkt mal drauf und es wird die Balance. Ja, Schusskraft wäre gut gewesen. Leider jetzt nichts, was unseren Abschluss verbessert. Gesamtstärke verändert sich nicht mehr. Und unsere Rückennummer ist natürlich auch das große Ziel. Daran werden wir die ganze Zeit erinnert. Ja, und der Nachfolger sozusagen von Haaland, Alvarez, der sorgt jetzt hier fast für den Ausgleich. Und direkt die nächste große Chance für City. Und City jetzt auch mit dem 1:1 durch Kevin De Bruyne. Ja, das ist natürlich ein kleiner Rückschlag hier, aber vielleicht machen wir einen Doppelpack. Vielleicht machen wir heute auch 3 Tore. Wir wollen natürlich nicht alleine ins Bett gehen. Okay, Haaland jetzt hier mit dem Pass. Komm, Adeyemi, mach ihn selber. Du musst durchlaufen. Adeyemi, mach den Ball rein. Wir sichern uns damit eine Vorlage und damit 2 weitere Werte, die wir upgraden können. Adeyemi geht hier einfach mal durch die Bande durch und wir sehen gerade nicht ganz so viel, aber wir gucken uns die neuen Werte an. Und jetzt hoffentlich auch der erste Wert, der jetzt richtig was mit Schießen und so weiter zu tun hat. Kopfball wäre sowas in die Richtung. Stattdessen jetzt wäre 2 Kämpfe. Okay, das gefällt der Gesamtstärke natürlich nicht so. Und für das Spiel bringt es natürlich auch nichts. Deswegen hoffen wir jetzt auf erst, was uns was richtig bringt. Zum Beispiel die Volleys, das können wir benutzen. Okay, das war nochmal knapp. Aber wir bekommen die Volleys und damit auch eine neue Gesamtstärke. Wir gehen +2. Okay, Jungs, gebt mir die Volleys. Lotterbeck auf Haaland. Wir müssen aber hier einen Flankengeber suchen. Oder einfach mal hier den Ball auf Adeyemi spielen. Okay, Adeyemi, Reus auf Haaland. Komm schon, mach das zweite. Oh mein Gott. Okay, war der schwache Fuß, aber trotzdem. Der muss irgendwie zumindest aus Tor kommen. Ja, in der Spielerkarriere wäre das zu 100% ein Tor gewesen. Und ich glaube, ich habe sogar die Flanke sozusagen angefordert. Oder den hohen Ball hat er aber leider nicht gespielt. Oh, was ist das? Der nächste Keeper-Fehler. Aber wir waren jetzt viel zu überrascht dafür. Nächstes Mal bitte auf den anderen Fuß. Danke. Kein Plan, was mit den Keepern los ist. Die sind ganz normal eingestellt und jetzt hier der Pass. Aber ich glaube, es war kein Abseits. Okay, Haaland immer noch am Ball. Wir müssen den Pass hier spielen. Nein. Okay, vor allem müssen wir erstmal ein bisschen ruhig bleiben. Okay, City hier fast mit dem Ausgleich. Okay, Ball wird auf Haaland gespielt. Der spielt ihn hier weiter zu Marco Reus. Der muss ihn hier gleich Volley reinbringen. Komm schon, Marco, spiel den zurück. Nein, spiel doch. Nein, er soll Volley kommen. So wird das natürlich nichts. Und jetzt sehen wir De Bruyne mit dem Ausgleichstreffer. Ja, nicht so guter Start hier in die zweite Halbzeit, nachdem die erste Halbzeit hier perfekt für uns lief. Statt Haaland macht jetzt einfach Kevin De Bruyne da die Tore bei City. Okay, Ball auf Haaland. Der jetzt hier hoffentlich mit der nächsten Vorlage auf Marco Reus. Der spielt den Ball nach außen. Adeyemi kommt hier an den Ball. Adeyemi mit dem Schuss, aber leider nicht mit dem Tor. Okay, nächste Haaland-Aktion. Der Pass auf Brand, der jetzt hier weiter auf Marco Reus. Ich muss einfach den Volley
hier anfordern. Wir machen einfach mal den Fallrückzieher. Okay, das wäre auch einfach zu wild. Aber jetzt müssen wir den Volley hier einfach mal machen mit Haaland. Wir haben das Ganze schon mal mit Messi so geschafft. Aber leider wird es hier nichts. Okay, der Ball kommt jetzt hier zu uns. Jetzt spielen wir den Ball hier hoch. Marco Reus fast mit einem absoluten Traumtor. Oh, es war nicht Marco Reus, es war Julian Brandt. Okay, Ederson denkt einfach, wir sind Luft. Spielt den Ball hier quasi durch uns durch. Aber jetzt hier vielleicht der Ball durch auf uns, aber nein. Okay, letzte Aktion von Manchester City. Es wird hier wieder auf ein Unentschieden hinauslaufen. Aber mit diesem Spiel können wir trotzdem sehr zufrieden sein. 5 Werte auf die 99 gebracht. Einfach nochmal zum Genießen, wie er den hier reinmacht. It was a very schönes Tor von you. Yes, wie ist das Feeling vom Gefühl her? I feel good. Ich habe ihn übrigens hier zu Dortmund gepackt, weil ich es einfach cooler fand. Und City jetzt hier mit dem 1:0. Wieder Kevin De Bruyne. Der macht jetzt hier schon das dritte Tor gegen uns. So, jetzt reicht's aber auch mal bitte. Oh, jetzt aber vielleicht nächster Pass. Diesmal auf Bellingham, der den aber weiterspielt. Es ist das Tor, aber uns wurde hier einfach mal eine Vorlage geklaut. Okay, sehr gute Aktion, Bellingham. Wir müssen den Ball jetzt hier selber machen mit dem schwachen Fuß. Und jetzt City mit der nächsten Aktion. Und diesmal ist der Ball im Tor schon wieder Kevin De Bruyne. Jetzt reicht's aber auch mal, Kollege. Dortmund irgendwie dein Ex-Verein oder wieso musst du jetzt hier 4 Tore machen? Okay, sehr große Chance jetzt hier auf Haaland. Komm schon, den müssen wir direkt nehmen. Haaland mit dem Kopfball. Warum denn mit dem Kopf? Ja, die Partie geht hier 2:1 verloren. Vor allem haben wir natürlich keine Upgrades gesammelt. Okay, kurzer Blick auf die Tabelle. Momentan sind wir auf dem letzten Platz. Gegen Kopenhagen müssen wir jetzt unbedingt gewinnen. Okay, nächste Chance, Haaland. Was war das? Haben wir gerade unseren eigenen Mitspieler angeschossen? Okay, wir haben nicht unseren eigenen Mitspieler angeschossen. Das ist dann ja noch peinlicher. Okay, neuer Plan. Wir gehen voll auf die Vorlagen. Okay, Haaland jetzt hier. Hoffentlich mit der Vorlage. Bellingham mit dem Tor. Wir machen die Vorlage. Wir starten also schon mal richtig gut rein hier in die Partie. Das Ganze bedeutet für uns natürlich auch direkt die nächsten beiden Werte, die wir upgraden. Und wir sehen jetzt nicht den Abschluss. Es wird stattdessen einfach mal die Grätsche. Wie bitter ist das denn? Aber ich hoffe, beim zweiten Mal läuft es jetzt hier besser. Und wir sehen, dass wir nicht die Beschleunigung bekommen. Aber die Flanken. Am Rating tut sich hier nichts durch die beiden Werte. Okay, nächste Aktion. Haaland da auf Adeyemi. Das sieht sehr gut aus. Lauf durch. Mach den Ball selber bitte rein. Adeyemi, nein. Aber es gibt den Elfmeter. Und diesmal werden wir den auch ausführen. Das ist Risiko. Aber die Chance, 3 Punkte zu sammeln, ist da einfach so hoch wie nie. Sehr gute Aktion hier von Adeyemi. Und jetzt wird sich zeigen, ist das eine Fehlentscheidung, den Elfmeter hier selber auszuführen. Ihr seht es hier, das Ding geht hier extrem schnell. Ich hoffe, ich kriege den Ball in die richtige Ecke. Der Ball kommt hier fast gar nicht zum Tor. Aber wir machen das Tor, vergessen auch hier zu jubeln. Aber ganz egal, wir holen hier direkt 3 Upgrade-Punkte. Und vor allem sieht es natürlich jetzt hier auch gut aus in der Gruppe. So sieht einfach mal einen 1er Elfmeter aus. Und ich hoffe, jetzt kriegen wir auch mal einen Elfmeter-Wert oder einen Abschlusswert. Sowas in die Richtung. Fernschüsse wäre richtig gut und es werden auch die Fernschüsse. Rating geht hoch auf eine 22. Und vor allem haben wir damit natürlich was, was wir dann auch im Spiel live ausprobieren können. Das ist immer richtig gut und auch die Beschleunigung, also der Antritt. Ja gut, da war ich ein bisschen zu schnell im Satz unterwegs. Aber dieser Wert ist natürlich einer der wichtigsten. Gesamtstärke geht auf eine 26 hoch. Und vor allem können wir dadurch auch nochmal den Ball annehmen und sowas. Wir gucken direkt jetzt mal auf die nächste Sache. Und das ist die Schusskraft oder Beweglichkeit. Es wird die Schusskraft. Wir haben ja eben beim Elfmeter gesehen, dass wir da auch ordentlich was brauchen. Jetzt haben wir eine Gesamtstärke von 35. Okay, Schusskraft und die Distanzschüsse. Also ich glaube, das ist eine gute Mischung. Oh nein, und jetzt Kopenhagen mit dem Anschlusstreffer. Jetzt wird das Ding natürlich nochmal ordentlich spannend hier in der Gruppe. Wir warten noch auf die richtige Aktion. Da machen wir lieber die Vorlage auf Brand. Komm schon, mach ihn rein. Nein, er spielt den Ball und der Ball ist auch nicht drinne. Oh nein, und Kopenhagen hier fast mit dem Ausgleich. Okay, gute Aktion. Jetzt hier der Ball vielleicht auf Haaland. Der Ball jetzt hier auf Adeyemi und der macht das Tor. Wir machen hier die nächste Vorlage. Ja, mit den Schüssen aus der Distanz hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Mit den normalen Abschlüssen sowieso nicht. Deswegen ist da die Vorlage das Beste, was wir rausholen konnten. Wir brauchen jetzt wirklich ganz dringend den Abschluss. Ich brauche diesen Abschluss einfach und wir sehen, dass wir stattdessen die Reaktion bekommen. Und wir gehen damit jetzt auch hoch auf eine 43er Gesamtstärke. Also aktuell sind wir noch der schlechteste Spieler im Spiel. Ich hoffe, das ändert sich aber jetzt hier mit dem nächsten Wert, den wir auf die 99 upgraden. Das ist nicht die Sprintgeschwindigkeit, sondern die Übersicht. Wir bleiben bei der 43er Gesamtstärke. Okay, Haaland mit der nächsten Aktion. Wir gehen, glaube ich, hier wieder auf den Pass, obwohl diesmal müssen wir das Ganze hier selber übernehmen. Haaland mit dem Tor. Und hoffentlich bringt uns das Ganze auch hier ein schönes Upgrade. 3 Werte dürfen wir jetzt upgraden und wir gucken direkt mal auf den ersten. Das sind die Skill Moves. Ja, die werden wir, glaube ich, nicht so einsetzen. Kommen wir aber natürlich trotzdem hier auf die 5 Sterne. Gesamtstärke kommt nicht dazu. Gucken wir direkt auf das zweite. Ein paar grüne Sachen haben wir hier noch
am Start ist, wird aber ein blaues Ding. Zwei Werte, wo die Gesamtstärke nicht hochgeht. Wir wollen hier nicht als schlechtester Spieler aus dem Spiel rausgehen. Lange Pässe oder der Efe. Es bleibt bei den langen Pässen. Aber auch mit diesem Wert verändert sich die Gesamtstärke nicht. Einfach mal einen Doppelpack. Wir sind kurz davor, den Ball hier mit nach Hause zu nehmen. Und wir sehen jetzt hier Adeyemi. Komm schon, jetzt muss der Volley hier kommen. Nein, das ist abseits. Wir machen auch ein bisschen Ansagen da an Adeyemi. Ich wollte mit dem Ball heute ins Bett gehen. Was machst du denn? Und das sieht jetzt hier ziemlich gut aus. Bellingham auf Haaland, der jetzt hier, glaube ich, den Pass lieber spielt. Das ist der nächste Pass. Das ist die nächste Vorlage. 5:1 für Dortmund. Genau so ein Spiel haben wir hier gebraucht. Haaland lebt, Dortmund lebt, Champions League Achtelfinale lebt, Berlin lebt natürlich auch noch. Nach diesen zwei Werten dürfen wir einfach nicht mehr der schlechteste Spieler der Welt sein. Nicht der Abschluss. Stattdessen das Stellungsspiel. Aber das Ganze bringt uns ordentlich an Gesamtstärke. Wir sind jetzt hier auf einer 56er Gesamtstärke. Nicht mehr der schlechteste Spieler der Welt, aber wir wollen natürlich der beste Spieler der Welt werden und dafür brauchen wir Werte wie zum Beispiel den Elfmeterwert. Ausdauer wäre noch besser gewesen. Es bleibt bei der 56er Gesamtstärke. Und das sind ja noch nicht die letzten Upgrades, denn ich glaube, das Ding wird jetzt hier nicht mehr von Kopenhagen gedreht. Okay, nächste Aktion von Haaland. Wir nehmen den Verteidiger einfach mal so dermaßen hops. Jetzt müssen wir den Ball aber irgendwie noch reintragen. Ich habe versucht, den Ball mir selber hier kurz hochzulegen. Hat nicht funktioniert. Und wir machen aus der Situation einfach kein Tor. Ist das unangenehm? Okay, nächste Aktion jetzt hier von Haaland. Diesmal mit dem Pass auf Bellingham. Jetzt, ja komm, wir müssen hier schon selber das Ding irgendwie machen. Jetzt blockieren wir uns hier gegenseitig. Okay, jetzt nochmal der Konter. Ja, wir müssen erstmal abstoppen. Antritt bringt natürlich nichts auf Dauer. Jetzt gucken wir aber den Antritt bei Adeyemi an und auch seine Sprintgeschwindigkeit. Komm, Adeyemi, bring mir den Ball hier nochmal rüber. Okay, er macht ihn rein. Direkt die nächste Vorlage für uns. Und wir waren einfach mal an allen 6 Toren beteiligt. Ich glaube, wir erleben hier gerade das perfekte Spiel. Wieder 2 Upgrades und wir sind ja noch nicht mal am Ende des Spiels. Deswegen, und wir sehen nicht die Ausdauer. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was alle Werte hier bedeuten. Aber ich weiß, dass Ruhe jetzt nicht so gut ist wie die Ausdauer. Ja, und das Glücksrad, das wird natürlich nicht voller, sondern natürlich, ja, was sagt man anstatt voller? Keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal Abschluss. Like, Abo, Glocke nicht vergessen und dranbleiben, denn jetzt geht es, glaube ich, erst so richtig los. Die Gesamtstärke geht hoch auf eine 74. Das ist das krasseste Upgrade-Spiel, was wir bis jetzt hier hatten in den 3 Folgen. Ein Upgrade wartet ja gleich noch auf uns mindestens. Und jetzt ist hier die beste Partie für uns vorbei. Ich glaube, das war auch eine einmalige Sache. Wir werden nie wieder so gute Upgrades bekommen. So sieht jetzt die Tabelle aus. Ist noch lange nichts entschieden. Gegen Sevilla dürfen wir nicht verlieren. Ein Unentschieden würde uns aber weiterbringen. So, hier sehen wir dann auch einfach mal das Monster-Upgrade. Alle Schießenwerte jetzt auf 99. Und jetzt wollen wir natürlich genau solche Szenen wieder im nächsten Spiel sehen. Die Fans sind heiß. Es ist die entscheidende Partie. Sonst würden natürlich alle Upgrades hier auch nichts bringen, wenn wir jetzt hier nicht gewinnen oder unentschieden spielen würden. Okay, was ist das denn da? Was macht die Abwehr? Sevilla fast mit dem 1:0. Jungs, was war da bitte denn los? Zum Glück schießt der Team da noch an. Wir sind zwar im Winter, aber es sieht so aus, als würden wir gleich baden gehen. Okay, was ist das jetzt für einen Ball auf Haaland, der jetzt hier einfach mal über den Spieler fällt? Oh nein, und jetzt Sevilla mit der größten Chance. Zum Glück aber wieder kein Tor. So, Haaland jetzt hier mit dem Pass auf Brandt oder Marco Reus ist es. Brandt ist jetzt hier am Ball, der den Ball jetzt hier durchspielen muss. Komm, Adeyemi auf Haaland mit 99. Abschluss und der macht den auch direkt so rein. Das 1:0 für Dortmund. Und mit was für einem Tor. So macht das Ganze richtig Spaß. Und ich glaube, von solchen Szenen werden wir noch die ein oder andere sehen. Und nach dem Abschluss-Upgrade und dem Abschluss im Spiel dürfen wir natürlich auch direkt die nächste Sache hier upgraden. Jetzt brauchen wir noch die Ausdauer-Sprintgeschwindigkeit und dann können wir eigentlich komplett durchstarten. Nehmen aber erstmal noch den EP hier mit. War aber natürlich nur die erste Sache, die kein Upgrade hier gebracht hat. Mal gucken, ob es bei der nächsten Sache hier anders sein wird. Nein, aber schwacher Fuß auch ganz wichtig, damit wir dann auch aus jeder Lage hier schießen können. Und jetzt gucken wir mal, was wir als letztes noch bekommen. Ja, aggressiv sind wir jetzt auch unterwegs. Okay, Tor gemacht, aber wir bleiben trotzdem auf der 74er Gesamtstärke. Okay, komm, wir versuchen es einfach direkt mal mit dem schwachen Fuß. Nächster Schuss hier von Haaland, nicht perfekt gemacht. Okay, nächster Ball hier auf Haaland, der direkt mit der nächsten Aktion. Jetzt sollten wir aber auch nicht zu übermütig werden. Also, für Traumtore gibt es keine Extrapunkte. Bellingham, jetzt Adeyemi auf Haaland. Wo spielt er den denn hin? So schnell bin ich noch nicht. Was ist das denn? Die kurioseste Szene bis jetzt. Was versucht der Innenverteidiger da? Wir kommen, spiel den Ball hier einfach auf Haaland, der schließt hier einfach ab, aber macht nicht das nächste Tor. Oh nein, und Sevilla mit dem Schuss. Kobe hält hier das 1:0 fest. Okay, wir dürfen noch nicht denken, dass das ganze Ding hier entschieden ist. Sevilla braucht 2 Tore, dann sind wir raus. Okay, nächste Aktion von Haaland, er läuft hier durch. Komm, wir machen einfach mal den Powershot, den wollte ich schon mal machen oder wollte ich schon die ganze
ganze Zeit mache. Jetzt machen wir hier das nächste Tor. Und er sollte hier auch genau so ins Tor reinkrachen. Ja, ich würde sagen, die Gruppenphase nutzt Haaland hier ganz gut aus. Aber er muss natürlich auch die Champions League gewinnen. Gucken wir erstmal, welche drei Werte ihm dabei helfen könnten hier auf dem Weg dazu. Ja, das würde ihm jetzt nicht helfen. Aber dadurch wird es natürlich jetzt hier auch ein bisschen dünner, kann man das so sagen. Auf dem Glücksrad, keine Ahnung, wir sehen das nächste Freistoß. Auch das hilft uns nicht so wirklich weiter. Gesamtstärke tut sich hier wieder nicht. Sehr viele Sachen haben wir hier nicht mehr. Wir gucken auf die nächste, immer noch nicht die Ausdauer. Stattdessen jetzt aber die Stärke. Da gibt es zumindest mal ein Rating-Upgrade auf die 78. Oh, okay, nächste Aktion. Brandt jetzt hier oder Reus, was glaube ich? Und wir direkt mit dem nächsten Tor. Es ist komplett verrückt. Ach, was machen wir denn jetzt? Haaland nimmt die Champions League hier einfach mal komplett auseinander. Wir waren jetzt einfach an den letzten 9 Treffern beteiligt, haben da einen Scorer-Punkt gesammelt. Jetzt gucken wir direkt auf die nächsten 3 Sachen. Jetzt haben wir auch die Sprintgeschwindigkeit. Es wird noch schlimmer für die Gegner. Und damit geht es für uns auch auf die 83er Gesamtstärke. Wir brauchen jetzt einfach nur noch 5 Werte, die wir upgraden müssen. Und dann sind wir hier durch. Müssen aber natürlich noch die Champions League gewinnen. Ja, mit Abfangen bringt das nicht so viel. Ausdauer ist immer noch das Ding. Das ist das Einzige, was jetzt hier irgendwie noch zum Problem werden könnte. Aber wir sind hier eigentlich so gut wie durch. Das darf hier nicht mehr schief gehen. Wir gucken auf die nächste Aktion. Adeyemi Haaland mit dem nächsten Schuss. Diesmal ist er nicht drin. War aber auch einfach schwach von mir abgeschlossen. Hab noch überlegt, ob ich was Schönes mache. Aber das braucht man hier wirklich nicht. Wir möchten einfach nur das Tor machen. Haaland jetzt hier direkt mit dem 4. Es wird komplett verrückt. 10 Treffer, 10 Beteiligungen. Er nimmt das Format komplett auseinander. So, Kopfball haben wir, glaube ich, gar nicht auf 99. Das ist ihm aber komplett egal. Die Sprungkraft reicht da aus. Wir gucken direkt auf die letzten 4 Sachen. Jetzt haben wir auch endlich die Ausdauer. Eine einzige Sache wird übrig bleiben und die wird natürlich gleich durch den Sieg hier auch eingesammelt. Machen wir aber erstmal mit der Beweglichkeit weiter. Aber wir haben jetzt hier 2 Werte gehabt, die jetzt unsere Gesamtstärke nicht geupgradet haben. Mal gucken, was jetzt Kopfball hier anstellt. Ja, und da gehen wir ordentlich hoch, nämlich auf eine 93. Wir holen uns hier den Sieg und natürlich wieder einen Ball für die Nacht, damit wir mit dem einschlafen können. So, Sieg heißt natürlich auch das nächste Upgrade. Und damit sind wir natürlich auf der 99er Gesamtstärke. Aber das Wichtigste kommt natürlich erst jetzt noch. Wir wollen natürlich auch die Champions League mit dem 99er gewinnen. Sonst bringt das Ganze ja gar nichts. Und bei der Meisterschaft werden wir hier vielleicht auch noch mitreden können. Im DFB-Pokal sind wir leider schon rausgeflogen. Okay, Bellingham jetzt hier auf Adeyemi. Haaland kommt aber nicht an den Ball, aber der Ball ist noch heiß. Jetzt kommt der Ball zu Haaland, der jetzt hier vorbei schießt. Okay, auch mit dem 99er Haaland klappt hier nicht alles. Okay, Haaland nimmt sich hier einfach mal den Ball, nimmt sich auch die Zeit. Okay, irgendwie wollen wir was mit der 99er Gesamtstärke beweisen. Wir dürfen es nicht zu schön machen. Wir wollen es erstmal hier ins Finale. Beziehungsweise erstmal ins Viertelfinale. Jetzt sammeln wir hier schon mal das erste Tor in der K.O.-Phase. Ganz ruhig bleiben. Wir haben noch nichts erreicht, außer eben die 99er Gesamtstärke, die aber natürlich ohne einen Titel nicht so viel Wert hat. Okay, komm schon, es muss mal wieder was passieren. Adeyemi jetzt hier mit dem Schuss und mit dem Tor zum 2:0. Es sieht also hier schon mal sehr gut aus mit dem Viertelfinale. Aber es ist natürlich noch nichts entschieden, denn die Defensive können wir ja nicht selber steuern. Und auch Süle hat uns hier einfach mal verlassen in der Wintertransferphase. Kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Okay, Juventus echt nicht mit vielen Aktionen einmal, glaube ich, ins Abseits gelaufen. Und auch diese Situation wird wieder nicht erfolgreich. Vielleicht können wir hier sogar noch den Champions League-Rekord brechen. Gehen wir hier direkt rein ins Rückspiel. Wir wollen natürlich jetzt hier einfach mal durchlaufen. Diesmal kommen wir auch einfach durch. Ja, wir spielen einfach nicht ab. Wir wollen den selber hier machen. Und wir machen auch direkt das 1:0. Und es macht auch einfach extrem viel Spaß. Ja, vor ein paar Stunden saß ich noch hier und da hätte ich mir sowas nicht erträumen lassen können, so locker da durchzugehen und den so locker abzuschließen. Jetzt Juventus Turin aber mit dem Angriff. Aber was machen die denn da? Wir sind hier auf Legende unterwegs und die kriegen die Bälle irgendwie nicht vernünftig gespielt. So, 99 Aggression auch mal ausgetestet. Oh, Pogba jetzt hier nochmal mit einem Schuss. Und wir jetzt auch mit der gelben Karte. Okay, wir sollten uns wirklich noch nicht zu sicher sein. Juventus auch hier mit dem Angriff und auch mit dem Anschlusstreffer. Damit geht's auch hier in die Halbzeit. Okay, was machen die da gerade bitte in der Verteidigung? Nächster Schuss hier. Und direkt wieder der nächste Schuss und der sitzt diesmal auch von Vlahovic. Ja, und damit ist es natürlich jetzt hier wieder richtig spannend. Einen Treffer haben wir noch Vorsprung. Wir wollen aber natürlich hier direkt für den zweiten Treffer sorgen und das machen wir auch direkt mit Haaland. Wir hatten kurz mal Bock, wieder einen Treffer zu machen. Und jetzt ist das Spiel hier vorbei. Willkommen ins Viertelfinale. Der Gegner ist einfach mal die Mannschaft, die momentan noch vor uns in der Bundesliga ist. Es gibt also hier das Duell Dortmund mit dem 99er Haaland gegen Leipzig. Und hier haben wir direkt die erste Aktion von Haaland. Das muss das 1:0 sein. Das ist das 1:0. Tschüss.
Oh, falsche Folge. Oh, was ist das denn jetzt hier? Okay, das Ganze sieht jetzt hier sehr kurios aus und ja, normalerweise auch eine rote Karte hier. Und jetzt Leipzig mit der großen Chance. Timo Werner macht den Ball rein. Die nächste Aktion, Ball kommt auf Haaland, der hier auch direkt mit dem Tor zum 2:1, die erneute Führung. So spielt ein 99er, man muss nicht mehr alles perfekt hinbekommen. Er macht den Ball hier trotzdem rein. So, Adeyemi, der soll uns den Ball aber natürlich wieder zurückspielen. Haaland bekommt hier wieder den Ball. Haaland, auch wieder mit dem Tor, das 3:1. Oh mein Gott, was war das denn bitte? Das war eine knappe Nummer, fast so wie im anderen Spiel. Okay, die letzte Szene jetzt hier nochmal für Leipzig, die im Strafraum sind und die zum Glück jetzt hier nicht das Tor machen, aber die Ecke wird noch ausgeführt. Jetzt wird das ganze Ding aber geklärt, wir gewinnen das Hinspiel 3:1. Auch in dieser Nacht wird nicht alleine geschlafen. Für alle, die das nicht verstehen, immer wenn er einen Dreierpack macht, dann schläft er mit dem Ball. Und es startet überhaupt nicht gut, Leipzig hier mit einem sehr gefährlichen Schuss von Werner. Komm, wir müssen das ganze Ding doch jetzt hier nicht extra spannend machen. Oh nein, oh Gott, das war knapp. Und Leipzig jetzt hier mit dem Pfostentreffer. Leimers Schuss geht hier aber zum Glück nicht rein. Es wird aber immer, immer knapper. Wir müssen unbedingt jetzt ein Tor schießen. Denn auch die Verteidigung dürfen wir uns nicht verlassen. Direkt die nächste Strafraumaktion. Ich versuche es irgendwie so ein bisschen selber zu übernehmen. Wir haben ja alle Werte auf 99, aber das bringt hier erstmal nichts. Hoffentlich wird die zweite Hälfte besser, sonst müssen wir vielleicht noch in eine Verlängerung. Aber wir wollen das Ganze natürlich mit Haaland hier verhindern. Aber einfach ein bisschen zu zentral. Okay, nächste Aktion. Haaland jetzt hier nicht mit dem Treffer. Okay, Hummels halt gefühlt 2 Tempo. Wir müssen da nachhelfen. Aber vor allem müssen wir natürlich jetzt hier vorne am Start sein. Oh, Haaland, das sieht sehr gut aus. Und jetzt muss der Treffer kommen. Und jetzt kommt der Treffer zum 1:0. Das sollte die Entscheidung sein. Tor Nummer 14. Wir brauchen jetzt nur noch 3 Tore, um den Rekord einzustellen. Vielleicht schaffen wir sogar den Rekord aus der Spielerkarriere zu übertreffen. Und jetzt ist das Spiel auch vorbei. Willkommen hier ins Halbfinale. Sehen davor aber noch, dass wir Leipzig in der Liga noch nicht überholt haben. Das wird noch eine ganz enge Kiste. Da gibt es aber noch das direkte Duell. Jetzt aber natürlich erstmal das Halbfinale gegen Milan. Und hier soll Haaland natürlich auch wieder treffen. Okay, direkte erste Aktion. Hier die Vorlage vielleicht auf Adeyemi. Nein, der am Tor vorbei. Ja, Haaland, der könnte doch hier einfach mal durchlaufen. Oder läuft vielleicht jemand anderes durch? Ja, Brandt läuft hier durch. Komm, wir wollen den Ball aber wieder zurückhaben und jetzt hier abschließen. Okay, die erste Halbzeit, ja, sehr enttäuschend. Hoffentlich wird es in der zweiten Halbzeit besser. Ja, nach besser sieht das momentan aber nicht aus. Milan direkt wieder mit der nächsten Aktion. Aber auch wieder nicht mit dem Tor. Jetzt wollte ich hinten so ein bisschen helfen. Jetzt fehle ich natürlich vorne. Aber ich kann natürlich das Tempo hier ausnutzen. Das muss das 1:0 sein durch Erling Haaland. Und das ist nicht das 1:0. Das ist der Pfosten. Okay, und das ist auch erstmal direkt das Foul. Okay, wir haben zwar 99 Freistoß, dürfen aber selber nicht entscheiden, ob wir den ausführen. Aber wenn es ein Tor gewesen wäre, wäre es natürlich auch komplett egal gewesen. Leider jetzt durch die Ecke, die verlängert wird. Okay, 70 Minuten gespielt, noch nicht so wirklich viel von Haaland zu sehen. So, vielleicht ja durch diese Aktion mit Marco Reus im Zusammenspiel oder einfach mal die Vorlage. Wir passen den Ball auf Bellingham, der Ball ist im Tor. Das 1:0 für Dortmund. Ja, wenn es irgendwie mit dem Treffer noch nicht sein soll, dann machen wir es hier einfach mal mit dem Pass. Oh, Milan jetzt aber noch mit der Aktion durch Ibrahimovic. Es geht also mit dem 1:0 hier ins Rückspiel. So, Haaland hat 14 Tore, 3 Stück braucht er noch, um den Rekord einzustellen. Und wenn wir gewinnen, dann gibt es danach natürlich auch nur noch ein Spiel. Und jetzt Milan mit dem Angriff. Taremi spielt nicht rüber und schießt den Ball jetzt hier. Nicht gut genug Kurbel, kann also hier zur Ecke abwehren. Okay, der nächste Konter jetzt hier über Haaland natürlich. Wir gehen hier einfach mal nach innen. Das sieht sehr gut aus. Komm, ich schließe einfach mal ab mit dem 99er Abschluss und das ist das 1:0. Ein bisschen still in der Zwischenzeit geworden, aber jetzt haben wir nochmal einen richtigen Knaller hier rausgeholt. Und damit brauchen wir jetzt nur noch 2 Tore, um den Rekord einzustellen. Aber erstmal gucken wir wieder auf Milan mit dem nächsten Schuss. Die nächste Aktion. Haaland muss im eigenen Strafraum loslaufen, aber jetzt ist er hier frei vom Tor, wenn er seine Geschwindigkeit ausnutzt. Das muss die Entscheidung sein. Das ist die Entscheidung. Das 2:0. Boom, Junge. Dieses Format macht einfach nur Spaß. Also bis auf den Anfang, wo man mit einer 1er Gesamtstärke spielt. Aber wenn man dann natürlich so am Ende am Start ist und euer Feedback dann sogar noch mehr rasiert als Haaland hier, dann ist das Ganze einfach ein perfektes Format. Und hier direkt die nächste Aktion und vielleicht das nächste Tor von Haaland. Nein, nicht das nächste Tor. Und jetzt ist die Partie vorbei. Haaland schießt Dortmund ins Champions League Finale. Und im Champions League Finale wartet der nächste Mailänder Club mit Inter. Leider hat Dortmund aber hier die Meisterschaft verpasst. Gladbach gewinnt den Pokal. Hier nochmal kurz die Statistiken von Haaland. 32 Tore, 10 Vorlagen. Und im Champions League Finale sollen da natürlich noch welche dazukommen. Okay, rein geht's hier ins Finale. Hier könnte es zur ersten Aktion von Haaland kommen. Wir spielen, glaube ich, einfach mal die Vorlage. Der Ball kommt wieder zurück. Wir machen den Treffer aber nicht. Ja, das hätte der perfekte Start sein können, sein müssen fast schon. Aber kein Problem. Es gibt natürlich noch den Eckball und der geht hier rein. Der ist sehr lange in der Luft.
Kein Plan, was wir gerade im Tor noch suchen, aber wir machen hier das 1:0. So sieht 99 Kopfball aus und so sieht jemand aus, der zum falschen Team gewechselt ist. Süle. Und damit hat er den Rekord, das war das 17. Tor. Oh, Inter aber jetzt hier fast mit dem Ausgleichstreffer. Und auch Lukaku legt hier direkt nochmal nach. Oh, was ist das denn? Nein! Der Fehlpass des Jahrhunderts, Lautaro Martinez mit dem Ausgleich. Ich dachte, der Ball war im Aus, aber Guerrero hier einfach mit einem Horrorpass. Der war am Anfang sogar als Choreo hier aufgestellt und dann macht er sowas einfach. Die Abwehraktion können wir, wie gesagt, nicht selbst kontrollieren. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Şalhanoğlu, aber mit dem... Ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Er macht nicht das Tor. Auf der anderen Seite sind wir jetzt hier mit Haaland unterwegs, müssen es selber machen, müssen jetzt hier den Abschluss suchen, aber schießen den Verteidiger hier an. Aber es geht direkt weiter. Haaland mit dem nächsten Schuss und der sitzt auch. So, 18. Tor. Fehlt nur noch ein Tor, bis wir dann auch die Spielerkarriere ausgeglichen haben. Und Lukaku jetzt mit dem schnellen Ausgleichstreffer nach der Halbzeit. Ach komm schon, wir machen zweimal den Treffer und dann kommt direkt zweimal der Ausgleich. Oh nein, und Inter jetzt hier schon wieder im Strafraum und mit dem 3:2. Was macht die Abwehr bitte? Oh nein, und direkt die nächste Aktion, Lautaro Martinez. Aber Kobel ist zum Glück noch da. Die Mannschaft fällt hier gerade komplett auseinander. Einzige Hoffnung natürlich jetzt noch der 99er Haaland. Der Ball kommt aber hier nochmal zu Lautaro. Der Ball ist immer noch nicht geklärt. Okay, Haaland sucht jetzt hier den nächsten Spieler, den er anspielen kann. Das ist Bellingham. Jetzt hier einfach mal auf Marco Reus, der abschließt. Okay, komm schon, Jungs, spielt mich an. So, jetzt werde ich angespielt. Mit dem Ball hier auf Adeyemi. Der auf Emre Can. Komm schon, Marco Reus, mach ihn rein oder spiel zu mir. Er spielt zu mir und Haaland mit dem dritten Treffer. Dreierpack im Champions League Finale. Und vor allem natürlich noch viel wichtiger, der Ausgleich. Und damit haben wir jetzt auch den Rekord aus der Spielerkarriere eingestellt. Aber das bringt natürlich nichts, wenn wir jetzt hier noch das Finale verlieren. Juventus Turin wieder mit dem Angriff. Juventus, was laber ich? Inter natürlich. Bin noch im Achtelfinale. Wir haben einfach drei italienische Teams gehabt. Da kann man auch noch ein bisschen durcheinander kommen. Und jetzt die letzte Aktion und Inter Mailand mit dem Treffer. Was passiert hier gerade? Das Champions League Finale wurde hier in der letzten Sekunde verloren. Obwohl wir einfach einen Dreierpack gemacht haben. Trotzdem eine krasse Folge. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann wird euch auch das nächste Video gefallen. Also, bis gleich. Neymar startet heute mit einer 1er Gesamtstrecke in die WM 2026, bekommt aber für jedes Tor, jede Vorlage und jeden Sieg zufällige Werte auf 99 geupgradet. Schafft er es heute auf die 99er Gesamtstrecke und wird er die WM gewinnen oder wird er scheitern? Und jetzt sehen wir hier die erste Szene von Neymar, direkt mal zwei Spieler hops genommen. Der dritte Spieler nimmt hier aber keine Rücksicht auf Größe und Gesamtstärke. Ja, das wird heute ein sehr harter Tag für Neymar. Aus den ersten Aktionen wird hier natürlich nichts. Okay, Neymar kann hier einfach mal durchlaufen, das sieht doch gut aus, aber es dauert einfach alles hier zu lange. Und die Kameraleute, die haben auch gar keinen Bock, sich hier irgendwie zu bücken oder sowas in die Richtung. Die fotografieren also momentan nur seine Haare. Sehen aber gut aus, oder? Sagt ehrlich. Ey, ich will keine Nudelsprüche mehr hören, wir sind nicht mehr blond. Okay, nächste Aktion von Neymar und wir werden jetzt hier einfach mal gefoult. Das ist bis jetzt unsere beste Aktion. Okay, komm schon, Vinicius, mach den Ball jetzt hier einfach mal rein. Ja, so hätte ich den aber auch schießen können. Okay, nächster Pass kommt durch. Neymar hier auch mit dem Pass weiter. Oh, das sieht hier richtig gut aus. Wir sabotieren hier das Spiel momentan noch nicht. Erster Schuss, was war das denn? Okay, Energie ist jetzt nicht mehr ganz so da, aber den nächsten Angriff müssen wir natürlich hier mitnehmen. Aber ich glaube, der Verteidiger, der hat uns mitgenommen und zwar in seiner Hosentasche. Okay, wir gucken einfach mal auf diese Situation. Größte Chance jetzt hier für Neymar. Wir müssen den Ball hier vorbeilegen. Komm schon, da muss nochmal einer durchlaufen. Ja, komm, wir spielen den Ball lieber hier rüber. Komm, vielleicht mit einem Doppelpass, Neymar, mit dem Schuss. Neymar, nochmal mit dem Schuss. Es ist so kläglich. Und jetzt Island auf der anderen Seite mit dem Angriff. Es wäre natürlich das Schlimmste, wenn die jetzt hier treffen. Kurz vor Schluss, die Teamkollegen haben sich natürlich gedacht, warum hat seine Schwester heute nicht Geburtstag? Aber gut, da müssen sie jetzt hier einfach mal durch und das war die letzte Chance auf ein Tor. Das erste Spiel geht hier 0:0 aus. Zum Start dürfen wir also keinen einzigen Wert upgraden. Und das zweite Gruppenspiel gegen Wales wird jetzt mal richtig wichtig, denn wenn wir das verlieren, dann sind wir so gut wie raus. Nächster Gegner wäre Belgien. Okay, Neymar ist hier am Ball, spielt den Ball auch einfach mal durch. Komm schon, Martinelli, macht den Ball rein, er macht den Ball rein. Nicht mal 10 Minuten gespielt und wir haben hier einfach die Vorlage im zweiten Spiel. Ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Vor allem, weil wir die Vorlage gemacht haben. Das heißt, in der Gruppenphase 4 Upgrades und wir sehen direkt zum Start die Schusskraft. Und damit machen wir auch direkt die erste Gesamtstärke dazu. Mal schauen, was als nächstes dazu kommt. Welchen Wert wir hier auf 99 upgraden können. Nicht die Sprintgeschwindigkeit, aber die Reaktion. Gesamtstärke geht hoch auf eine 9. Und jetzt holen wir uns hier das vorletzte Upgrade für die Vorlage. Wir gucken direkt mal drauf. Nicht die Fernschüsse. Ja, es wird die Balance. Gesamtstärke bleibt gleich, aber ein letztes Upgrade haben wir hier natürlich noch. Und das ist der Effekt. Auch da tut sich wieder nichts mit der Gesamtstärke. Oh nein, und jetzt Wales hier mit dem Angriff.
nicht. Zum Glück ist Ederson aber da. Und Wales direkt mit dem nächsten Angriff. Ederson zum dritten Mal. Warum wird der Ball da bitte per Kopf auf uns gespielt? Den haben wir nicht angefordert. Ederson, das soll doch ein Witz sein, oder? Okay, Neymar, jetzt mit der nächsten Aktion. Okay, da werden wir auch direkt mal gefoult. Gibt die gelbe Karte. Das ist jetzt aber wirklich asozial, da so reinzugehen. Ich meine, das könnte sein Sohn sein. Okay, ich stelle mich mal neben den Schiedsrichter, damit er mich so ein bisschen beschützen kann. Obwohl, wir haben ja noch das alte Image. Das hilft ja nicht. Okay, komm, ich gehe einfach nach vorne. Das bringt ja sowieso nichts. Okay, jetzt muss Neymar was Gutes machen. Die Situation müssen wir hier ausnutzen. Zum Beispiel so. Okay, da muss jetzt ein Tor fallen. Da muss jetzt einfach ein Tor fallen. Vinicius aber nicht mit dem Tor. 3 Punkte müssen hierher. Wir wollen endlich für einen Dreier sorgen. Aber das Ganze hier diesmal sportlich. Wir gucken auf die nächste Aktion. Martinelli mit dem Lattentreffer. Aber die letzten 5 Minuten laufen. Es sieht gut aus. Neymar nochmal mit der Aktion. Wir laufen durch. Komm schon, wir versuchen es einfach selber. Sogar der Keeper kann den nicht halten. Also nicht direkt halten. Und das ist die nächste Aktion. Wieder nicht das Tor. Okay, Neymar. Nächste Aktion. Nächster Pass jetzt hier. Komm schon, mach ihn direkt rein. Und Neymar bekommt den Ball hier im Strafraum. Der muss jetzt nur noch reingeschossen werden. Neymar, Sido, Ablagito, Shakalakadito. Neymar mit dem Tor. Ich habe gerade gegoogelt, was unglaublich heißt. Und das heißt inkreditabel oder wie auch immer. Vamos. Neymar mit einem ganz, ganz wichtigen Schritt hier zum WM-Titel. Weil wir durch dieses Tor natürlich jetzt ordentlich Upgrades bekommen. Bevor wir jetzt aber die Werte upgraden, machen wir Neymar ein bisschen größer. Und jetzt drehen wir mit den Werten hier komplett durch. 6 Mal für die Vorlage bzw. für das Tor natürlich. Vorlage haben wir ja schon gemacht. Wir starten rein mit lange Pässe. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Die 10er Gesamtdecke werden wir hier gleich erreichen. Hoffentlich mit dem nächsten Wert. Mit der Beweglichkeit sollte das der Fall sein. Ja, damit gehen wir nämlich auf eine 12er Gesamtstärke. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind 3. Gucken wir auf den nächsten Wert. Ja, schwacher Fuß, 5 Sterne. Für das Tor haben wir dann natürlich jetzt noch ein letztes Upgrade. Wir gucken direkt mal drauf. Ja, die Flanken oder die Ballkontrolle. Es bleibt bei den Flanken. Damit gehen wir hoch auf eine 21er Gesamtstärke. Und wir haben ja nicht nur das Tor in der 90. Minute gemacht, sondern damit natürlich auch den Sieg eingetütet. Und dafür gibt es jetzt auch nochmal 2 Upgrades. Später wird es noch weniger, wenn wir dann in der K.O.-Phase sind. Jetzt sehen wir aber erstmal, dass die Volleys hier auf 99 gehen. Gesamtstärke verändert sich nicht. Hoffentlich bekommen wir aber jetzt nochmal, was wir so richtig aktiv sehen. Sowas wie zum Beispiel Fernschüsse. Stattdessen wird es aber das Stellungsspiel. Und damit haben wir jetzt die 29er Gesamtstärke und damit starten wir auch direkt ins nächste Spiel rein. Okay, Neymar jetzt mit dem Ball, das ist doch sehr gut. Komm schon, der muss rüberkommen. Vinicius mit dem 1:0. Aber wir müssen am besten selber nochmal jubeln und ein Tor machen, denn das ist jetzt das letzte Spiel, wo es dann die 6 Punkte zum Beispiel für ein Tor gibt. Danach wird das Ganze hier einfach mal halbiert in der K.O.-Phase. Gegen Belgien müssen wir also nochmal richtig loslegen. Ich meine, wir haben die 29er Gesamtstärke. Das sollte den Belgiern doch ziemlich Angst machen. Ja gut, das wird es denen wahrscheinlich eher nicht. Lukaku mit dem Schuss. Okay, warum muss Neymar denn da zum Kopfball gehen? Okay, wir haben doch lange Pässe, aber irgendwie bietet sich keiner so richtig an. Okay, ja, da ist der Ballgewinn. Jetzt hier einfach mal der Pass. Okay, den Pass verstehe ich jetzt hier gerade nicht. Und ich habe eine 29er Gesamtstärke. Denk mal drüber nach, Kollege. Okay, ja, das sieht wieder sehr gut aus. Neymar spielt den Ball aber diesmal rüber auf Vinicius und der mit dem 2:0. Und diesmal machen wir auch die Vorlage. Was für einen Lauf haben wir denn hier gerade, bitte? Und durch die Vorlage dürfen wir jetzt hier 4 Werte upgraden. Nochmal wichtig jetzt hier im letzten Spiel. Und auch die Ausdauer ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn sich die Gesamtstärke nicht verändert, in-game ist das natürlich was ganz anderes. Jetzt bekommen wir nicht den Abschluss oder die Fanschüsse, sondern die Grätsche. Okay, 2 Mal keine Gesamtstärke dazu bekommen. Jetzt könnten vielleicht mal alle guten Dinge 3 sein. Nein, werden sie erstmal nicht, obwohl doch. Es wird nicht die Aggressivität, sondern das Dribbling, was für Neymar natürlich extrem wichtig ist. Und auch die Gesamtstärke zeigt sich jetzt so richtig. Beschleunigung, Sprintgeschwindigkeit und Abschluss. Das sind die 3 wichtigen Sachen, die wir, denke ich, noch brauchen. Ja, Sprungkraft bringt auch bei dieser Größe einfach mal gar nichts. Wir haben zwar jetzt schon sehr viele Werte hier geupgradet, aber um das ganze Ding hier zu gewinnen, brauchen wir das auch. Und jetzt brauchen wir vor allem noch ein Tor. Kommt schon. Nein, die Sprintgeschwindigkeit haben wir nicht bekommen. Und daran wird es vielleicht auch scheitern. Ich wollte den Ball gerade reinziehen, beziehungsweise in die Mitte nehmen und dann vielleicht den Pass spielen, aber das hat leider nicht funktioniert. Ja, wir brauchen unbedingt das Tor. Denn ich sage es nochmal, danach werden die Upgrades hier einfach mal durch 2 geteilt. Die 3 wichtigsten Sachen fehlen uns natürlich noch. Die wollen wir noch hier in der Gruppenphase holen. Okay, Gabriel Jesus schickt uns einfach mal durch. Ja, andersrum wäre, glaube ich, besser gewesen. Okay, komm schon, es muss mal wieder was passieren, aber so meinte ich das jetzt hier nicht. Belgien
hier mit dem Anschlusstreffer. Ja, so ist das Ganze passiert. Was war das denn für einen Pass? Okay, es ist jetzt die 90. Minute. Wir werden jetzt hier unser Tor sehr wahrscheinlich nicht mehr machen. Mal gucken, was Belgien noch so macht. Belgien sorgt tatsächlich noch für den Ausgleich. Ja, Lukaku, du warst auch davor schon weiter. So extrem zu feiern brauchst du es nicht. Aber das Ganze war natürlich für uns extrem unnötig. Vor allem, weil das natürlich jetzt hier auch zwei Upgrades hier einfach mal kostet, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Und damit wird die K.O.-Phase jetzt so richtig schwierig. Und was ist das denn jetzt hier? Ein Tag Pause und da müssen wir jetzt direkt gegen Frankreich im Achtelfinale ran. Brasilien gegen Frankreich und das Ganze schon im Achtelfinale. Ein echter Kracher. Mbappé, der beste Spieler der Welt. Gegen Neymar, den momentan schlechtesten Spieler der Welt. Aber wir hoffen hier einfach mal auf ein Wunder. Zum Beispiel durch eine Vorlage. Das sieht sehr gut aus. Komm schon, Gabriel Jesus. Was für ein Start hier ins Spiel rein. Wir machen einfach direkt mal die Vorlage. Jetzt sind wir aber natürlich in der K.O.-Phase und das Ganze bedeutet nur zwei Upgrades. Hoffentlich ein wichtiges Nein. Stärke bringt uns jetzt nicht so wirklich was. Auch die Gesamtstärke verändert sich nicht schon wieder was. Da sind drei grüne Sachen nebeneinander, aber wir bekommen die Freistöße. Also jetzt haben wir langsam auch so richtig Pech. Nächsten zwei Upgrades hier gemacht und es fehlen uns trotzdem noch die drei wichtigsten Sachen. Vielleicht können wir aber trotzdem hier für eine gute Aktion sorgen. Komm schon, der muss jetzt hier sitzen. Und jetzt der Angriff über Mbappé. Frankreich kommt aber einfach nicht durch. Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass es jetzt hier so bleibt. Jetzt ist nämlich das Tor gefallen. Der Unentschieden, was laber ich? Der Ausgleichstreffer durch Tchouaméni. Jetzt gibt es aber einen Wechsel. Wir wechseln Rodrigo für die Seite jetzt hier ein, also für den Flügel, damit wir mit Neymar hier auf der ZOM-Position spielen können. Oh, das könnte jetzt aber hier ziemlich gefährlich werden. Komm schon, nein. Gehen wir direkt rein in die zweite Halbzeit. Gucken wir mal, was wir draus machen können. Vinicius immer noch am Ball. Jetzt müssen wir aus der Zone raus, wo wir hier quasi das Tor machen können, beziehungsweise schießen können. Wir gehen in die Zone, wo wir den Pass spielen. Es geht immer noch weiter. Wir sind jetzt hier am Ball. War das gerade ein Versuch für einen Elfmeter? Und Frankreich mit dem nächsten Angriff über Ousmane Dembélé auf der Seite. Okay, Neymar muss jetzt hier den freien Mann finden. Das ist jetzt eine gute Situation. Komm schon, Gabriel Jesus. Mann, der macht ihn schon wieder nicht rein. Ja, und hier sehen wir gerade, wie der neue Mann, die Nummer 99, hier den Führungstreffer macht und vielleicht unsere 99er Gesamtstärke verändert. Und jetzt ist Mbappé frei vor dem Tor. Ist das jetzt hier die Entscheidung? Ja, Mbappé schießt Frankreich hier weiter. Aber Neymar bekommt noch mal eine Chance im Jahr 2030. Die Gruppenphase war mal richtig knapp. Und da es nur einen Sieg gab, konnten wir auch nur einen Punkt hier quasi holen. Das ist aber einfach mal die Sprintgeschwindigkeit. Also ein Upgrade konnten wir uns hier holen. Neymar geht auf eine 51 hoch und er wird dabei auch ein bisschen größer. Ja, und zweiter Platz heißt wieder ein starker Gegner im Achtelfinale mit Italien. Aber das Viertelfinale könnte richtig interessant für uns werden. Und Italien würde jetzt hier die erste Chance bekommen, aber Ederson ist noch da. Verändert hier den frühen Führungstreffer für Italien. Okay, Vinicius auf Neymar. Das sieht gut aus. Komm schon. Der muss jetzt sitzen. Gabriel Jesus. Ja, er macht den Treffer. Wir bekommen die Vorlage noch dazu. Ich glaube, das Viertelfinale ruft hier gerade an, obwohl wir sollten uns da noch nicht zu früh freuen. Und eine Vorlage bedeutet natürlich auch zwei Upgrades hier. Wir gucken direkt mal auf das erste und wir sehen, es wird grün. Es sind die Fernschüsse. Ja gut, das ist jetzt das Schlechteste von den grünen Sachen, die noch übrig sind. Gesamtstärke geht hoch auf eine 55 und wir gucken direkt mal, ob die Gesamtstärke noch höher ansteigt und wir sehen, es werden die Elfmeter. Ja, vielleicht wird es ja sogar wichtig in diesem Spiel. Hoffentlich bekommen wir jetzt einen Elfmeter und auch die Chance hier auf Fernschüsse und hoffentlich schießt natürlich Italien jetzt keine Tore mehr. Italien jetzt aber mit dem Angriff und auch mit dem Ausgleichstreffer noch vor der Halbzeit. Und Italien direkt mit dem nächsten Angriff. Ederson kann zum Glück parieren. Komm schon, ich will noch zum richtig guten Teil kommen, wo alle Werte dann auf 99 sind. Das macht am meisten Spaß natürlich. Jetzt ist es hier komplett anstrengend. Jetzt müssen wir den Ball hier rüber spielen. Nein. Unser Problem ist nur, dass wir immer noch nicht so richtig gut spielen können. Jetzt aber vielleicht mit einem guten Pass. Ey, warum ist der Pass denn immer so lang? Na gut, ein paar Sachen haben wir schon geupgradet. Wir gucken direkt mal, ob wir hier noch was weiteres bekommen. Oh ja. Komm schon, Gabriel Jesus, setz dich durch, mach jetzt das Tor für Brasilien. Er spielt ihn rüber und der spielt ihn nochmal rüber. Und es wird nicht das zweite Tor von uns. Wir gehen jetzt hier in die letzten 20 Minuten rein. Italien jetzt hier frei vor dem Tor. Was macht die Abwehr? Und das ist nicht das Tor, denn Ederson verhindert das Ganze noch. Ich bin ehrlich, ich habe den schon drinnen gesehen. Italien lässt jetzt hier eine ganz, ganz große Chance liegen. Und damit bleibt natürlich unsere Chance jetzt Neymar hier auf der Seite durch. So, jetzt einfach die Sprintgeschwindigkeit ausnutzen. Jetzt kurze Pässe haben wir zwar noch nicht. Komm, ich muss es, glaube ich, versuche mit dem Schuss. Dass dieser Abschluss so spät kommt. Wie bitter ist das denn einfach? Wir hätten bestimmt schon 5 Tore oder so machen können. Stattdessen müssen wir jetzt einfach die Tore hier auflegen. Okay, der Ball kommt zu uns. Gabriel Jesus spielt ihn nicht zu uns. Nein, nicht zu uns. Komm, mach ihn rein. Er macht ihn rein. Ja, danke schön. Das 2:1. 10 Minuten hier vor Schluss. Zum Glück haben wir den Ball da auch nochmal rüber gespielt und zum Glück macht er ihn hier auch rein. Es gibt also direkt 2 weitere Upgrades für die Vorlage und wir gucken direkt mal, was wir bekommen. Nein, warum denn abfangen? Hoffentlich wird es jetzt hier beim nächsten
drehen ein bisschen besser und wir sehen, es wird besser, denn es werden die Kurzpässe. Und damit geht unsere Gesamtstärke auch ordentlich hoch auf eine 64. Aber das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei. Momentan sieht es aber eher so aus, als würden wir hier noch eine zweite Vorlage machen. Nein, wieso läufst du denn nicht durch? Was soll das denn? Komm schon, das muss das dritte sein. Jetzt hier die letzte Aktion von Italien. Geht es hier tatsächlich nochmal in die Verlängerung? Nein, wieso schießt er denn von da? Oh nein, was macht denn unsere Verteidiger da? Kein deutscher Satz, aber egal. Wir sind jetzt hier im Viertelfinale. Und für diesen Sieg gibt es natürlich auch nochmal ein Upgrade. Ganz so viele Sachen sind jetzt hier nicht mehr zur Auswahl. Komm schon, jetzt muss es grün werden. Ja, Kopfball ist aber auch wichtig, denn jetzt werden wir natürlich noch größer. So groß ist Neymar momentan, 1,80. Und jetzt sehen wir hier die neue Größe von Neymar, 1,90. So sieht das Ganze in-game aus. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, auch auf Kopfbälle zu gehen. Wir sind jetzt auch in der Sturmspitze vorne am Start. Aber die USA startet direkt mit einer gefährlichen Aktion ins Spiel rein. Okay, wir dürfen die auf keinen Fall unterschätzen. Neymar mit seiner Größe muss natürlich jetzt hier auch am Start sein beim Kopfball. Da war er an der falschen Stelle, wurde aber zum Glück nicht bestraft. Direkt der nächste Angriff von den USA. Nein, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Aber zum Glück war die letzte Aktion da nicht ganz so gut. Wir gucken direkt mal auf unsere nächste Aktion. Das sieht sehr gut aus. Martinelli jetzt hier. Okay, der Ball ist einfach irgendwie magnetisch verschwunden. Okay, jetzt hier die Kontersituation über Neymar. Ja, eigentlich müssen wir innen stehen, damit uns hier der Ball gepasst werden kann, beziehungsweise geflankt werden kann. Jetzt versuchen wir, den Ball reinzupassen. So, Neymar mit der nächsten Aktion. Wir kommen irgendwie durch. Fernschüsse haben wir doch so ein bisschen was am Start. Ja, funktioniert aber nicht so wirklich, muss man sagen. Sieht auch sehr komisch aus. Okay, die USA jetzt wieder sehr gefährlich vor dem Tor. Und das ist auch direkt das 1:0. Okay, wir dürfen doch jetzt hier nicht im Viertelfinale rausfliegen, nachdem wir uns hier eine zweite Chance gegeben haben und uns gegen Italien hier durchgesetzt haben. Aber da hat sich der Spieler auch einfach mal sehr gut durchgesetzt. Ja, bittere Sache. Wir müssen also diesen Rückstand erstmal hier aufholen. Und die USA machen direkt weiter, wo sie aufgehört haben. Aber nicht mit dem nächsten Tor, sondern mit dem nächsten Schuss. Neymar ist natürlich der schlechteste Mann hier auf dem Feld, hat aber einige Werte wie Abfang natürlich auf der 99 und läuft natürlich jetzt hier auch durch. Jetzt muss irgendwie der Pass gut reinkommen. Der Pass kommt aber nicht perfekt rein, auch der Abschluss nicht perfekt. Aber die Situation geht hier noch weiter. Und den Eckball, den werden wir natürlich jetzt hier nicht selber ausführen. Der muss natürlich jetzt hier zu uns kommen. Das sieht gut aus, aber der Keeper ist da. Oh, sehr guter Ballgewinn. Jetzt müssen wir uns hier irgendwie durchsetzen, beziehungsweise den Ball hier durchspielen. Auf Vinicius, komm schon, lauf durch. Mach ihn selber rein. Vinicius mit dem 1:1. Und das bedeutet für uns natürlich auch die Vorlage. Und eine Vorlage bedeutet natürlich wieder zwei Werte, die wir hier upgraden können. Ja, Ballkontrolle. Das bringt uns auch hier auf ein 77er Rating und auch in-game wird man das gleich hier merken. Und ich hoffe, das wird auch bei dem nächsten Wert hier soweit sein, beziehungsweise das werden wir merken, obwohl faire Zweikämpfe bringt uns jetzt nicht so sonderlich viel. Okay, was ist das für ein Pass? Ich dachte, der kommt an. Oh oh. Und das sieht jetzt überhaupt nicht gut aus, der Abschluss. Der zum Glück aber nicht gut genug ist. Oh, Vinicius. Auf Rodrigo. Wieder auf Vinicius. Komm schon, spiel mit dem Kopfball. Der muss jetzt hier rein. Nein, wieso denn nicht mit dem Kopf? Und ganz nebenbei, wie kann der Ball bitte gerade nicht reingehen? Okay, da sind wir jetzt einfach mal mit Neymar frei durch. Jetzt müssen wir den Ball irgendwie reinbekommen. Ich weiß nicht wie, aber wir versuchen es einfach mal. Nein, der geht nicht rein, Vinicius. Der geht auch nicht rein. Jetzt ist der Ball aber drinne. Das 2:1. Spiel gedreht. Sehr gute Sache. Dann gehen wir jetzt hier nochmal auf Außen. Die Sprintgeschwindigkeit ist jetzt hier am Start. Och nein, jetzt muss ich gleich wieder abschließen. Gar kein Bock. Komm schon, kann da nicht einer irgendwie mal durchlaufen oder so? Kann sich da nicht einer anbieten? Da bietet sich einer an. Komm schon. Der Ball geht hier nicht rein. Und jetzt hier die letzte Chance für die USA, noch was draus zu machen. Komm schon, den müsst ihr einfach vergeigen oder ins Abseits spielen. Die Partie ist aus, wir sind im Halbfinale. Und für den Sieg gibt es natürlich noch ein weiteres Upgrade. Komm schon, jetzt muss es einfach der Abschluss werden. Och, komm schon, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Abschluss und Antritt immer noch nicht am Start. Durch diesen Sieg wird Neymar natürlich wieder ein Stückchen größer. Deutschland ist jetzt hier der Gegner im Halbfinale. Ich tippe auf ein knackiges 7:1. Ach, warte mal. Ich bin ja heute Brasilien. Ja, oder auch einfach mal Argentinien. Keine Ahnung, was hier abgeht. Was ist das denn jetzt? Wir spielen tatsächlich mit Argentinien-Trikots. Ja, nach dem 7:1, da wollten wir mit unseren Trikots gegen Deutschland einfach nicht mehr auflaufen. Okay, wenn es irgendein anderes Nationaltrikot wäre, wäre es natürlich auch dumm. Aber ausgerechnet Argentinien und Deutschland auch direkt mit der Chance. Okay, Deutschland direkt mit der nächsten Chance. Irgendwie prallt er an die Latte oder an den Pfosten, was weiß ich. Och nein, jetzt müssen wir gleich wieder abschließen. Nein, jetzt müssen wir mit Neymar hier wieder den Abschluss suchen. Den kriegen wir aber irgendwie rein, Neymar.
Neymar macht das Tor. Das gibt es doch nicht. Ja, jetzt wird hier einfach mal im Argentinien-Trikot gefeiert. Es ist wirklich alles komplett komisch hier. Aber irgendwie haben wir tatsächlich den Ball hier ins Tor reinbekommen. Und damit dürfen wir jetzt natürlich 3 Werte upgraden. Wir gucken direkt mal. Ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. Wir starten direkt mal mit Aggressivität rein. Da werde ich auch direkt aggressiv. Aber gut, das Ganze ist jetzt weg. Wir haben keine defensiven Werte oder so. Es kann jetzt nur noch was Gutes geben. Und jetzt gibt es den Abschluss. Jetzt geht es, glaube ich, so richtig los. Gesamtstärke geht hoch auf eine 87. Mal gucken, ob wir jetzt noch auf die 90 kommen durch den nächsten Wert. Es wird hier einfach mal die Freistoßpräzision oder Ruhe. Ah, warte mal. Freistoß habe ich hier schon auf 99 im Programm. Ich weiß nicht, ob es am Glücksrad liegt. Also werde ich erstmal nichts mehr weiteres upgraden. Hoffentlich können wir aber noch Upgrades hier sammeln. Durch einen Sieg vor allem natürlich. Ja, Deutschland macht das erste Tor. Aber das war auch einfach richtig gut gemacht von Musiala, war es, glaube ich. Ja, damit steht es jetzt hier 1:1. Das 7:1 geht also noch. Ich hoffe, so weit kommt es aber nicht. Ich meine, wir haben ja heute auch extra die anderen Trikots angezogen. Nicht, dass Deutschland irgendwie ein gutes Gefühl mit den Trikots oder sowas hat. Direkt der nächste Angriff über Musiala. Meier hier mit dem nächsten Schuss. Okay, diese Kombi hätte uns hier fast 2 Tore hier eingeschenkt. So, Neymar jetzt hier über außen. Jetzt können wir hier durchlaufen. Jetzt spiele ich aber lieber mal den Pass. Rodrigo, jetzt hier mit dem Schuss. Ja, den hätte ich irgendwie vielleicht noch anfordern sollen. Okay, das sieht sehr gut aus. Neymar jetzt hier am Ball. Jetzt können wir den Ball hier rüberlegen. Das muss das 2:1 sein. Nein, was macht der Keeper denn da für eine Glanzparade? Okay, komm schon. Einfach den Eckball auf mich hier schlagen. Dann ist das hier kein Problem mehr. Der Kopf kommt sogar auf uns. Nein, wir verpassen hier das nächste Tor. Das gibt es nicht. Also näher dran kann man jetzt wirklich nicht mehr rankommen. Der nächste, der muss jetzt hier einfach sitzen. So, erstmal hier den Ball. Okay, der kommt auf Vinicius wieder mit dem Abschluss hier. Aber wieder ist der Keeper da. Okay, komm schon. Der Eckball. Das muss es jetzt hier sein. Der kommt aber nicht durch. Okay, nächste Aktion. Nicht das Foul. Wir spielen hier einfach mal weiter. Da kommt der Schuss. Aber auch dieser Schuss geht wieder nicht rein. Komm, wir brauchen die nächste Aktion. Da ist erstmal der nächste Pass. Rodrigo mit der Hacke. Komm schon, der muss jetzt hier auf uns kommen. Wir können uns natürlich hier durchsetzen. Neymar mit dem Pass auf Vinicius. Oh ja, der nächste Schuss. Okay, wir gehen jetzt schon in die letzten 10 Minuten rein. Und jetzt Deutschland im Strafraum kurz vor Schluss. Und die machen das 2:1. Okay, aber das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei. Mit den 99er Werten kann hier noch alles passieren. Komm schon, Neymar, den Ball müssen wir uns hier rüberlegen. 99, Abschluss, Elfmeter, ey. Schiedsrichter. Wir haben den WM-Pokal leider nicht geholt. Die 99er Gesamtstärke nicht erreicht. Aber egal, Deutschland ist Weltmeister. Wuhu. MOP startet heute als schlechtester Spieler der Welt, kriegt aber für jedes Tor, jede Vorlage und jeden Sieg zufällige Werte auf 99 geupgradet. Schafft er es auf die 99er Gesamtstärke und schafft er es heute die Champions League mit Paris zu gewinnen? Oder wird er wieder einmal scheitern? Und der Anfang könnte nicht schlimmer sein, denn Mini MOP mit einer 1er Gesamtstärke muss hier gegen den FC Bayern schon in der Gruppenphase ran. Aber egal, wir geben weiterhin alles mit MOP. Wir können jetzt hier durchlaufen. Okay, das ist jetzt die Chance hier zum 1:0. MOP jetzt hier mit dem Abschluss aus der Distanz. Das war wirklich der mickrigste Torabschluss, den ich jemals hatte. Okay, nächste Aktion von Mbappé. Das könnte doch einfach mal eine Vorlage sein, aber daraus wird nichts, denn der Licht spielt hier das Foul. Wir wollen unbedingt hier die Scorer-Punkte sammeln und ja, das können wir erstmal noch nicht. Oh mein Gott, der Ball kommt irgendwie zu Mbappé, aber Neuer hält den. Okay, Mbappé ist frei, Messi. Ey, glaub mir nicht, mein Job, den hier so kläglich am Tor vorbeizuschießen. Und Bayern München jetzt über Leroy Sané. Und da haben wir sehr viel Glück, dass wir jetzt hier nicht in Rückstand gehen. Hier direkt die nächste. Wir wissen, wir können da nicht selber durchlaufen. Wir haben zu wenig Tempo. Vielleicht aber jetzt hier in dieser Situation. Der Ball kommt durch. Mbappé mit dem Schuss. Neuer hat den Ball. Aber Neymar kommt nochmal an den Schuss. Aber auch der geht nicht rein. Guckt euch das Ganze an. Ich würde sagen, die Karriere von Lucas Hernandez kopfballmäßig ist hier beendet. Oh nein. Jetzt nochmal in der Nachspielzeit der FC Bayern München mit Goretzka. Aber auch das wird geklärt. Wir gehen also tatsächlich mit einem 0:0 hier raus. Kein Upgrade-Punkt. Guter Pass auf Messi. Der könnte vielleicht auch einfach mal durchlaufen. Dann hätten wir nämlich eine Vorlage. Der spielt den aber nochmal rüber. Wir machen nicht den Schuss oder haben den Schuss gemacht. Das wäre fast eine Vorlage gewesen. Wie genial wäre das bitte? Nächste Aktion. Neymar und Messi. Und jetzt muss das Tor fallen. Nein. Wir kriegen den Ball hier nicht ins Tor rein. Okay, davon dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Direkt die nächste Aktion hier mit Messi. Wir dürfen eigentlich nicht in den Abschluss kommen, sondern müssen lieber hier die Vorlage machen. Oh, jetzt Mbappé hier wieder durch. Da ist doch jemand durchgelaufen. Nein, Mbappé spielt den Ball doch nicht nochmal. Aber Messi macht das Tor. Leider keine Upgrade-Punkte erstmal für uns bis zum Ende des Spiels. Und es geht weiter. Direkt die nächste Aktion auf Lionel Messi. Komm schon, jetzt mach den Ball rein. Und er macht ihn rein. Das ist die erste Vorlage für Mbappé. Ja, und der erste Wert, der bringt uns hier einfach mal auf eine 13er Gesamtstärke. Und wir schauen direkt auf das zweite, was wir an Upgrade bekommen. Und wir bekommen hier einfach mal die Ausdauer. Und Mbappé direkt mit der nächsten Aktion. Der ist jetzt richtig heiß. Okay, komm, ich glaube, wir müssen es versuchen, oder nicht? Wir machen lieber die Vorlage. Komm schon, der Ball geht rein. Fabian Ruiz,
direkt der nächste Treffer. Wir dürfen direkt wieder zurück ans Glücksrad und uns die nächsten zwei Sachen jetzt hier angucken. Das ist einmal das Dribbling. Und damit erreichen wir die 20er Gesamtstärke. Also wieder ein sehr großer Sprung. Mal gucken, ob wir wieder einen großen Sprung sehen. Und den könnten wir, ja, sehen wir nicht, aber schwacher Fuß. Und jetzt gibt es hier den Freistoß. Ja gut, aber den kann ich wirklich bei allem Willen nicht mit Mbappé machen. Ich versuche einfach hier den Pass zu spielen und hoffe, dass Neymar den Ball dann direkt mal ins Tor reinhaut. Aber macht er leider nicht. Momentan läuft es so gut, das wollen wir jetzt hier nicht mit so einer Aktion dann kaputt machen. Ja, auch es geht hier gut weiter, Mbappé. Jetzt müssen wir es versuchen. Neymar jetzt auf Mbappé und jetzt müssen wir hier durchlaufen. Ja gut, der Verteidiger spielt sogar faul. Okay, Mbappé hält den Ball mit den Daumen. Okay, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich versuche es einfach mal mit Mbappé. Ein bisschen mehr Kraft brauchen wir, denke ich, mit ihm. Der kommt sogar aufs Tor. Ach komm schon, Keeper, den hättest du mir echt gönnen können. Okay, Mbappé kommt an den Ball. Ja gut, die Ballannahme haben wir da direkt gespürt. Oh, jetzt kommt der Ball zu Mbappé. Komm schon, nein. Und jetzt könnte der Ball hier zu Mbappé kommen. Ja, Mbappé mit der Chance. Nein, der Ball geht nicht rein. Immer noch nicht der Treffer. Jetzt aber Mbappé wieder mit dem Schuss. Immer noch nicht geht er rein. Okay, die Partie ist vorbei. Leider haben wir kein Tor mehr geschossen. Und für den Sieg gibt es natürlich auch nochmal ein Upgrade. Das wollen wir uns natürlich direkt nochmal angucken. Und wir sehen, es werden die Volleys. Auch das könnte sehr interessant sein. Hier also das erste große Upgrade. Wir haben aber noch sehr viel zu tun. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Mal schauen, ob wir in diesem Spiel auch so überzeugen können. Allererste Aktion, ja, geht erstmal ins Nichts, aber wir bleiben im Ballbesitz. Komm schon, Neymar, spiel den Ball irgendwie durch. Mbappé jetzt hier mit der Vorlage auf Messi. Messi, mach den Ball hier rein. Was für ein Start. Vierte Minute. Direkt die Vorlage. Und damit wir natürlich irgendwann dann auch selber die Tore machen können, wollen wir natürlich sowas wie Abschluss zum Beispiel haben. Das gibt es nicht. Ich glaube, wir hatten noch nie in einer Folge so früh den Abschluss. Und natürlich, wir sind ein Stürmer. Bei der Gesamtstärke tut sich jetzt hier einiges. Wir gehen hoch auf eine 39. Jetzt wird es natürlich noch besser. Jetzt können wir auch noch lange Pässe spielen. Ja, genau, da ändert sich nichts mehr dran. Auch bei der Gesamtstärke ändert sich nichts mehr. Benfica aber mit der direkten Antwort, mit dem Ausgleich. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass wir jetzt hier alles auseinandernehmen können. Aber in dieser Hoffnung ist der Benfica-Spieler sowas von reingegrätscht. Ja, guckt euch das an. Der hat so viel Zeit, den Ball da wegzugrätschen. Oh, jetzt hier vielleicht die Chance. Wir lassen erstmal Messi durchlaufen. Jetzt kann er uns den Ball aber hier durchstecken. Nein, der kommt nicht an. Komm, der Ball muss zu Mbappé. Der kommt immer noch nicht durch. Hier wartet ein 99er Abschluss. Mbappé macht jetzt auch das Tor. Okay, sah nicht so 99er mäßig aus. Ist aber ganz egal. Okay, wir dürfen jetzt drei Sachen upgraden. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch die Sprintgeschwindigkeit, den Antritt. Ja, abfangen ist natürlich nicht so gut. Aber zum Glück dürfen wir noch zweimal hier drehen. Da muss jetzt nochmal was richtig Gutes kommen. Ach komm schon, jetzt mache ich den Tor und kriege erstmal zwei schlechte Sachen, oder wie? Was ist das denn für eine Belohnung hier? Jetzt muss aber nochmal was richtig Gutes kommen. Sowas wie Fernschüsse oder eben der Antritt, ja, oder die Kurzpässe. Die nehmen wir auch noch gerne mit, denn damit gehen wir hoch auf eine 44er Gesamtstärke. Und wird Benfica direkt wieder eine Antwort haben? Erstmal noch nicht. Oh nein, und Benfica jetzt hier nochmal vor der Halbzeit. Aber Donnarumma rettet uns. Okay, Messi mit dem Pass auf Mbappé, der muss irgendwie durchkommen. Was macht der Verteidiger denn da? Und Mbappé jetzt mit dem Schuss. Nein, der geht nicht ins Tor. Okay, hier haben wir einfach ein bisschen zu lange gewartet und dann haben wir auch so ein bisschen Pech, dass der Ball jetzt hier ans Knie vom Keeper geht. Okay, Donnarumma spielt den Ball einfach mal unaufgefordert zu Mbappé hoch. Weiß jetzt nicht, was das hier soll und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob er noch eine gute Aktion hat. Nein! Denn jetzt fällt hier der Ausgleich für Benfica. Okay, eine Situation wird es hier vielleicht noch für Mbappé geben. Der wird fast abgegrätscht. Das dauert alles zu lange. Aber jetzt hier vielleicht der Ball von Nuno Mendes. Der kommt hier durch. Mbappé mit dem Ball. Wir nehmen den Powershot. Damit wir irgendwie zumindest so ein bisschen Härte drin haben. Und ja, der Schiedsrichter lässt uns hier nicht mehr durchlaufen. Das war die letzte Aktion. Ja, Größe haben wir zwar noch nicht angepasst, aber jetzt erstmal voller Fokus hier auf das Rückspiel gegen Benfica. Hauptsache, wir werden hier in diesem Spiel ein ganz großer, was die Statistiken anbelangt. Das könnte jetzt eine Vorlage werden. Messi mit dem Tor, wieder der perfekte Start. Wieder vierte Minute. Und wir sammeln natürlich die nächste Vorlage. Zwei Sachen dürfen wir upgraden. Gucken wir mal direkt drauf, welche es werden. Es werden die Skill Moves. Die sollte man mit der Gesamtstärke lieber noch nicht einsetzen. Aber es gibt natürlich noch eine zweite Sache. Mal gucken, welche das sein wird. Und das wird die Freistoßpräzision. Ja, keine Veränderung bei der Gesamtstärke. Okay, wir wollen doch nicht schon wieder eine direkte Antwort bekommen. Hier doppelt sich einfach mal das Spiel. Der Trainer denkt, er ist voll im falschen Film. Aber es gibt einen Unterschied. Benfica macht hier nicht den schnellen Ausgleichstreffer. Benfica aber direkt mit dem nächsten Angriff. Donnarumma ist da. Was war das gerade von dem Benfica-Spieler?
Aber Hauptsache erstmal, es fällt kein Tor. Der Ball, der muss uns hier perfekt serviert werden, wie hier zum Beispiel Messi. Nein, der geht an den Pfosten. Es hätte der perfekte Abschluss für die Halbzeit sein können. Aber stattdessen verpassen wir den Treffer ganz, ganz knapp. Okay, Messi lässt den Ball hier einfach mal richtig genial durch. Mbappé mit dem Schuss. Wir müssen unbedingt das zweite machen. Oh nein, was ist das denn jetzt? Draxler fast mit dem Ausgleich. Wir sehen übrigens auch jetzt eine rote Karte. Komm schon, wir wollen jetzt hier den Deckel drauf machen mit Mbappé. Wir müssen den Ball hier erstmal zurücknehmen. Wir haben vielleicht den kleinen Vorteil, also den Vorteil dadurch, dass wir so klein sind mit der Geschwindigkeit. Komm Messi, spiel den Ball. Mbappé macht die Entscheidung. Der 2:0 Treffer. Wir warten noch eine Sekunde ab, dann können wir nämlich direkt 4 Upgrades auf einmal machen. Okay, das Ganze hätte auch komplett in die andere Richtung laufen können. Aber jetzt wird es vor dem Duell gegen die Bayern nochmal ordentlich Upgrades regnen. Ja, die Sprintgeschwindigkeit leider nicht. Gesamtstärke verändert sich nicht. Gehen wir also direkt zum nächsten, wo sie sich hoffentlich verändert. Immer noch die Sprintgeschwindigkeit. Auch das bringt natürlich nichts. Jetzt brauchen wir nochmal, was wir so richtig sehen im Spiel. Und jetzt sehen wir, ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. Wir arbeiten gerade die defensiven Sachen alle ab. Aber wir haben natürlich keine Garantie, dass wir auch in den nächsten Spielen hier Upgrades sammeln. Gucken wir direkt auf das allerletzte Upgrade hier aus diesem Spiel. Und da sehen wir die Sprintgeschwindigkeit. Und jetzt sind wir nicht mal der schlechteste Spieler der Welt. Wir gehen hoch auf eine 49. Und diesmal wollen wir in dieser Partie auch Tore sehen. Und Mbappé ist jetzt natürlich auch größer geworden. Oh ja, jetzt aber der Ballgewinn. Direkt mal nach vorne gespielt. Am besten ein Doppelpass mit Fabian Ruiz. Den müssen wir rüberspielen und der Ball ist drinne. Jetzt kann hier getanzt werden. Die nächsten 2 Upgrade-Punkte, die wir natürlich einsammeln. Okay, jetzt brauchen wir unbedingt diese Schusskraft. Komm schon, die brauchen wir jetzt. Oder den Antritt. Eins der beiden Sachen. Ja, erstmal sehen wir Sprungkraft. Bringt aber zum Beispiel auch nichts, wenn man keinen Kopfball hat. So langsam geht das Ganze schon in die richtige Richtung. Und jetzt sehen wir, dass wir auch den Kopfball bekommen. Jetzt haben wir den Kopfball geupgradet und auch unsere Gesamtstärke auf eine 59. Bayern München aber jetzt hier mit dem Angriff. Donnarumma hält den Ball. Der Ball ist aber noch heiß. Jetzt wird er immer noch nicht geklärt. Jetzt aber. Oh mein Gott, und was ist das denn für ein Fehler? Ja, und was ist da bitte passiert? Was macht Donnarumma denn da bitte? Komplett kurioses Gegentor. Wir wollen doch sozusagen noch die Rache an Bayern nehmen. Aber gut, noch ist das Spiel natürlich nicht entschieden. Jetzt haben wir hier Mbappé. Die Sprintgeschwindigkeit ist am Start. Jetzt nehmen wir auch den Abschluss mit. Das gibt es nicht. So, den Pfosten haben wir jetzt erledigt und auch die Latte. Jetzt müssen wir den Ball natürlich noch reinmachen. Okay, jetzt erstmal der Pass auf Messi. Jetzt nehmen wir so ein bisschen Tempo auf und das ist perfekt. Mbappé muss jetzt den Treffer machen. Er macht ihn nicht, aber der Ball ist noch heiß. Und jetzt die Bayern auf der anderen Seite. Donnarumma rettet in diesem Fall. Und die Bayern jetzt hier schon wieder im Strafraum. Thomas Müller. Oh, da kommt der Ball auf Mbappé. Der hat aber zu wenig Antritt. Schickt den Ball aber jetzt hier auf Messi durch. Und Messi schickt den Ball nicht auf Mbappé durch. Und jetzt kommt der Ball auch wieder hier zu Mbappé. Den müssen wir rübernehmen und jetzt hier reinmachen. Das ist das 2:1. Das nächste Tor von Mbappé. Und der Treffer bedeutet natürlich jetzt auch wieder 3 Werte, die wir upgraden können. Die meisten defensiven Sachen sind jetzt hier schon weg. Und wir sehen jetzt, dass wir die Flanken bekommen. Gesamtstärke verändert sich nicht. Wie immer hoffen wir, dass das nächste das tut. Und wir gucken jetzt mal drauf. Das ist die Ruhe. Ja, die kann auch ein bisschen was bringen vor dem Kasten. Auch wenn sie ratingmäßig hier nichts bringt. Wir gucken direkt auf das nächste, auf den nächsten Wert. Und das ist der Antritt, die Beschleunigung. Gesamtstärke geht hoch auf eine 63. Und ich glaube, jetzt wird vor allem der Spielspaß hier hochgehen. Denn jetzt haben wir natürlich Antritt und auch die Sprintgeschwindigkeit. Und jetzt die Bayern nochmal im Strafraum. Joao Cancelo macht den Ausgleich. Die Nummer 22 sorgt für das 2:2. Ich wollte eigentlich sagen, jetzt kann es für uns so richtig losgehen. Ja, und dann kommt dieser Dämpfer. Aber gut, noch haben wir ein bisschen Zeit. Und Bayern jetzt mit dem Angriff auf dem Weg zum 3:2. Auch diese Partie gegen den FC Bayern können wir also nicht gewinnen. Und dieses Spiel sieht vielleicht nicht ganz so wichtig aus, ist aber extrem wichtig für die K.O.-Phase, damit wir da direkt am Start sind. Komm schon, Neymar, schick uns hier einfach durch. Wir haben jetzt den Antritt und auch die Schnelligkeit und auch den Abschluss. Das schnelle 1:0. Und wenn wir jetzt hier noch 3 gute Sachen bekommen, dann kann ich auch sehr optimistisch hier in die K.O.-Phase reingehen. Mal gucken, wen wir da als Gegner bekommen. Jetzt bekommen wir aber erstmal die Schusskraft. Ratingmäßig sieht es jetzt schon mal richtig gut aus, denn jetzt gehen wir hier hoch auf eine 73. Und ich würde sagen, Schusskraft und auch die Fernschüsse, das würde ganz gut zusammenpassen. Wir bekommen aber erstmal die Elfmeter. Mal gucken, vielleicht gehen wir später in den Elfmeter schießen. Da wären wir dann schon mal bereit. Mal gucken, was jetzt hier noch kommt als letzte Sache, als letztes Upgrade. Okay, zweimal also kein Upgrade. Aber das Spiel hat ja erst gerade angefangen und jetzt haben wir direkt die nächste Aktion. Mbappé mit dem Schuss und das ist das schnelle 2:0. Das gibt es nicht. Direkt die nächste Aktion.
Das Glücksrad sieht uns also hier ganz, ganz schnell wieder und wir sehen natürlich jetzt schon fast die letzten Sachen. Danach wird nicht mehr viel übrig bleiben. Aber ja, falls hier kein extrem, ja, Negativwunder passiert, dann werden wir hier alles upgraden können. Stellungsspiel kommt als nächstes dran. Und das bringt mal einen richtig großen Boost. Wir gehen hoch auf eine 85er Gesamtstärke. Wenn sie jetzt gut läuft, dann gehen wir sogar noch auf die 90er Gesamtstärke hoch, denn jetzt bekommen wir sogar noch die Beweglichkeit. Die Gesamtstärke bleibt bei einer 85. Jetzt bekommen wir auch direkt den Freistoß. Okay, jetzt haben wir aber natürlich auch Druck, den Freistoß hier reinzumachen. Mal gucken, ob wir das jetzt hier schaffen. So ein bisschen über die Schulter. So zwei. Ja gut, das war ein bisschen zu wenig aufgeladen. Ja. Aber der Ball geht trotzdem rein. Was passiert in diesem Spiel? Hier funktioniert einfach alles. Marquinhos mit dem 3:0. War natürlich als Vorlage gedacht. Ganz klare Sache. Der sollte genauso kommen. Das haben wir im Training so geübt. Okay, jetzt nochmal die letzte Offensivaktion. Neymar schickt uns hier durch. Das muss jetzt nochmal der Treffer sein. Mbappé, wir machen es so wie eben gerade. Und das war die falsche Entscheidung. Mit der Aktion geht es also hier zu Ende. Wir sehen, auch mit 99 Abschluss machen wir nicht jeden Ball rein. Aber auch als Gruppenerster kriegen wir direkt Atletico Madrid als Gegner im Achtelfinale. Aber einmal dürfen wir natürlich noch am Glücksrad hier drehen. Wir haben ja den Sieg hier ganz locker geholt mit dem 3:0. Wir gucken direkt, was wir bekommen. Und jetzt werden es nochmal die Fernschüsse. Gesamtstärke geht auf eine 88 hoch. So, erste Aktion von Mbappé. Der setzt sich auch einfach mal Weltklasse durch. Das dauert nicht lange. Zweite Minute, direkt das 1:0. Der will ja wirklich ganz schnell auf die 99er Gesamtstärke. Wir haben jetzt auch nur noch drei Sachen, das heißt, wir bekommen alle drei. Und damit haben wir es geschafft. Mbappé ist auf der 99er Gesamtstärke. Das erste Ziel haben wir also erreicht, aber wir haben natürlich noch ein größeres Ziel. Und das ist natürlich der Champions League Titel. Okay, der Ball kommt jetzt zu Mbappé. Der wird auch direkt mal gefoult. Also Atletico hat sich hier ziemlich lange Zeit gelassen mit den Karten. Ich meine, 21. Minute. Jungs, da seid ihr schon ein bisschen spät dran. Und jetzt Atletico Madrid mit dem Schuss. Griezmann fast mit dem Treffer und Atletico direkt mit der nächsten Aktion. Wieder Griezmann, der fast für den Ausgleich sorgt. Oh, der Ball kommt aber jetzt hier durch zu Mbappé. Das muss das 2:0 sein. Durchlaufen ist kein Problem, aber jetzt muss der gute Abschluss noch kommen und der kommt. Das ist das 2:0 von Mbappé. Er spielt genauso, wie er spielen muss. Aber Atletico Madrid kann natürlich mit einem Treffer das Ganze hier wieder ordentlich spannend machen. Und ja, beim dritten Mal ist es soweit. Griezmann macht jetzt den Treffer. Und Atletico Madrid direkt mit dem nächsten Angriff. Und ich habe es nicht mehr ganz gesehen, aber ich sehe, dass es zum Glück kein Tor geworden ist. Oh, Mbappé hat natürlich auch 99 abfangen. So wie alle anderen Werte. Deswegen sollte das nächste Tor hier kein Problem sein. Am Verteidiger hier vorbei. Ja, vielleicht lieber die Vorlage. Ja, das ist die bessere Option. Messi mit dem 3:1. Denn es steht erst 3:1 und Atletico Madrid macht daraus ein 3:2. Und Atletico Madrid jetzt nochmal in der 90. mit dem Angriff. Patrick Schick macht den Ball zum Glück nicht rein. Aber die Situation geht noch weiter, aber Donnarumma ist wieder da und damit gehen wir auch mit dem 3:2 ins Rückspiel. Okay, im Rückspiel muss es jetzt viel, viel besser laufen. Die Fähigkeiten, die Mbappé hat, die müssen wir jetzt einfach noch besser ausnutzen. Erstmal der Ballgewinn als erste Aktion. Neymar kriegt den Ball aber jetzt hier nicht durch. Stattdessen sehen wir jetzt Atletico Madrid mit dem Angriff und das ist das 1:0. Das ist der Ausgleichstreffer. So, jetzt macht Mbappé aber gar keine Spielchen mehr. Jetzt wird der Ball hier einfach reingehauen. Genauso kommt es. Der schnelle, wirkliche Ausgleichstreffer hier in dieser Partie. Jetzt das 4:3. Okay, der Ball kommt einfach mal durch. Neymar oder Messi war es, keine Ahnung. Aber Mbappé ist es jetzt, der jetzt hier treffen muss. Und das macht er. Doppelpack hier gegen Atletico. Wie im Hinspiel. Okay, Mbappé mit einer guten Drehung. Kommt schon, das muss jetzt der Hattrick sein. Noch vor der Halbzeitpause. Und das ist der Hattrick vor der Halbzeitpause. Und das ist auch die Entscheidung hier im Achtelfinale. Niemals eine 99er Mbappé provozieren. Der rastet nämlich dann komplett aus. Flick mit dem vierten Streich. Und ja, das ist der vierte Streich. Und der Gegner im Viertelfinale ist der FC Liverpool und auch die Spielschwierigkeit haben wir höher gestellt. Und ein bisschen größer sind wir hier auch noch geworden. Mal gucken, wie diese Partie hier so abläuft. Erste Aktion von Mbappé ist nicht ganz so erfolgreich. Aber klar, wenn Mbappé hier alleine durch ist, dann wird es schwierig für den FC Liverpool. Aber wir müssen natürlich diese Situation ja auch ausnutzen. Die können wir erstmal nicht ausnutzen, die Situation. Aber gut, jetzt haben wir den Kopfball auf 99, die Sprungkraft auf 99 und natürlich auch die Größe. Aber leider bringt das alles nichts hier. Okay, und das könnte gefährlich werden. Der Ball kommt nämlich durch. Mbappé muss den aber erstmal hier wieder zurückstecken auf Messi, der ihn jetzt aber wieder zurücksteckt. Oh, der Ball, der verhungert fast. Mbappé jetzt mit dem Schuss und mit dem Treffer, mit dem 1:0 gegen Liverpool. Er macht hier genau das, was man sich erwartet mit der 99er Gesamtstärke. Und jetzt sind wir nur noch 5 Tore vom Champions League-Rekord entfernt. Jetzt wollen wir den natürlich knacken. Zweite Halbzeit geht los. Mbappé will wieder hier gut reinstarten in dieser Halbzeit. Und das sieht auch sehr danach aus, als würde der das machen. Warum gehen wir danach
nach links. Ich weiß es nicht, aber der Ball geht im Nachschuss hier einfach rein. Und jetzt Liverpool mit dem Anschlusstreffer. Und Liverpool direkt mit dem nächsten Angriff über Salah, der den Ball nicht in die Mitte bekommt. Okay, was macht der Torwart denn da? Und jetzt ist das Spiel auch vorbei. Wir gehen also mit einer knappen Führung ins Rückspiel. Jetzt ist Mbappé aber hier am Start. Der nimmt den Ball direkt. Das ist nicht das Tor. Falsche Ecke ausgewählt. Oh nein, was ist das denn? Kuriose Aktion Liverpool mit dem Schuss an sich selbst. Oder sie schießen sich selber an. Und jetzt Liverpool mit dem Angriff. Der Ball kommt gut und ja, das ist wieder das 1:0, wieder der Ausgleichstreffer. Es erinnert schon sehr stark an das Spiel gegen Atletico. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn wir jetzt wieder einen Viererpack machen. Aber gut, das geht auch nicht komplett von alleine. Oh nein, und direkt die nächste Aktion, der nächste Angriff von Liverpool. Diesmal aber schwach rübergespielt. Aber Liverpool kommt auch in der zweiten Halbzeit nach vorne. Da kommt der Abschluss. Okay, Donnarumma, nochmal mit so einer Aktion. So langsam mache ich mir echt hier Sorgen. Eine Stunde gespielt, wir kommen immer noch nicht so richtig in die Situation und das kann man von Liverpool nicht behaupten. Die sind direkt mit dem nächsten Angriff am Start. Der wird aber erstmal ein bisschen abgeblockt. Und Liverpool jetzt mit dem Schuss und das wäre fast der Treffer gewesen. Okay, jetzt sind wir schon ordentlich am Schwimmen. Liverpool nämlich direkt mit der nächsten Strafraumaktion. Okay, jetzt muss so langsam was passieren und ich meine jetzt nicht ein Tor durch die Ecke. So eine Situation zum Beispiel, Mbappé ist frei durch. Der muss jetzt sein Tempo ausnutzen. Das muss der Siegtreffer sein. 84. Minute. Mbappé mit dem Schuss. Nein, wieder die falsche Ecke. Was tue ich denn da? Oh, jetzt aber nochmal die Aktion. Der muss jetzt diesmal rein. Diesmal auch die richtige Ecke. Diesmal aber die Latte. Das gibt es doch nicht. Einen Zentimeter zu hoch und damit gehen wir tatsächlich hier in die Verlängerung. Wir nehmen natürlich auch schon extrem lange auf, aber das darf keine Ausrede sein. Okay, wir gehen wirklich in die letzten 15 Minuten dieser Partie hier rein. Okay, vielleicht ist das nochmal die Situation. Jetzt hier über den Flügel. Komm, wir schicken einfach mal, oder? Machen hier einfach mal die Flanke. Nein. Da hätten wir vielleicht stehen müssen, aber Hakimi auf der anderen Seite. Der beste Kumpel von Mbappé mit dem 2:1. Was für ein Moment. Hier die Flanke, die richtig gut ist. Der Kopfball geht leider nicht rein, aber Hakimi steht goldrichtig. Aber Liverpool direkt mit der nächsten Aktion. Darwin Núñez trifft ihn nicht und das Spiel ist aus. Und im Halbfinale wartet jetzt hier Leipzig auf uns. Hoffentlich machen wir da das Ganze nicht so spannend wie in der letzten Partie. Aber auch diese Situation wird geklärt. Leipzig spielt bis jetzt echt richtig gut. So, jetzt hier die letzte Aktion der ersten Hälfte und Leipzig belohnt sich jetzt für die erste gute Hälfte. Und die machen direkt das 1:0. So, jetzt kommt bitte der Ball auf Mbappé. Der kommt zu Mbappé. Der geht aber übers Tor. Ja, wir sind, glaube ich, einfach ein bisschen zu groß. Ja, es geht da weiter, wo wir in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Vorne kommen wir nicht so richtig durch. Und Leipzig ist bei uns hinten drinne. Und Leipzig jetzt mit der Chance auf das 2:0. So langsam müssen wir vorne so ein bisschen selber was machen. Aber einfacher gesagt als getan. Denn die Größe ist jetzt ein deutlicher Nachteil. Und jetzt sehen wir Donnarumma, der erstmal gut hält und den Ball dann fast noch loslässt. Oh, jetzt aber Mbappé. Der muss jetzt sitzen und der sitzt, Mbappé, mit dem späten Ausgleich. Endlich kommen wir durch. Endlich der ganz simple Abschluss. Okay, das Spiel war einfach mal so komplett auf Krampf. Aber immerhin konnten wir uns jetzt noch belohnen. Mbappé macht den ganz, ganz wichtigen Treffer für das Rückspiel. Aber man muss wirklich sagen, ich glaube, die Größe ist wirklich so eine kleine Einschränkung. Okay, jetzt brauchen wir ein komplett anderes Spiel, um hier weiterzukommen. Oh ja, erste Aktion, ja. Erstmal das Tempo hier ausnutzen. Jetzt kommen wir hier zum Abschluss. Mbappé mit dem frühen Führungstreffer. Wie in alten Zeiten kann man jetzt nicht sagen, weil das jetzt nur ein, zwei Stunden her ist. Aber ich würde sagen, wir starten hier komplett anders rein in das Spiel als im Hinspiel. Vielleicht war das Tor auch einfach so ein bisschen der Brustlöser. Wir machen nämlich hier direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Oh, jetzt hier vielleicht direkt die nächste Aktion von Mbappé. Der kann natürlich nicht aufgehalten werden. Jetzt müssen wir mal gucken, da ist keiner. Das heißt, wir müssen den selber reinmachen. Wir machen das 2:0. Im Hinspiel wirklich gar nichts hinbekommen, außer natürlich das Tor dann am Ende. Und jetzt machen wir direkt einen Doppelpack in den ersten 15 Minuten. Wir haben natürlich jetzt nichts an der Schwierigkeit oder so geändert. Es ist, glaube ich, einfach eine Kopfsache, hier mit Mbappé das ganze Ding zu gewinnen. Okay, Ball kommt zu Mbappé und der jetzt fast wieder mit dem Treffer. Jetzt Leipzig aber alleine vor dem Tor. Nkunku macht ihn nicht, aber der Nachschuss geht hier rein. Ja, und damit ist das Spiel natürlich wieder komplett offen. Und Leipzig spielt direkt weiter. Nächste Strafraumaktion. Zum Glück wird da aber nichts draus. Vielleicht ja aber aus dieser Strafraumaktion, die jetzt hier von Mbappé kommt. Der muss den Ball jetzt hier reinmachen und der macht den Ball hier rein zum 3:1. Die Entscheidung hier im Halbfinale.
Mbappé wird hier gleich noch größer und dann im Finale spielen. Und dieser Hattrick bedeutet auch das 17. Tor im Wettbewerb. Und das war's, es geht jetzt für uns ins Finale der Champions League. Und nach dem Hinspiel kann man sich darüber besonders freuen. Und fürs Finale wird Mbappé jetzt natürlich nochmal größer. Und jetzt geht es um diesen Pokal, den wir natürlich noch als allerletztes Ziel haben. Gehen wir direkt rein ins Finale. Den ersten Schuss hat City mit Haaland. Okay, Mbappé ist hier am Start, stolpert über Neymar. Oh, jetzt die Aktion von Mbappé, der erste Schuss. Aber wie auf der anderen Seite geht auch der hier nicht rein. Jetzt muss der Ball auf Mbappé kommen. Warum kommt der Ball nie durch? Okay, Mbappé kriegt jetzt hier den Ball durch, aber wirklich die Ballannahme und auch der Antritt, davon spielt man nicht mal ganz so viel. Es fühlt sich wirklich so ein bisschen wie am Anfang an, aber sowas wie Abschluss ist natürlich jetzt hier besser. Gucken wir direkt mal. Okay, nächste Aktion. Messi mit dem Tor. Messi macht das Tor. Es ist so wie am Anfang. Messi macht hier die Tore. In dem Falle ist aber natürlich gut für uns. Ich meine, wir haben schon 17 Stück gemacht und Haaland macht nicht sein Tor. Was? Richtig dummer Abwehrfehler, aber das ist eine Situation, die er normalerweise ausnutzt. Glück für uns, dass er es diesmal nicht macht. Wir müssen jetzt einfach auf das zweite Tor gehen. Wieso spielt Messi mir den Ball nicht? Der vertraut mir einfach komplett gar nicht mehr. Jetzt aber Mbappé auf dem Weg zum Tor und er macht das Tor, das 2:0. Und jetzt gibt es nochmal die Aktion von City. Haaland macht den Anschlusstreffer. Jetzt müssen wir also in den letzten Minuten doch nochmal zittern. Großer Fehler hier von Donnarumma und diesmal nutzt es Haaland aus. Oh nein, und jetzt geht's in die letzte Aktion. Haaland frei vor dem Tor. Und er macht das 2:2. Das gibt es nicht. Haaland macht den Ausgleich. Es geht hier in die Verlängerung. Die allerletzte Sekunde. Das Spiel hatten wir doch eigentlich schon gewonnen. 30 extra Minuten für Haaland und Mbappé. Ich weiß nicht, ob ich in dem Zustand nochmal ein Tor hier hinbekomme. Aber Haaland wurde jetzt hier einfach mal ausgewechselt. Jetzt vielleicht der Ball durch auf Messi. Das sieht richtig gut aus. Messi spielt den Ball auf Mendes. Der macht den Ball rein. Mendes macht das 3:2. Wir haben noch eiskalt angefordert. Zum Glück hat er das aber nicht beachtet. Aber gut, wir dürfen uns noch nicht zu früh freuen. City ist natürlich auch noch am Start. City nochmal mit dem Angriff und mit dem Außennetz. Und jetzt ist es vorbei. Mbappé ist hier Champions League-Sieger. Like und Abo nicht vergessen, falls euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch direkt zum nächsten Video klicken. Neben ganz vielen krassen Icons bei der WM startet Ronaldinho heute als schlechtester Spieler der Welt. Er bekommt aber für jedes Tor, jede Vorlage und jeden Sieg zufällige Werte auf 99 geupgradet. Schafft er es auf die 99er Gesamtstärke und schafft er es wieder die WM zu gewinnen. Seid falls ja, der geht rein, das gibt es nicht. Und natürlich haben auch die anderen Teams hier Icons. Essien verhindert hier, dass Ronaldinho seinen ersten richtigen Lauf startet. Okay, und wir sehen auch Abedi Pelé für Ghana, der jetzt hier zweimal aufs Tor schießt. Das tut schon ein bisschen weh mit meinem Lieblingsspieler jetzt hier auf der 1er Gesamtstärke. Und Ghana wieder mit dem Schuss. Hallo, wir wollen eigentlich was von Ronaldinho sehen. Bis jetzt gibt es aber nicht ganz so viel. Jetzt aber mal der Konter über Ronaldinho. Der hatte natürlich nicht das Tempo. Wir gucken direkt mal. Oh, das sieht sehr gut aus. Der müsste hier wieder zurückkommen auf Ronaldinho. Warum fordere ich den an? Okay, es wird einfach mal ohne uns hier gespielt. Ist aber, glaube ich, auch für den Anfang besser so. Oh, jetzt aber der Ball. Ronaldinho muss natürlich hier Vorlagen machen. So funktioniert das aber nicht. Und jetzt Pelé für Ghana. Die führen jetzt hier 1:0. Garincha, Jairzinho, R9 und gleich auch noch der richtige Pelé. Mit dieser Mannschaft dürfen wir einfach nicht verlieren. Okay, Ball kommt zu Ronaldinho. Schnell weg mit dem Ball, sonst ist er schnell weg. Okay, jetzt nächste Aktion. Ronaldinho spielt den Ball auf Außen. Das sieht sehr gut aus. Komm, wir fordern einfach mal den Pass hier an. Nochmal einen Pass weiter zu spielen wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen, aber ich würde sagen, wir hatten schon viel, viel schlechtere Schüsse. Also mit Spielern, wo alle Werte auf der 1 waren. Okay, Ball kommt zu Ronaldinho. Direkt mal weitergespielt auf R9. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. R9 kommt jetzt hier an den Ball. Der Ball kommt hier fast zu Ronaldinho. Also hätten wir den irgendwie reingehauen. Das wäre einfach zu krass gewesen. Wir gucken direkt auf die nächste Aktion. R9 mit dem Tor, mit dem ganz, ganz wichtigen Treffer zum Ausgleich. Wir haben ganz kurz die Klasse von Brasilien gesehen. Wir sehen sogar fast noch den Siegtreffer von Ghana. Was wir leider nicht sehen, sind Upgrades für Ronaldinho. Ein Sieg gegen Polen ist jetzt hier Pflicht. Danach geht es gegen Portugal direkt schon wieder die nächste Grätsche. Aber eine Vorlage, ein Tor, das könnte hier alles verändern. R9 direkt mit dem frühen Führungstreffer. Pelé jetzt hier auf Ronaldinho und der wird schon wieder weggegrätscht. Diesmal ist es auch ein Foul. Oh, jetzt ist Ronaldinho einfach mal 2 gegen 1. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Und es hilft auch nicht, wenn ich zwischendurch Spielerkarrieren spiele mit richtig guten Spielern, die Tempo, Abschluss und alles hier einfach haben. Jetzt sehen wir Ronaldinho. Ich wollte gerade einen Trick machen. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, und zumindest ist der Ball so halbwegs vernünftig aufs Tor gekommen. Was ist das denn? Ein Geschenk für Ronaldinho. Der kann aber nicht die Vorlage draus machen und auch das Tor geht nicht aus dieser Situation heraus. Okay, ganz komischer Satz, aber ihr wisst schon, was ich meine.
meine. Oh Mann, das war jetzt hier die Chance für Ronaldinho. Mal gucken, was aus der nächsten Situation wird. Ja, fast das Tor. Jetzt ist hier ziemlich viel Hektik drin. Und jetzt gibt es sogar einen Elfmeter. Oh nein, jetzt habe ich Ronaldinho nicht als Elfmeterschützen eingestellt. Okay, das ist ganz, ganz bitter. R9 macht den Ball rein. Ja, aber das hätten einfach mal 6 Upgrades für Ronaldinho sein können. Jetzt Polen im Angriff und auch mit dem gefährlichen Schuss. So, jetzt der lange Ball auf Ronaldinho. Aber hier können wir natürlich gar nichts machen. Keine Vorlage, kein Tor. Jetzt müssen wir also ein bisschen weiter nach vorne gehen. Es steht 2:0. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so viel Rücksicht nehmen, ob wir richtig stehen. Jetzt Ronaldinho vielleicht mit dem Pass durch. Es gibt hier den Eckball und ich fordere den einfach mal ganz dreist mit Ronaldinho hier an, wie er den annimmt. Das war Ronaldinho, aber leider, ja, der Abschluss nicht mehr erfolgreich, beziehungsweise der Gegenspieler dazwischen. Und jetzt ist die Partie vorbei. Wir gewinnen, holen damit natürlich die ersten beiden Upgrades. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Schauen wir auf das allererste Upgrade. Welchen Wert dürfen wir auf die 99 upgraden? Ja, Kopfball ist jetzt nicht so ideal. Aber wer weiß, vielleicht können wir den ja auch irgendwie im Spiel gebrauchen. Wir gucken auf den nächsten Wert und ja, den können wir gebrauchen. Dribbling. Das Ganze passt natürlich viel mehr zu Ronaldinho, der damit auch einen riesigen Sprung auf die 18er Gesamtstärke macht. Und jetzt geht's hier ins letzte Gruppenspiel gegen Portugal und auch die letzte Chance hier für die doppelten Upgrades. Oh, Ronaldinho mal mit einem abgefangenen Ball und auch mit einem sehr guten Ball in die Spitze auf R9. Und Ronaldinho ist jetzt verletzt. Das gibt es nicht. Was ist da denn los? Ja, wahrscheinlich, weil wir auch gar keine Energie mehr hatten. Und was ist das denn jetzt? Pelé mit einem ganz kuriosen Tor. Jetzt kann Ronaldinho sich wieder bewegen. Bei der Feier ist er wieder mit dabei. Wir sehen aber jetzt hier den Ausgleich von Portugal. Auch eine andere Legende schlägt hier zu. Okay, für Ronaldinho geht es hier weiter. Der muss natürlich hier durchspielen und spielt den Ball jetzt hier auch durch auf R9. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Der Ball muss irgendwie zu Ronaldinho kommen. Der Ball kommt zu Ronaldinho. Der kann sich aber nicht durchsetzen. Jetzt R9, aber wieder zu Ronaldinho. Aber wieder nicht der erfolgreiche Abschluss. Und die Verletzungsanzeige, die ist auch eigentlich mit einer 18er Gesamtstärke hier berechtigt. Die hätten wir auch schon von Anfang an haben sollen. Einfach damit die anderen so ein bisschen Rücksicht nehmen. Und Portugal macht jetzt hier sogar noch das 2:1. Und natürlich macht es wieder eine Ikone nach Rui Costa. Jetzt Eusebio mit dem Treffer. Ja, und das war's direkt vom Spiel und auch von der Gruppenphase. Aber die 4 Punkte reichen für das Achtelfinale. Aber als Gruppenzweiter wartet jetzt hier ein absoluter Kracher im Achtelfinale. Deutschland ist der Gegner. Und hier sehen wir die allererste Aktion von Ronaldinho. Natürlich gibt es hier wieder eine Grätsche. Aber da gibt es schon mal den ersten Schuss für uns. Ein gutes Zeichen. Okay, was macht Schweinsteiger denn da bitte? Gegen Brasilien spielt er hier brasilianisch. Hier auch direkt der erste Schuss von Deutschland. Nächste Aktion. Ronaldinho bleibt im Ballbesitz. Aber es ist echt häufig der Fall, dass die Ikonen dann einfach einen Fehlpass spielen. Ey Jungs, das darf nur ich. Komm, so langsam muss wieder bei uns was passieren. Ronaldinho schon mal mit dem Pass, ja. Aber schon wieder der Fehlpass. Was macht der Neun denn da bitte die ganze Zeit? Okay, in der normalen Spielerkarriere könnten wir natürlich hier einfach durchlaufen. Jetzt müssen wir hier den Pass spielen. R9 bekommt den Ball nicht durch. Mann, das sah so gut aus für uns. Nächste Aktion. Ronaldinho muss in eine Position kommen, wo er eine Vorlage machen kann. So funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber erstmal wollen wir natürlich auch das Spiel gewinnen. Gehen wir rein in die zweite Halbzeit, die sehr gut für Deutschland startet. Zum Glück aber nicht perfekt. Auch ohne Ausdauer und alles hier durch. Komm schon, das sieht sehr gut aus. R9 spielt den Ball durch auf Ronaldinho. Der mit dem Abschluss. Nein. Gucken wir auf die nächste Aktion, Pelé. Auch der nicht mit dem Tor. Und Deutschland mit dem nächsten Schuss. Oh, und ich glaube, hier müssen wir auf die Vorlage gehen. Ja, hier bekommen wir leider keine Vorlage. Da werden wir aber auch nichts anfordern. Den soll R9 einfach reinmachen und den macht er rein zum 1:0. Sehr, sehr wichtiges Tor. Das 7:1 ist aber theoretisch noch möglich. Deutschland mit dem nächsten Angriff. Klose jetzt hier auf die Seite. Baku kommt aber an Lucio nicht vorbei und der könnte den Ball jetzt hier lang schicken. Na gut, ich habe vergessen, dass ich natürlich jetzt hier nicht auf 95 Tempo oder so unterwegs bin. So, jetzt ist Brasilien aber schnell unterwegs. Vorne drin Pelé mit dem nächsten Schuss und mit dem nächsten Treffer. Das 2:0, die Entscheidung. Wir werden hier schon mal ins Viertelfinale kommen, aber ja, immer noch auf der 18er Gesamtstärke. Ich meine, natürlich, WM-Pokal gewinnen wäre cool, aber wenn nur die anderen hier die Tore machen und wir mit Ronaldinho so gut wie gar nichts machen, das wäre dann natürlich auch uncool. Die Partie ist zu Ende. Für uns gibt es natürlich jetzt ein Upgrade. Wenn ich mir eine Sache aussuchen könnte, dann wäre es der Antritt. Ich glaube, dann wird auch die Ballbehandlung hier viel, viel besser, aber wir kriegen die komplette Katastrophe. Die Aggressivität brauchen wir nicht. Wir sind schon aggressiv genug, weil wir hier keine Upgrades bekommen. Okay, ich habe jetzt die Option zwischen den blauen Trikots oder den Australien-Trikots. Gut, dann nehme ich die blauen. Gesamtstärke verändert sich nicht und wir sind jetzt einfach im Viertelfinale, ohne dafür eine
Vorlage oder ein Tor abgeliefert zu haben. Das fühlt sich alles andere als gut an, aber das könnte jetzt hier richtig gut werden. Ronaldinho ist durch, der muss aber den Pass jetzt hier spielen. Komm schon, mach ihn rein. Garin schon mit dem Tor, das ist direkt die Vorlage. Perfekter Start, besser hätte man sich das nicht vorstellen können. Und ich meine, wir haben ja die Aggressivität, hätte der den nicht reingemacht, dann hätten wir wahrscheinlich bei dem reingegrätscht. Auch wenn das unser Teamkollege ist, aber zum Glück macht er den mal hier rein. Und das heißt für uns natürlich zwei Upgrade-Sets hier, bitter, dass wir wirklich in der Gruppenphase nichts eingesammelt haben. Ja, die Reaktion, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Zumindest ist das aber eine Veränderung bei der Gesamtstärke. Wir gehen hoch auf die 25. Aber wir können uns einfach nicht erlauben, dass wir jetzt eine Sache bekommen, die jetzt nicht ganz so gut ist. Ich weiß nicht, ob Übersicht überhaupt was bringt. Ja gut, Gesamtstärke geht auf die 30. Und natürlich ist das Gefühl jetzt auch mit der Vorlage ein ganz anderes. Ja, und das Gefühl kann natürlich auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Zum Glück trifft er hier aber nur die Latte. Oh, Belgien direkt mit dem nächsten Schuss. Und das ist diesmal auch der Treffer. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder vorne liefern. Ronaldinho, ja, in guter Position. Und ja, den Gegner auch hier einfach mal hops genommen. Das ist ein Geschenk hier. Ich weiß nicht, warum wir da abschließen. I believe I can 99 Abschluss. Aber wir hatten natürlich nicht den 99er Abschluss. Das sieht jetzt aber richtig gut aus, Ronaldinho. Was ist das denn? Oh Mann, ist das bitter. Ich glaube, wir gehen weiterhin auf die Vorlagen. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder warten, bis die Bälle nach vorne kommen. Okay, Belgien macht ordentlich Druck. Ronaldinho hat kein Tempo. Braucht also jemanden, der das Tempo hier hat. Okay, komm schon. Pelé. Nein. Ja, obwohl, ist vielleicht besser so. Ich meine, dann ersparen wir uns einfach diesen Schuss, der da nicht reingeht. Oh, jetzt Belgien mit der nächsten Aktion. Wieder Aluminium. Zweite Halbzeit startet hier mit Ronaldinho, der erstmal lieber den Ball hier abspielt. Ach komm, doch nicht direkt wieder zurück. Du weißt doch meine Ballannahme. Okay, R9 mit nicht dem Ball auf Ronaldinho. Was war das denn für eine Idee? Und die führt jetzt hier fast zum Führungstreffer von Belgien. Okay, Ronaldinho darf jetzt seinen Aggressivitätswert nicht ausnutzen im Strafraum. Jetzt geht's hier aber mal wieder nach vorne bei Ronaldinho. Natürlich ein bisschen langsamer, aber auch er kommt hier nach vorne in eine gute Situation, um vielleicht den Pass zu spielen. Nein, wir brauchen irgendwie den Pass oder die Aktion. Also irgendwie müssen wir an dem Tor beteiligt sein, damit es auch für uns vorangeht. Aber jetzt erstmal Lucio mit dem wichtigen Führungstreffer. Okay, nächste Aktion. Pelé ist jetzt hier durch. Vielleicht auf Ronaldinho weiter. Komm schon, der Ball muss irgendwie hier durchkommen. Ronaldinho mit dem Seitfallzieher, der geht rein, das gibt es nicht. Was ist das denn? Ja, war auch nicht so wirklich souverän, sah das aus. Aber ganz egal, Ronaldinho mit seinem legendären Jubel und auch mit einem legendären Tor. 3 Punkte sammeln wir hier einfach mal ein. Wir machen endlich den ersten Treffer hier nach der ersten Vorlage in der ersten Halbzeit. Okay, jetzt könnte das Ganze in eine andere Richtung gehen. 3 Punkte oder 3 Sachen können wir jetzt hier upgraden. Wir gucken direkt mal auf die erste. Nein, nicht der Abschluss. Vielleicht bringt die Ruhe was. Von der Gesamtstärke schon mal nicht. Wir gucken gleich im Spiel, ob das irgendwas bringt. Die Sprintgeschwindigkeit würde extrem viel bringen. Stattdessen wird es aber das Abfangen. 2 Werte und die Gesamtstärke bleibt einfach bei der 30. Jetzt muss zumindest ein Wert das Ganze hier noch retten. Ja, die Fernschüsse zum Beispiel. Die müssen wir natürlich gleich ausprobieren. Gesamtstärke geht hoch auf die 34. Und jetzt kommt hier Belgien nochmal vor das Tor. Und Lukaku jetzt mit dem Powershot. Der geht rein. Jetzt wird es in den letzten 10 Minuten nochmal spannend. Und jetzt können wir nur hoffen, dass aus dieser letzten Aktion nichts wird. Und ja, der wird verteidigt. Jetzt müssen wir nichts mehr tun, denn das Spiel ist jetzt hier vorbei. Wir kommen ins Halbfinale. Ja, und es geht jetzt hier weiter mit dem Duell gegen Frankreich. So, Ronaldinho jetzt hier am Ball, wird diesmal nicht umgegrätscht. Frankreich hat natürlich auch extrem viele Ikonen. Ronaldinho, komm schon. Nein, der Ball wird rübergespielt, aber es ist die Führung. Darüber müssen wir uns natürlich freuen. Aber ja, eine Vorlage wäre natürlich auch wichtig für das Rating gewesen. Aber wie gesagt, wir wollen die WM nicht als schlechtester Spieler der Welt gewinnen, obwohl wäre auch irgendwie interessant. Aber das Ganze ist nicht der Sinn. Jetzt haben wir hier mal abfangen gesehen. Aber das ist natürlich jetzt hier nicht unsere Disziplin, die wir die ganze Zeit ausführen wollen. Wir wollen natürlich Tricks sehen. Wir wollen natürlich Tore sehen, so wie eben der Seitfallzieher. Diese Ronaldinho-Magie, die wollen wir hier auch noch so ein bisschen spüren. Oh ja, Ronaldinho, das dauert ein bisschen, bis er hier durch ist. Aber jetzt ist er hier durch und ich glaube, wir werden es diesmal auch mit dem Schuss versuchen. Ronaldinho, nicht mit dem Treffer, ist das kläglich. Und ich habe es ja schon mehrmals gesagt, Ronaldinho ist mein Lieblingsspieler. Den will ich hier auf der 99 sehen. Ich hatte damals sogar seine legendären Schuhe. Jetzt kommt hier erstmal ein Foul und auch die gelbe Karte. Okay, ja, einfach mal die Ballannahme von Ronaldinho. Was wird dann aus dieser Aktion? Keine Ahnung. Und jetzt Ronaldinho vielleicht mit dem guten Ball. Wir haben ein bisschen abgewartet, damit Pelé hier komplett durchlaufen kann. Okay, den Pass.
Den habe ich da jetzt so nicht gesehen. Jetzt sehen wir aber fast die Aktion von Ronaldinho, aber es ist abseits. So, nächste Aktion nach vorne. Ja, Pelé ist hier wieder durch und er könnte den Ball jetzt hier auf Ronaldinho schicken. Wir direkt weiter auf R9. Der macht den aber nicht rein. Wir gucken auf die nächste Aktion von Frankreich. Ederson ist da und hält hier die Führung fest. Okay, Kopfball, da sind wir doch gut am Start, aber der Ball kommt nicht in unsere Richtung. Jetzt könnten wir, wenn wir Tempo hätten, hier richtig gut kontern. Stattdessen müssen wir natürlich hier den Pass spielen. Und natürlich als langsamster Spieler. Ach komm. Der Pass, der hätte jetzt nicht sein müssen. Frankreich jetzt mit dem nächsten Schuss. 5 Minuten trennen uns jetzt hier noch vom Finale. Ronaldinho mit dem Pass auf R9, der direkt weiter zu Pelé. Ja, komm, mach ihn einfach zum 2:0 zur Entscheidung. Aber auch der Ball geht hier nicht rein. Okay, R9 mit dem Ball auf Pelé, aber der geht diesmal rein. Wir sehen hier gleich noch ein WM-Finale mit Brasilien. Und vor allem natürlich mit Ronaldinho. Und jetzt ist die Partie vorbei. Mal gucken, wer im WM-Finale auf uns wartet. Es wird hier entweder Portugal oder Spanien. Und einen Wert dürfen wir jetzt noch auf die 99 bringen, mit dem wir natürlich direkt in das Finale hier rein starten. Das wird jetzt hier die Schusskraft, okay? Und Spanien schafft es hier ins Finale. Das ist natürlich jetzt das einzige Team, was verhindern kann, dass wir hier den WM-Pokal holen. Normalerweise gehen wir immer mit einer 99er Gesamtstärke hier rein. Die Gruppenphase war aber für uns persönlich so katastrophal, dass wir davon jetzt ganz, ganz weit entfernt sind. Wir müssten wahrscheinlich so 7 Tore oder so mit Ronaldinho hier schießen, damit wir irgendwie auf 99 hier kommen. Aber wir sehen aber erst mal die nächste Aktion. Nein, warum fordern wir den an? Nein! Der Ball geht an die Latte. Ich glaube, da haben wir auch direkt die Schusskraft gesehen. So wäre er sonst nicht gekommen. Na, ich bin hin und her gerissen. Soll ich die Bälle jetzt hier anfordern oder eben nicht? Ich will nicht nur die WM gewinnen, sondern natürlich auch mit Ronaldinho hier so ein bisschen was machen. Es geht ganz klar um Ronaldinho. Der ist im Fokus. Deswegen werden wir so weitermachen und versuchen, die Situation an uns zu reißen. Jetzt sehen wir aber erstmal Spanien mit dem ersten Schuss hier im Finale. So ein bisschen den Freiraum haben. Jetzt gucken wir mal auf Pelé. Der könnte den Ball hier rüber spielen. Oh Gott. Irgendwie haben wir vor Panik direkt den Button zum Schießen gedrückt. Das war eine richtig schlechte Idee. Das war jetzt aber eine richtig gute Idee. Aber es wird nicht die Vorlage und vor allem wird es natürlich nicht das Tor. Ronaldinho direkt mit dem nächsten Versuch. Ja, gut, Pelé traut sich gar nicht mehr. Ronaldinho mit dem Powershot. Komm, wenn wir schon nicht die 99er Gesamtstärke hier schaffen, dann wollen wir zumindest zum Helden werden hier im WM-Finale. Der Ronaldinho kann natürlich jetzt hier nicht über außen geschickt werden. Ja, die Verteidiger denken sich auch, was ist da denn los? Hat er den Motor noch nicht gestartet? Okay, natürlich haben wir auch in diesem Spiel wieder eine Grätsche am Start. Spanien jetzt mit Xavi, der mit dem Schuss aus der Distanz. Und das war's hier direkt mit der ersten Halbzeit. Okay, wir fordern den Ball einfach mal im Rückraum an. Ja, Antritt ist ein bisschen das Problem, aber das Problem ist auch, dass wir jetzt schon den dritten Schuss haben, der hier nicht reingeht. Und Spanien hat natürlich auch ordentlich Power vorne drin. Oh mein Gott, was ist das denn, Ederson? Okay, hätten wir so das Finale verloren. Okay, Ronaldinho bekommt den Ball, spielt den direkt mal weiter zu R9. Ja, R9, lauf einfach durch und macht das Tor. R9 mit dem Lupfer, er macht das Tor. Was für ein geniales Tor. Schön locker brasilianisch. Und wir haben natürlich für die Vorlage gesorgt. Und R9 macht es dann auch einfach richtig, richtig gut. Und die Vorlage bedeutet für uns natürlich wieder 2 Werte auf die 99 zu bringen. Wir sehen jetzt die Skill-Moves bei 5 Sternen. Für Ronaldinho natürlich ganz, ganz wichtig. Zwischendurch habe ich schon ab und zu so ein bisschen versucht und dann einfach gemerkt, ach, wir haben ja gar nicht die Skill-Moves. Und auch die Freistoßpräzision haben wir jetzt am Start. Gesamtstärke verändert sich nicht. So, Ronaldinho jetzt hier mit der nächsten Aktion. Okay, ja, da wird... Ja, okay, diese Ballannahme, da kann man fast schon gar nicht Tricks machen. Denn dadurch verliert man einfach so viel Zeit und auch so viel Bewegung. So, jetzt wollen wir aber natürlich ein paar Tricks machen. Irgendwie funktioniert es nicht mit den Tricks. Hallo? Keine Ahnung, was hier los ist. Carlos Alberto mit dem Pass und da ist der Ball im Tor. Das 2:0. Wieder R9. Im Endeffekt brauchte Brasilien keine 99er Ronaldinho, um den Titel zu holen. Wir haben aber natürlich trotzdem einen guten Abschluss hier mit dem WM-Titel und ihr könnt euch gerne jetzt direkt zum nächsten Video klicken. Bei dieser WM seht ihr die besten Spieler aller Zeiten und dann gibt es da noch R9, der heute als schlechtester Spieler in die WM reinstartet. Er bekommt aber für jedes Tor, jede Vorlage und jeden Sieg zufällige Werte auf 99 geupgradet, bis er dann hoffentlich die 99er Gesamtstärke erreicht und mit Brasilien den nächsten WM-Titel feiert. Und jetzt sehen wir hier direkt den ersten Ballkontakt. Ja, es dauert alles ein bisschen lange. In der allerersten Aktion werden wir direkt mal gefoult, weil wir nicht schnell genug weglaufen können. Aber ich würde sagen, das ist ein richtig guter Start, R9. Jetzt mit dem Pass auf Kaká, der nochmal direkt weiter. Und Kaká wird zwar angezeigt, es ist aber Pelé. So, R9 einfach mal mit einem trickvollen Pass und jetzt laufen wir hier direkt durch. Komm schon, R9 ist frei. Roberto Carlos passt mit dem Ball durch. Und Ghana mit dem ersten Torschuss und der geht auch ins Tor rein. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier durchlaufen, um durchgeschickt zu werden. So, Pelé mit dem Pass auf R9, der spielt sich wirklich wie ein LKW. Und Ghana mit dem zweiten Schuss und mit dem zweiten Tor.
Und das ist extrem bitter, denn gleich warten noch Portugal und Polen. Gibt es hier die Mega-Blamage und fliegen wir aus der Gruppenphase hier raus? Kanada direkt mit der nächsten Aktion. Und jetzt R9 mit der nächsten Aktion. Was war das? Theatralik 99. Okay, R9 jetzt hier mit dem Doppelpass. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. R9 jetzt hier frei vor dem Tor, so halbwegs mit dem Schuss. Er macht den Ball rein. Er ging sehr langsam rein, aber R9 macht tatsächlich den Anschlusstreffer. Sechsmal dürfen wir jetzt hier upgraden. Wir fangen aber nicht so gut an. Aber das zweite Upgrade mit der Schusskraft ist hier schon mal besser. Und wir bekommen tatsächlich die Sprintgeschwindigkeit. Jetzt brauchen wir nur noch den Antritt, dann kann es hier so richtig losgehen. Viertes Upgrade und wir bekommen die Flanken. Vorletztes Upgrade und nochmal ein Defensivwert. Und das letzte Upgrade ist hier die Ballkontrolle. Gibt aber ein kleines Problem mit dem Programm. Das heißt, wir können das Ganze erst nach dem Spiel hier upgraden. Aber was macht denn Ghana mit uns? R9, ja, direkt mit dem Pass weiter. Und es geht hier wieder nach vorne. R9. Meine Stimme ist auch direkt mal baden gegangen. R9 hat keine Energie, versucht aber alles. Ghana macht aber jetzt hier den entscheidenden Treffer. Okay, R9 muss jetzt hier nochmal durchlaufen. Jetzt wird er nochmal gefoult zum Abschluss. Ja, und das war auch die letzte Szene von Partie Nummer 1. Gesamtstärke nach dem Spiel ist eine 27 und auch die Frisur haben wir geupgradet. Und das zweite Gruppenspiel dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Polen mit der ersten guten Gelegenheit. R9 jetzt hier mit der ersten Aktion. Sehr guter Pass. Es geht hier weiter nach vorne. R9 muss jetzt hier den Ball anfordern. Der ist jetzt hier frei vor dem Tor. Macht den Ball aber nicht rein, aber Garrincha sorgt für den Treffer. Zählt natürlich nicht als Vorlage. Oh, und was ist das denn? Ballgewinn. Wir haben natürlich Abfang 99. R9 mit dem Pass auf Pelé und der direkt mit dem zweiten Treffer. Und vor allem ist das natürlich eine Vorlage für R9. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Und Vorlage in der Gruppenphase heißt hier einfach mal 4 Werte, die wir jetzt auf die 99 upgraden. Wir starten mit der Stärke, gehen auf eine 32er Gesamtstärke hoch, machen jetzt hier weiter mit der Übersicht. Gesamtstärke bleibt gleich. Und jetzt bekommen wir sogar noch das Dribbling. Heißt auch ein Upgrade bei der Gesamtstärke. Auf einer 39 sind wir jetzt. Und jetzt noch eine letzte Sache. Ja, vielleicht können wir auch mit der Grätsche wieder einen Ball gewinnen. Obwohl, das machen wir lieber nicht. Was ist das hier für ein Start? R9 hat natürlich jetzt die Sprintgeschwindigkeit, muss jetzt hier den Pass spielen. Pelé muss den wieder zurückbringen. R9 mit dem Schuss. Nein. Sind natürlich noch weit von der 99 entfernt. Und müssen natürlich auch hoffen, dass Polen jetzt hier nicht trifft. Jetzt macht Polen aber so richtig Druck. Direkt der nächste Abschluss. Was ist denn jetzt hier los? Direkt der nächste Schuss. Und direkt der nächste Schuss. Jetzt ist Polen mal so richtig am Drücker. Wilde erste Halbzeit. Rein geht's in Halbzeit Nummer 2 und Polen jetzt mit dem Anschlusstreffer. Und jetzt starten sie direkt mit dem Treffer in die zweite Halbzeit rein. Wir dürfen auf keinen Fall unentschieden spielen oder sogar verlieren. Nicht nur, weil wir dann natürlich 2 Upgrades hier verpassen würden. Ein Gruppenphasen-Aus wäre natürlich das Schlimmste hier mit dieser Mannschaft. Ja, hier wird auch einfach mal brasilianisch verteidigt. Okay, R9 hat die Sprintgeschwindigkeit, aber nicht den Antritt. Das heißt, er muss die ganze Zeit durchlaufen. Den Abschluss hat er nicht und wir schießen auch viel zu zentral. Okay, die Chance haben wir nicht genutzt. Vielleicht wird ja was aus der Ecke. Nein, leider nicht. Es geht aber weiter mit einem Fernschuss von Ronaldinho und der macht den Ball zum 3:1 rein. Aber Polen gibt hier noch nicht auf, direkt mit dem nächsten Schuss hier. Und jetzt Polen mit dem nächsten Angriff und jetzt hier mit dem Anschlusstreffer. Es wird also doch nochmal spannend hier in den letzten 10 Minuten. Beziehungsweise hoffentlich, ja, es sieht sehr, sehr gut aus. Wir spielen das jetzt hier nochmal zu Ende. Polen wird jetzt hier kein Tor mehr machen und wir gewinnen das zweite Gruppenspiel hier mit 3:2. Und für den Sieg gibt es natürlich auch nochmal 2 Upgrades. Wir starten einfach mal mit der Beweglichkeit hier rein. Da tut sich nichts bei der Gesamtstärke im Spiel, würde uns das aber bestimmt voranbringen. Und der nächste wird das auch tun hier mit den Kurzpässen. So sieht die Gruppe also hier vor dem letzten Spieltag aus. Wir müssen das letzte Spiel hier gewinnen. Gehen wir hier direkt rein. Erste Aktion von R9 ist eine sehr gute auf Pelé. Jetzt wird hier nochmal zurückgespielt. R9 wieder auf Pelé, der jetzt hier mit dem Pass auf Ronaldinho, der leider nicht ankommt. Oh, Pass auf R9. Der passt den hier zurück auf Pelé. Komm schon, der muss ihn machen oder den rüberschicken auf Ronaldinho. Der macht ihn leider nicht. Beziehungsweise Jairzinho ist es. Kurz verwechselt. Sehstärke auf 1. Portugal mit dem nächsten Angriff und auch mit dem ersten Treffer des Spiels. Eusebio hat auch die Rücknummer 99, wird die Gesamtstärke heute aber nicht erreichen. Aber momentan sieht es so aus, als würde er das Achtelfinale hier erreichen mit Portugal. Wir stehen also jetzt mit dem Rücken zur Wand. Oder so halbwegs durch, Situation geht weiter, Portugal immer noch im Ballbesitz. Jetzt aber zum Glück der Fehlpass. So, jetzt muss das ganze Ding hier über R9 eingeleitet werden. Oh ja, es geht hier weiter. R9 mit dem Pass auf Ronaldinho. Komm, mach ihn rein. Er macht ihn rein zum Ausgleich.
vor der Halbzeit. Aber ja, der Ausgleich, das reicht natürlich nicht. Wir müssen hier gewinnen. Und vielleicht helfen uns ja auch die Upgrades. 4 Upgrades bekommen wir jetzt nochmal für die Vorlage. Bekommen jetzt hier den Effekt. Gesamtstärke bleibt gleich. Jetzt bekommen wir die Elfmeter. Da hätte ich lieber die Ausdauer bekommen. Zweimal keine Veränderung bei der Gesamtstärke. Und jetzt sehen wir die Volleys. Damit gehen wir hoch auf die 46. Und zu guter Letzt bekommen wir jetzt noch die Reaktion. 54er Gesamtstärke, über die Hälfte haben wir jetzt also geschafft. Das Ganze bringt aber natürlich nichts, wenn wir hier nicht weiterkommen. Oh, R9, jetzt vielleicht direkt mit der nächsten Vorlage. Ja, das dauert noch ein bisschen bis zum Tor, aber Ronaldinho denkt sich, hat ja schon einmal aus der Distanz geklappt, das klappt diesmal leider nicht. Oh, was für eine Grätsche! Und die leitet hier leider nicht den Konter bzw. den Angriff ein. So, R9 hat die Übersicht und spielt jetzt den Pass auch auf Pelé, der direkt weiter auf Ronaldinho kommt. Jungs, macht den Ball rein. Das Ganze wird hier ein Drama bis zur letzten Sekunde. R9 jetzt nochmal mit dem Pass in die Tiefe. Komm schon, Pelé, mach ihn rein. Du hast die 95er Gesamtstärke. Der Führungstreffer ist da in der 71. Minute. Ganz, ganz wichtig hier. Und das Ganze bringt natürlich auch hier wieder eine Vorlage. Aber klar, 90% von dem Tor gehen natürlich an Pelé. Ich glaube, sonst sind wir nur bei Haaland in der Gruppenphase so eskaliert. Wir machen weiter mit dem schwachen Fuß, der jetzt auf 5 Sternen ist. Und wir können jetzt auch einfach mal Fernschüsse machen, so wie Ronaldinho. 57er Gesamtstärke. Und jetzt wird die sich wahrscheinlich noch ein bisschen erhöhen. Obwohl die Balance, die bringt leider nichts. So, eine letzte Sache noch. Bitte die Beschleunigung oder der Antritt oder auch die Ausdauer wäre gut. Und wir bekommen die Freistoßpräzision. Wir bleiben bei der 57 und ich hoffe, wir bleiben jetzt auch im Turnier. Oh, R9 sogar jetzt mit dem guten Ballgewinn. 10 Minuten sind noch zu spielen. Ein Tor von Portugal und wir sind natürlich raus. So, jetzt geht's aber weiter mit R9. Der muss den Ball jetzt hier reinspielen. Kriegt es leider nicht hin. Situation geht aber weiter. Wir versuchen jetzt einfach mal mit dem Schuss. Oh nein, Portugal nochmal im Angriff. Das müsst ihr klären, Jungs. Das habt ihr geklärt. Sehr gute Sache. Okay, zum Abschluss gibt es hier nochmal einen Eckball. Die letzte Chance, jetzt hier nochmal richtig Upgrades zu bekommen. Boah, war das eine spannende, gleichzeitig aber auch richtig geile Gruppenphase für uns. Und für den Sieg bekommen wir natürlich auch direkt nochmal 2 Werte hier, wo wir Upgrades bekommen. Ja, Skill Moves auf 5 Sterne nehmen wir natürlich gerne mit. Und jetzt gucken wir direkt, was wir als letztes in der Gruppenphase bekommen. Ja, die Sprungkraft ohne den Kopfball bringt nicht ganz so viel. Mit der 57er Gesamtstärke gehen wir also jetzt in die K.O.-Phase rein. Ja, und obwohl wir hier Gruppenerster geworden sind, bekommen wir eine richtig starke Nation, denn Deutschland ist hier nur Zweiter geworden. Und Deutschland hat natürlich auch einige Legenden wie Gerd Müller, wie Schweinsteiger, Matthäus, Ballack. Und zusätzlich haben sie in der Innenverteidigung noch Koller. Oh, erster Ball jetzt hier für R9. Ja, das fühlt sich schon mal viel, viel besser an hier. So, und jetzt sehen wir Brasilien zum ersten Mal hier im Angriff. R9 versucht es mit dem Seitfallzieher. Komm, also mit dieser Truppe brauchen wir hier auch einen Traumtor mit R9. Wir sehen aber erstmal jetzt hier Deutschland mit dem Angriff. Gerd Müller mit dem Schuss. Und Deutschland direkt mit der nächsten Aktion. Also ganz, ganz großes Glück hier für uns. Aber Deutschland direkt mit dem nächsten Angriff. Gnabry mit dem Schuss. Und diesmal geht der Ball auch ins Tor rein. Deutschland geht also in Führung. Aber Brasilien hat natürlich auch ordentlich Offensivpower. Und R9 ist damit eigentlich nicht gemeint, wie man hier auch sieht. Denn der muss natürlich in die perfekte Situation kommen, um hier ein Tor zu schießen. Jetzt sehen wir, dass daraus erstmal nichts wird. Aber jetzt direkt die nächste Aktion. Also wenn man sich aussuchen müsste, gegen welche Mannschaft verliert, dann natürlich gegen Deutschland. Aber wir wollen natürlich hier weiterkommen, die 99 erreichen und auch hier den nächsten WM-Pokal für Brasilien holen. So, Ronaldinho auf Außen. Ich glaube, ich fordere den hier einfach mal an oder lieber nicht. Jetzt ist der Ball im Tor drin, Garrincha mit dem Treffer. Und wird's jetzt mit dem nächsten Schuss für Deutschland. Wir brauchen jetzt das zweite Tor. Vielleicht hilft uns ja Rivaldo dabei. Wir bringen natürlich hier wieder den Eckball rein. Bring den Schaf rein, der ist auch richtig gut. Aber Ter Stegen ist auch richtig gut und klärt hier diese Aktion. Ja, es wäre natürlich auch die Vorlage gewesen und natürlich vielleicht auch der Siegtreffer. Letzte 10 Minuten, gibt es jetzt hier noch einen entscheidenden Treffer oder gehen wir in die Verlängerung? Völler läuft jetzt hier durch. Was macht der Verteidiger? Der Pass kommt durch. Lahm auf der Seite. Der Ball bleibt irgendwie bei Deutschland. Wir sind immer noch im Strafraum. Schweinsteiger mit dem Schuss. Und jetzt ist die Partie vorbei. Wir gehen also wirklich in eine Verlängerung. Völler mit dem Schuss aus der Distanz leitet jetzt hier die Verlängerung ein. Und Deutschland mit dem nächsten Angriff. Kopfball jetzt hier in die Arme von Ederson. So, R9 nimmt den Ball hier zurück. Ronaldinho, der vielleicht wieder mit dem Pass. Erstmal noch nicht, aber das sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Wieso kommt der Ball nicht durch? Einer der letzten Aktionen. R9 jetzt mit dem Pass. Nein, wieso wird er da zurückgespielt? Und wieso gibt es da so einen Abschluss?
Also ich traue mich zu sagen, dass wir den selbst mit R9 besser hinbekommen hätten. Und das soll schon was heißen. Deutschland jetzt hier in der 119. Minute. Ederson ist da. Schiedsrichter, pfeift das Ding ab. Jetzt wird abgepfiffen. Wir gehen also wirklich ins Elfmeterschießen. Okay, der Elfmeterwert ist auf 99. Warum geht das hier so extrem schnell? Ich hoffe, den machen wir rein. Nein, Ter Stegen hat die richtige Ecke. Und jetzt können wir natürlich nur noch zugucken, wie Matthäus zum Beispiel den Ball hier reinmacht. Pelé jetzt hier für Brasilien und auch er verschießt die gleiche Ecke. Völler für Deutschland. Ja, macht den rein zum 2:0. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ronaldinho muss jetzt den Ball besser aufs Tor bekommen. Nein, jetzt die andere Ecke hat Ter Stegen auch noch. Und Klose kann Deutschland jetzt hier ins Viertelfinale schießen. Macht er erstmal noch nicht. Aber ich glaube nicht mehr, dass wir dieses Ding gewinnen. Und so jetzt hier zu scheitern, das muss auch nicht sein. Aber komm, ich würde sagen, wir machen einfach mal bei Deutschland weiter mit R9. Die spielen jetzt hier gegen die Niederlande. Zum Beispiel auch Hulle, die haben richtig viele Ikonen. Und die machen hier auch fast das 1:0. Es gibt keinen Rudi Völler mehr. Und wir sehen jetzt R9, der jetzt hier hoffentlich den Pass bekommt. Nein, das wäre nach der Einbürgerung mitten in der Weltmeisterschaft natürlich hier der perfekte Einstand. Und da ist direkt die erste Halbzeit vorbei. Hoffentlich sehen wir jetzt hier in der zweiten Halbzeit mehr. Oh, R9 hilft hinten mit. Das bringt aber erstmal nichts. Rullet jetzt hier vor Ter Stegen. Das Ganze war aber auch abseits. Gravenberg jetzt mit dem Pass. Die spielen das hier richtig gut mit Hullet, der das aber dann nicht gut zu Ende spielt. Okay, was war das? So, jetzt kriegen wir aber mal den Ball nach vorne. Jetzt kommt aber auch direkt mal die Grätsche. War aber eine gute Grätsche. Und direkt die nächste Grätsche wieder. Kein Foul, anders als im ersten Spiel, wo wir direkt 2 gelbe Karten rausgeholt haben. Aber es geht natürlich hauptsächlich hier um die Tore. Komm, wir müssen es aus der Distanz hier versuchen. Wir haben ja die Fernschüsse, das bringt hier aber leider nichts. Okay, die Spiele bei Brasilien waren so ein bisschen cooler. Jetzt sehen wir in dieser Partie erstmal noch nicht ganz so viel. Aber wir brauchen ja auch nur eine Aktion. R9 jetzt hier über die Seite. Und der muss den Ball jetzt hier irgendwie rüberbringen. Oder vielleicht selber abschließen. Ich glaube, wir müssen es selber versuchen. Ja, war die schlechte oder die falsche Entscheidung. So, R9 bekommt den Ball und legt den jetzt auch gut hier auf Gerd Müller. Und jetzt muss er irgendwie wieder zurückkommen. 90. Minute und R9 bekommt hier den Ball. Den muss er natürlich jetzt hier reinmachen. Und es sieht auch richtig, richtig gut aus. Van Dasser kommt nicht ran, aber der Pfosten ist da. Und verhindert, dass R9 jetzt hier zum Helden im Deutschland-Trikot wird. Es geht hier also in die Verlängerung. So, weiter geht's. Und jetzt R9 frei vor dem Tor. Er muss ihn machen. Er macht ihn nicht. Van der Sar kommt auch gut raus. Und es war eine richtig, richtig knappe Nummer. Und auch hier gehen wir in ein Elfmeterschießen. Wir gucken direkt auf die Niederlande. Der erste Schütze trifft er direkt mal. Und wir sind natürlich auch wieder der erste Schütze mit R9. Und wollen den diesmal in die andere Ecke reinmachen. Was tun wir denn da? Wir verschießen den Elfmeter aber mal sowas von kläglich. Jetzt wollte ich ihn einfach zu perfekt machen. Aber das war natürlich ganz weit entfernt von perfekt. Aber Matthäus macht den perfekt hier rein. Jetzt müssen wir natürlich nur noch hoffen, dass die Niederlande hier direkt mal verschießt. Das tut sie auch. Und dass natürlich die deutschen Spieler mit Ballack und Co. hier treffen. Okay, der Fehlschuss wurde jetzt hier also schon mal ausgeglichen. Aber so richtig erholt habe ich mich davon noch nicht. Gerd Müller mit der 99 in die Mitte. Jetzt schauen wir auf den letzten Schützen vielleicht von der Niederlande. Auch in die Mitte. Und jetzt muss Philipp Lahm natürlich für Deutschland treffen, damit es hier weitergeht und er verschießt. Ist das bitter. Trotzdem, es hat extrem viel Spaß gemacht. Und ihr könnt euch jetzt direkt zum nächsten Video klicken. Und England gewinnt hier im Elfmeterschießen den WM-Pokal. Was ist das denn für ein Bug? Kai Havertz startet heute als schlechtester Spieler bei Arsenal, aber für jedes Tor, jede Vorlage und jeden Sieg bekommt er einen zufälligen Wert auf 99 geupgradet. Holen wir rechtzeitig die Upgrades, um mit Arsenal hier die Champions League, den FA Cup und den League Cup zu gewinnen? Oder werden wir auf dem Weg dahin scheitern? Starten wir direkt rein in das erste K.O.-Spiel gegen City im League Cup. Und hier haben wir vielleicht die erste Aktion von Kai Havertz. Der Ball kommt hier rein. Der Ball wird sogar aufs Tor geschossen. Ja, das war aber schon fast zu schwach, um das hier als Torschuss gelten zu lassen. Und nach dem ersten schlechten Schuss haben wir hier direkt den ersten schlechten Pass. Und hier haben wir auch direkt das erste Mal Glück, dass wir nicht den Gegentreffer bekommen. Und jetzt sehen wir hier auch das 1:0 von City. Und mit dieser Grätsche geht es hier in die Halbzeitpause. Oh, jetzt aber vielleicht mal eine gefährliche Aktion. Aber die Ballannahme ist so dermaßen schlecht, dass die Situation direkt wieder vorbei ist. Wir versuchen uns aber hier einfach mal durchschicken zu lassen. Nicht mal eine gelbe Karte haben wir damit rausgeholt. Und warum fordern wir den Ball an? Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee. Lieber weiterspielen, der wird wieder zurückgespielt. Havertz kommt jetzt hier fast vors Tor. Und was ist das denn jetzt? Cancelo haben wir als zusätzliche Verstärkung geholt. Der spielt den Ball in die Mitte und dann kommt der Riesenabwehrfehler hier. Nächste Aktion, Ball kommt rein. Aber daraus entsteht hier nicht der Anschlusstreffer.
Und City jetzt auch noch mit dem 3:0. Und wir sind so schlecht, selbst Haaland traut sich hier wieder in Verteidiger reinzugehen. Aus dem ersten Pokalwettbewerb fliegen wir hier also leider raus. Aber für uns geht es jetzt direkt in den nächsten Pokalwettbewerb und gegen diesen Gegner müssen wir auch Upgrades holen. Und jetzt haben wir hier die erste Aktion von Havertz, kann natürlich nicht durchlaufen, aber den Ball hier durchschicken auf Ødegaard wäre eine Vorlage, aber der Ball wird jetzt hier noch weiter gepasst, kommt nicht zurück zu Havertz. Aber diese Situation macht schon mal Hoffnung. Jetzt der nächste Pass auf Saka, wieder sehr, sehr gut, der muss jetzt wieder durchkommen. Komm schon, ja, der kommt durch auf Havertz, mach ihn rein. Nein, das kann doch nicht sein. Und jetzt hier vielleicht mit dem Pass nach innen, Partey ist da am Start, ja, das sieht alles sehr gut aus. Saka jetzt hier mit dem 1:0. Hauptsache ist natürlich erstmal, dass wir das Spiel gewinnen. So würden wir natürlich auch unser erstes Upgrade bekommen. Oh, jetzt kommt der Ball hier zu Havertz. Der spielt ihn direkt weiter zu Ødegaard. Sehr gute Kombination. Havertz braucht ein bisschen bis zum Tor, aber Ødegaard übernimmt das Ganze und trifft hier mit dem 2:0 zur Entscheidung. Und das Ganze bedeutet, dass wir jetzt hier zum ersten Mal ans Glücksrad ran dürfen und wir bekommen auch direkt mal die Aggressivität. Ja, das ist ja wirklich eine super Sache. Zum Glück dürfen wir aber noch ein zweites Mal für die Vorlage drehen und wir bekommen hier die Balance. Wir bleiben aber damit auf der 1er Gesamtstärke. Aber jetzt ist das Spiel hier vorbei. Wir kommen hier eine Runde weiter und für den Sieg dürfen wir natürlich direkt nochmal drehen. Wir wollen natürlich nicht mit einer 1er Gesamtstärke hier ins nächste Spiel reingehen. Jetzt bekommen wir den Kopfball. Aber auch mit dem Kopfball gibt es hier kein Gesamtstärken-Upgrade. Und jetzt geht es hier direkt in die nächste Runde. Und hier starten wir direkt rein mit Havertz. Ich habe den jetzt auch mal auf die Stürmerposition umtrainiert. Jetzt hat er die 11er Gesamtstärke. Und ich glaube, nach diesem Spielzug muss er Schadensgeld hier an die Fans im Stadion bezahlen. Wir gucken auf die nächste Situation. Havertz jetzt hier frei vor dem Kasten. Ja, so sah das Ganze hier übrigens aus. Ødegaard auf Havertz, der direkt weiter. Komm schon, Partey, mach ihn hier rein. Er macht ihn nicht rein. Der Ball geht an die Latte. Und damit verpassen wir direkt mal zwei Upgrades. Aber jetzt Ødegaard mit dem Schuss. Ødegaard mit dem Treffer. Auch Sunderland hier jetzt mit dem ersten Abschluss. Okay, die spielen gerade 5 Minuten ohne Havertz. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Jetzt aber der nächste Ball zu Havertz. Das ist der Pass, aber nicht der Treffer. So, jetzt haben wir hier aber 99 Kopfball. Der Ball muss irgendwie zu uns kommen. Der kommt aber zu Saka und der geht nicht rein. Es wird hier immer gefährlicher. Havertz jetzt mit dem Pass auf Ødegaard. Der spielt ihn zurück. Jetzt müssen wir irgendwie den Abschluss suchen. Ja, wäre zu schön, wenn der Ball da in die Ecke reingegangen wäre. So, Ball wird nochmal heiß. Ødegaard hier auf Havertz. Der direkt weiter. Oh, ja, das ist der Pass, aber nicht der Treffer. So, und jetzt kommt nochmal der Eckball. Wir wollen den auf Havertz. Der kommt auf Havertz. Aber wir sehen hier immer noch nicht den 99er Kopfball. Jetzt sehen wir vielleicht den 99er Kopfball. Sah sehr kurios aus. Das ist also die 99er Kopfball-Variante. Und die Partie ist zu Ende. Wir kommen hier in die nächste Runde. Sammeln hier aber leider nur ein Upgrade für den Sieg ein. Und wenn die Upgrades hier so eben werden, dann kommen wir natürlich nicht so wirklich voran. Jetzt bekommen wir aber die Volleys. Und damit gehen wir zumindest hier auf die 13er Gesamtstärke hoch. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Und jetzt geht's hier rein in die Champions League. In der Gruppe haben wir uns hier souverän durchgesetzt und unser Achtelfinalgegner ist jetzt der FC Porto. Selbst LKWs lachen uns hier aus für diese Unbeweglichkeit und diese nicht vorhandene Geschwindigkeit. Und Porto jetzt hier alleine vor dem Tor. Ramsdale ist zum Glück da. So, und jetzt muss Havertz von der eigenen Hälfte auslaufen. Ja, das ist überhaupt keine gute Idee, aber den Verteidiger können wir hier hops nehmen. Halbe Stunde später, wir sind 2 Meter vorangekommen. Havertz nicht mit dem Pass, er wird nämlich umgegrätscht. Und weil er so langsam ist, ist das noch nicht mal ein Foul. Wieder Porto vor dem Tor und diesmal treffen sie auch. Okay, ich glaube, Havertz hat hier gerade die Sportart verwechselt. Ja, zweite Halbzeit geht los. Havertz wieder auf Saka und Joao Cancelo auf Havertz. Wenn er jetzt die Geschwindigkeit hätte, wäre das ein guter Spielzug. Aber wieder einmal dauert alles hier viel zu lange. Martinelli jetzt mit dem Ball. Havertz hier frei vor dem Tor. Er spielt den Ball zu Ødegaard, der mit dem Ausgleich. Aber was? Das Ganze zählt hier einfach mal nicht als Vorlage. Und Porto jetzt mit dem Angriff. Ramsdale kommt raus. Sehr gute Aktion. Wir würden ohne ein Upgrade aktuell hier aus diesem Spiel rausgehen. Das kann natürlich nicht sein. Ødegaard, Havertz ist jetzt hier frei vor dem Tor. Komm, den müssen wir machen. Ja, und jetzt ist das Hinspiel auch vorbei. Ja, wir gehen hier leider ohne ein Upgrade aus mit dem 1:1. Und bevor es ins Rückspiel geht, sehen wir jetzt hier erstmal das Achtelfinale im FA Cup. Und das kann doch nicht sein. Birmingham startet hier mit dem ersten Angriff. Gegen solche Gegner müssen wir jetzt einfach Tore schießen, Upgrades holen. Und vor allem dürfen wir gegen solche Gegner natürlich nicht rausfliegen. So, Konter über Havertz, sehr coole Sache. Aber Havertz kommt jetzt hier tatsächlich an den Ball. Wir müssen es mit der Vorlage hier versuchen. Ødegaard mit dem Schuss.
Oh, jetzt kommt der Ball aber mal zu Havertz. Wir versuchen jetzt einfach mal, der war gar nicht so schlecht. Okay, komm, wir brauchen den Ball hoch. Martinelli, das könnte jetzt hier vielleicht der Treffer sein. Nein. Oh, der Ball kommt zu Havertz. Sehr gute Drehung. Jetzt versuchen wir es einfach mal aus der Distanz. Den habe ich für eine Sekunde drin gesehen. Aber man sieht nur das, was man will. Und jetzt will ich, dass Havertz den Ball hier rüber spielt. Aber Ødegaard macht den hier nicht rein. Komm, Havertz, 99 Kopfball. Es hilft alles nichts. Auch aus dieser Halbzeit gehen wir ohne Upgrade raus. So, Havertz jetzt hier mal mit dem Ball. Komm, Ødegaard, lauf einfach durch oder spielt den Ball jetzt hier zu Havertz. Havertz jetzt hier alleine vor dem Tor. Das ist der Treffer. Endlich können wir hier mit Kai Havertz treffen. Drei Upgrades hier am Glücksrad für uns. Was für ein Befreiungsschlag. Und jetzt haben wir hier die Chance, in dieses Format wieder so richtig reinzukommen. Drei gute Upgrades und es könnte hier komplett anders aussehen. Kurzpässe nehmen wir mit. Gehen damit auf eine 18er Gesamtstärke hoch. Als nächstes bekommen wir dann die Sprintgeschwindigkeit. Genau solche Upgrades brauchen wir hier. Wir gehen hoch auf die 23. Kommen jetzt zum Abschluss nochmal ein grünes Upgrade. Aber nein, wird es nicht. Wir bekommen nochmal defensives Bewusstsein. Da tut sich dann natürlich nichts mehr. Jetzt sehen wir aber Birmingham mit dem Ausgleich. Das defensive Bewusstsein hätten da einfach mal unsere Verteidiger gebraucht. So, Havertz versucht es hier direkt mal, aber die Sprintgeschwindigkeit haben wir wahrscheinlich erst im nächsten Spiel. So, nächste Aktion, Havertz jetzt mit dem Pass auf Ødegaard. Ja, 90 Minuten sind vorbei. Wir gehen jetzt hier in die Verlängerung. So, erste Halbzeit ist hier fast vorbei. Havertz mit dem Pass, der leider aber nicht gut genug ist. Oh nein, Birmingham wieder mit dem Schuss hier. So, jetzt kommt der Ball aber zu Havertz. Nein, jetzt ist der Keeper am Start. Und jetzt geht's hier auch ins Elfmeterschießen. Und Havertz wird auch schießen. Wenn er hier mit dem 1er Abschluss und dem 1er Elfmeterwert trifft, dann werden wir ihm da einfach mal zwei Upgrades für geben. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal zugucken, ob wir hier in die nächste Runde vom FA Cup kommen. Erster Elfmeter jetzt hier für Birmingham. Auch der geht rein. So, Saka ist jetzt der letzte Schütze, bevor Kai Havertz jetzt für Arsenal gleich antritt. Und jetzt die Nummer 9 von Birmingham. Der verschießt jetzt hier, Ramsdale ist da. Und jetzt müssen wir auch da sein mit Havertz, mit dem 1er-Wert. Den machen wir hoffentlich hier rein. Der geht jetzt hier hoffentlich oben rechts rein. Nein, das gibt es nicht. Ganz, ganz bittere Situation. Ja, wir wollen unbedingt mit Havertz schießen. Das war überhaupt keine gute Idee. Unser Team haben wir jetzt hier im Stich gelassen. Das macht auch Martinelli. Der verschießt seinen Elfmeter. Birmingham mit dem Treffer. Und damit sieht es jetzt wirklich ganz, ganz schlecht aus. Ødegaard muss jetzt hier treffen, damit wir hier nicht aus dem FA Cup rausfliegen. Er trifft. Aber Ramsdale muss jetzt den nächsten Elfmeter hier halten. Birmingham kann mit einem reingemachten Elfmeter hier Arsenal rauskicken. Und das tun sie auch. Ja, ganz, ganz bittere Sache. Und jetzt geht direkt gegen das nächste blaue Team. Porto soll uns hier bitte aber nicht aus dem Pokalwettbewerb raushauen. Wir wollen ins Champions League Viertelfinale und uns natürlich hier Upgrades holen. Was für eine Aktion von Kai Havertz. Der muss jetzt hier schießen. Pepe ist aber da. Aber vielleicht gibt es den ja noch hier nach dem Eckball. Aber wieder kommt der ja fast zu kurz. Wir versuchen auch ein bisschen härter zu drücken. Wir gucken direkt auf die nächste Situation. Wir sind nämlich hier so richtig am Drücker, Ødegaard. Auch er verpasst hier den perfekten Start. So, jetzt aber wirklich komplett durchgedrückt. Mehr geht auch nicht. Havertz kommt trotzdem nicht ran. Oh, Porto mit der ersten gefährlichen Aktion. Extremes Glück für uns, dass wir nicht in Rückstand geraten. Und jetzt hier einfach mal der Fallrückzieher. Zum Glück sehen wir hier aber kein Traumtor von Jonathan David. So, Ødegaard jetzt hier auf Havertz. Der versucht es direkt mal mit dem Abschluss, aber viel zu zentral. Aber Hauptsache schießen, damit wir irgendwann vielleicht den 99er Wert hier ausnutzen können. So, nächster Eckball jetzt hier auf Kai Havertz. Der kommt, glaube ich, gut. Der kommt sehr gut. Ja, das Ganze können wir hier aber in der ersten Halbzeit noch nicht ausnutzen. Selbst mit 99 Sprintgeschwindigkeit nicht hin. Aber es geht hier weiter. Jorginho, Torwart ist noch so halb aus dem Tor raus. Havertz nicht mit dem Treffer. Wir treffen die Latte. So, hier könnte vielleicht eine gefährliche Situation raus entstehen. Havertz spielt den Ball jetzt hier direkt mit der Hacke weiter. Komm schon, Jorginho. Ja, Ødegaard mit dem Treffer. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Wir kommen ins Viertelfinale. Komm, ich würde sagen, aufentspannt jetzt einfach mal der Abschluss für Kai Havertz. Dann geht so ein Pfosten- oder Lattentreffer auch mal rein. Jetzt bekommen wir den Antritt. Jetzt haben wir da das Komplettpaket. Das ist eine richtig gute Sache. Sind jetzt auf der 26er Gesamtstärke. Und jetzt geht es hier im Viertelfinale gegen Jude Bellingham und Juventus Turin. Und das ist ein komplett anderes Spielgefühl hier mit dem Antritt und der Sprintgeschwindigkeit. Ja, erste Aktion von Havertz. Wir kommen hier in den Strafraum mit dem Abschluss. Sind wir immer noch nicht so richtig erfolgreich. So, jetzt geht's hier weiter und es ist gefährlich. Und was macht der Torwart denn da?
Ja, obwohl, da kann der Torwart dann auch nicht viel machen. Sehr gute Sache. Jetzt wollen wir aber natürlich noch mit Havertz eine Aktion haben. Vielleicht ja eine Vorlage auf Ødegaard. Komm schon, Ødegaard, mach ihn rein. Er macht ihn rein. Doppelschlag hier zum 2:0. Ja, so kann man doch gerne mal reinkommen hier in das Viertelfinale der Champions League. Jetzt bekommen wir hier die Ausdauer. Dann gucken wir direkt mal auf das zweite Upgrade. Ja, und Flanken zu schlagen, das würde uns wahrscheinlich nicht so viel bringen. Und jetzt Juventus drehen nochmal kurz vor Schluss mit dem Angriff. Und wir sind schon lange über der Zeit, aber die machen hier den Anschlusstreffer und damit ist das Rückspiel natürlich wieder komplett offen. Wir holen ein weiteres Upgrade natürlich für den Sieg. Gucken wir mal direkt, welchen Wert wir hier auf die 99 bringen können und das ist das Dribbling. Und damit gehen wir auf eine 33er Gesamtstärke hoch. Ein Drittel haben wir damit geschafft, aber wir müssen natürlich jetzt hier das Viertelfinale überleben, damit wir die Chance haben, auch auf die 99 zu kommen. Ein, zwei Tore könnten hier in diesem Format alles verändern. Aber jetzt hier auch mit einer guten Finte jetzt der nächste Verteidiger, den wir hier aussteigen lassen. Und das ist der Treffer. Perfekter Start hier ins Rückspiel. Direkt drei Upgrades zum Start. Und ich habe es gesagt, ein Upgrade bzw. verschiedene Upgrades könnten hier alles verändern. Ein, zwei Tore. Jetzt bekommen wir erstmal die Stärke. Damit geht es auf die 38er Gesamtstärke. Und als nächstes bekommen wir jetzt hier nicht die Fernschüsse, sondern das Stellungsspiel. Und damit machen wir einen riesigen Sprung auf die 51er Gesamtstärke. Mehr als die Hälfte ist geschafft. Jetzt gucken wir auf das letzte Upgrade für das Tor, für das erste Tor in diesem Spiel. Hoffentlich machen wir noch mehr. Das Aus im FA Cup war eine richtig bittere Sache, deswegen müssen wir natürlich jetzt hier weit kommen in der Champions League. Nächste Aktion Havertz mit dem Schuss. Juventus Turin aber jetzt mit dem Ausgleichstreffer. Jetzt wird es hier leider also wieder so richtig spannend. Oh, Havertz kann aber vielleicht hier einfach mal durchlaufen. Jetzt muss der Abschluss noch stimmen und der Abschluss stimmt. Der Flachschuss geht hier rein zum 2:1 Doppelpack von Havertz. Ist das das Spiel, was jetzt hier diese Folge komplett umdreht? 6 Upgrades in einem Spiel. Und 3 Upgrades davon kennen wir noch nicht. Die wollen wir jetzt natürlich hier herausfinden. Erstmal die Schusskraft. Die bringt uns auch einfach mal ein Upgrade von 10 Gesamtstärken jetzt auf die 61. Und als nächstes bekommen wir ja tatsächlich den Abschluss. Dieses Spiel wird der Wendepunkt sein. 78er Gesamtstärke. Und die drei wichtigsten Werte auf der 99. Einmal dürfen wir natürlich noch. Und jetzt nehmen wir noch die Beweglichkeit mit. Was ist das für ein Upgrade? Sozusagen mit den drei Upgrades alle richtig, richtig gut. Mit einer 33 reingestartet. Jetzt sind wir hier auf einer 78er Gesamtstärke. 45 Upgrades bei der Gesamtstärke in 45 Minuten. Und jetzt ist Jorginho einfach mal durch. Ich glaube, ich werde den ganz frech anfordern. Zum Glück hat er nicht rübergespielt. Er macht ihn nämlich hier zum 3:1 rein. Also hätte er den aus der Situation irgendwie noch rübergespielt, wäre das ein bisschen zu frech gewesen. Und jetzt ist die Partie hier vorbei. Ein dickes, fettes Upgrade für uns. Und natürlich vor allem das Halbfinale in der Champions League. Und mit einem weiteren Wert auf der 99 gehen wir da natürlich rein in das Spiel und wir sehen jetzt, dass wir nochmal die Ruhe bekommen. Bin sehr gespannt auf den Gegner. City wird es hier schon mal nicht, denn Sevilla hat die einfach mal rausgeschmissen. Wir sind nur noch 2 Spiele davon entfernt, hier ins Finale zu kommen. Aber dafür müssen wir jetzt den FC Barcelona schlagen, um die Chance auf diesen Pokal zu haben. So, und da sind wir direkt hier schon in der Halbzeit. Bisher konnten wir noch nicht so viel zeigen. Das soll sich jetzt in Halbzeit Nummer 2 ändern. Ja, bis jetzt kommen wir noch nicht so richtig in die Partie. Was machen die denn da hinten? Das gibt es doch nicht. Wie bitter ist diese Aktion denn einfach mal? Ein ganz komisches Spiel. Und auch das Tor ist ein sehr komisches, aber nichts, worüber wir lachen können. Barca mit dem nächsten Angriff über Dembélé. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das Halbfinale nicht schon im Hinspiel hierher geben. Und natürlich vor allem mit Havertz auch eine gute Aktion haben. Ja, werden aber hier gefoult. Es gibt die gelbe Karte. Bringt uns natürlich nicht allzu viel. Ja, jetzt haben wir alle Werte wie den Antritt, die Sprintgeschwindigkeit und den Abschluss. Aber die Mannschaft kommt hinten nicht so wirklich raus. Barca hier wieder im Strafraum. Jetzt aber vielleicht mal die Kontersituation. Jetzt muss der Ball mal lang geschickt werden. Genauso auf Havertz, der den Ball jetzt hier rübernimmt und jetzt hier den Abschluss suchen muss. Mit links natürlich mit dem starken Fuß und der geht auch rein. Und jetzt ist die Partie auch direkt vorbei. Ein Upgrade für einen Sieg bekommen wir natürlich nicht, aber jetzt 3 weitere Werte für das Tor und zuallererst erstmal den Elfmeter. Gesamtstärke bleibt aber gleich. Gucken wir auf das vorletzte Upgrade jetzt hier vor dem vorletzten Spiel vielleicht in der Champions League. Jetzt sehen wir hier auch nochmal die Reaktion und damit gehen wir auf eine 86er Gesamtstärke hoch. Wir sind also schon besser, als wir normalerweise mit Havertz in die Karriere reinstarten mit der 83. Jetzt sehen wir auch die Skillmoves noch bei 5 Sternen. Und jetzt geht's hier rein ins Rückspiel. Im Kampf Nou wollen wir jetzt hier das Champions League Finale klar machen. Und natürlich auch die nächsten Schritte hier gehen zur 99er Gesamtstärke. Jetzt gehen wir aber erstmal ein paar Schritte
in Richtung Tor von Ter Stegen. Ähnlich haben wir den anderen Treffer gemacht. Und jetzt Barca mit Lewandowski. Trickvoll nimmt er den Ball an und macht ihn fast rein. So, jetzt hier mal der Konter über Havertz natürlich. So, wir nehmen jetzt hier den Ball und spielen den Ball auf Ødegaard. Der spielt ihn hier zurück und Havertz muss jetzt hier durchlaufen. Das muss jetzt der Treffer sein und das ist der Treffer zum 1:0 in Richtung Champions League Finale. Wir bekommen also jetzt hier drei weitere Upgrades hier in Richtung 99er Gesamtstärke. Die Aggressivität, die hatten wir doch schon am Anfang. Es ist auch kein neuer Aufnahmetag, da habe ich wahrscheinlich vergessen, das Ganze hier zu entfernen oder es ist doppelt drauf, ich weiß es nicht. Wir gucken direkt auf das nächste, also ne, auf das erste jetzt hier und das ist einfach mal die Sprungkraft, die wir hier bekommen. So, das wird jetzt hier auch entfernt. Wir bleiben bei der 86er Gesamtstärke und jetzt bekommen wir direkt die Grätsche. Effet, schwacher Fuß, Fernschüsse, Übersicht, alles andere wäre besser gewesen. Wir bekommen den Effet. Ich glaube, das ist im Spiel auch nochmal richtig wichtig, auch wenn die Gesamtstärke dadurch nicht hochgeht. Aber am wichtigsten ist sowieso, dass wir hier erstmal ins Finale kommen. Sonst haben wir sowieso keine Chance auf die 99er Gesamtstärke. So, wir starten rein in die zweite Halbzeit und Barca ist hinten ziemlich weit offen, aber Havertz schließt nicht rechtzeitig ab. Oh, Havertz kann den Ball hier gewinnen. 99 Abfang ist am Start. Der Verteidiger Christensen kommt jetzt hier nicht ran. Havertz mit dem Abschluss, mit dem 2:0. Doppelpack hier im Champions League Halbfinale. So, wir starten hier rein mit den fairen Zweikämpfen. Damit sind hier die defensiven Sachen schon mal weg. Gucken wir direkt auf das zweite Upgrade. Das sind die langen Pässe. Auch da tut sich nichts mit der Gesamtstärke. Und jetzt wollen wir hier nochmal einen Wert haben, wo sich die Gesamtstärke upgradet. Ja, das tut das Ganze aber hier mit schwacher Fuß 5 Sterne nicht. Aber wenn wir dieses Spiel gewinnen und dann im Finale nochmal treffen sollte, dann haben wir ganz, ganz sicher die 99er Gesamtstärke. Denn es gibt nur noch 4 Werte, die wir hier upgraden können. Barca kunstvoll, aber zum Glück nicht effektiv. Und jetzt versuchen wir hier mit zu verteidigen. Aber klar, Barca macht natürlich jetzt hier nochmal ordentlich Druck. Jetzt haben wir hier aber die Räume, um durchzulaufen. Havertz jetzt hier alleine vor dem Tor mit links. Machen wir den Ball hier rein. Zum 3:0, zum Finale. Obwohl, ich glaube, den Sieg, den können wir hier sicher einplanen. Und jetzt haben wir nur noch 4 Sachen und 4 Upgrades. Das heißt, wir sind jetzt hier auf der 99er Gesamtstärke. Und jetzt ist auch offiziell willkommen hier ins Champions League Finale. Leider gibt es hier in der Liga aber erstmal eine kleine Enttäuschung. Denn Tottenham holt sich hier direkt mal 2 Pokale. Bisschen unrealistisch. Liverpool holt sich den FA Cup. Aber Arsenal soll sich hier den wichtigsten Pokal holen. Und das einfach mal gegen Sevilla, die sich gegen Real durchgesetzt haben. Wir spielen nicht so oft hier ein Champions League Finale in diesem Format. Aber diese Chance müssen wir jetzt hier nutzen. So, jetzt der erste Angriff. Havertz wird hier durchgeschickt. Und muss den Ball jetzt hier reinmachen. Wir machen die Ballrolle und machen den Ball hier im Champions League Finale rein. Mal gucken, ob dieser Champions League Finaltreffer wieder zum Sieg reicht. Aber Sevilla steht nicht umsonst hier im Champions League Finale. Aber klar, Havertz ist jetzt hier auf der 99er Gesamtstärke und wird jetzt den Ball hier rüberbringen auf Ødegaard, der jetzt hier mit dem 2:0. Ja, du musst Havertz einfach nur durchschicken, dann hast du direkt wieder eine Torchance. Diesmal versuchen wir es selber 3:0. Aber Sevilla nochmal mit der Chance hier auf den Anschluss. Und jetzt ist das Spiel hier vorbei. Und damit haben wir es geschafft, Kai Havertz hier zum Champions-League-Sieger und zum besten Spieler der Welt zu machen. Endlich wieder eine erfolgreiche Folge und ihr könnt euch jetzt gerne direkt zum nächsten Video weiterklicken. Messi und CR7 liefern sich heute ein Wettrennen um die 99er Gesamtstärke und dabei werden sie als schlechteste Spieler der Welt erstmal gegeneinander antreten. Durch Tore und Siege werden dann zufällige Werte geupgradet. Wir haben verschiedene Arten von Spielen und wir machen das Ganze so lange, bis dann ein Spieler die 99 erreicht. Und wir starten hier mit dem Überraschungsball rein und Messi macht direkt das 1:0. Das Glücksrad wird nach jedem Spiel dann gedreht. Messi darf also mindestens einmal ran. Also hier beim Überraschungsball kann es natürlich später auch mehrere Tore geben. Immer noch der Schießen-Boost. CR7 jetzt mit einem richtig guten Pass und der Ball geht rein. Und auch CR7 darf nach dem Spiel mindestens einen Wert hier auf die 99 bringen. Gucken wir mal, was Messi hier auf den Ausgleich antwortet. Ja, CR7 hier mit der ersten Parade. Passspiel-Boost ist jetzt hier gerade aber nicht zu erkennen, aber liegt natürlich an der Gesamtstärke. Gesamtstärke blockiert, dass da noch mehr draus wird. Aber Messi läuft jetzt hier einfach mal durch. Was macht er? Er macht das Tor. Und dieses Tor wird ihm später natürlich auch 2 Werte dann auf die 99 bringen. Wir starten erstmal mit einem Tempo-Boost. Mal 1 in die zweite Halbzeit, Messi. Ja, und der Überraschungsball, der kaschiert wahrscheinlich auch so ein bisschen die Gesamtstärke. Wir haben natürlich noch weitere Sachen. Da gucken wir mal, ob das genauso läuft. Wir gucken direkt mal CR7 jetzt mit dem Tempo-Boost. Darf aber nicht ins Auslaufen. Und wir werden nicht nur 11-mal Messi gegen 11-mal CR7 erleben, sondern auch noch weitere Teams. Das Ganze dann später im Turniermodus. Aber erstmal bleiben wir hier bei diesem Spiel, wo jetzt die Strafraumaktion ist. Aber Messi klärt einfach mal mit dem Kopfball. Es werden natürlich zufällige Werte geupgradet. Könnte also sein, dass er ins nächste Spiel mit 99 Kopfball hier reingeht. Jetzt geht aber erstmal in den Strafraum rein. Mal gucken, was er draus macht. Der Ball geht ins Tor.
Aber ein bisschen Pech war dabei, denn das Ganze zählt nur als normales Tor. Aber der nächste Boost hat es in sich, denn jetzt haben wir den mal 3 Boost. Und jetzt ist alles auch richtig gut. Mal gucken, ob CR7 das ausnutzen kann. Da muss er eigentlich jetzt hier ausnutzen. Das wäre dann natürlich auch der Ausgleich. Gucken wir direkt mal. Wird er den Ball jetzt hier reinbringen? Ja, der Ball kommt rein. Und jetzt hier der Trick. Und jetzt das Tor, der Ausgleich von CR7. Aktuell würden also beide hier 4-mal am Glücksrad drehen dürfen für die zufälligen Werte, aber der Sieg würde natürlich auch noch einen weiteren Dreh bedeuten. Wir machen weiter mit dem Schießen-Boost mal 2 und Messi direkt mit dem Treffer. Aber beim Überraschungsball kann natürlich noch alles passieren, denn CR7 würde jetzt gewinnen, wenn er jetzt noch ein Tor schießt mit dem Passspiel-Boost mal 3. Und jetzt kommt auch der Pass auf Außen, jetzt muss ein richtig guter Pass hier reinkommen, der kommt rein und CR7 in der letzten Minute mit dem Treffer. Ja, mit der Nummer 10 einfach mal 10. Das war also direkt das erste Spiel. Beide werden jetzt die ersten Schritte zur 99er Gesamtstrecke gehen. CR7 startet mit der Übersicht rein und Messi bekommt einfach mal die Sprintgeschwindigkeit. Und er geht damit auch auf eine 8er Gesamtstärke hoch. Danach bekommt CR7 die Reflexe und Messi bekommt die Elfmeter. Gesamtstärken verändern sich dadurch nicht. Und auch nach dem FE-Wert und dem schwachen Fuß auf 5 Sterne gibt es kein Upgrade. Weiter geht's mit der Grätsche und der Beweglichkeit und das heißt ein Upgrade für Messi. Die Flanken und der Abschlag verändern nichts an der Gesamtstärke. Jetzt wird aber mal so richtig was passieren, denn CR7 bekommt die Schusskraft und Messi bekommt die Stärke und mit diesem Upgrade geht CR7 in Führung. 6 Upgrades haben beide jetzt bekommen, CR7 bekommt natürlich noch 2 zusätzliche, er fängt hier an mit der Ruhe und dann bekommt er noch die fairen Zweikämpfe. Rating geht zwar nicht hoch, aber für die Verteidigung natürlich sehr, sehr wichtig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie die Werte hier auf dem Platz aussehen. Ihr seht es auch, wir haben keine Regeln am Start, Fouls, Abseits, alles ist erlaubt. Holzplatz mit Treten, wir gucken direkt auf die erste Aktion von Lionel Messi und vielleicht wird ja auch das ein oder andere Tor durch ein hartes Foul hier verhindert. Jetzt sehen wir aber erstmal, dass Messi den Treffer von CR7 verhindert. Okay, CR7 jetzt mit dem Schuss und das ist der erste Treffer. Und ich denke, die Schusshärte haben wir da schon mal gesehen. Okay, CR7 bekommt direkt sein Upgrade. Er kriegt hier einfach mal die Sprungkraft. Aber das Ganze zählt jetzt nur für die Nummer 7. Die anderen Spieler bekommen das dann erst nach dem Spiel. Gesamtstärke hat sich da übrigens nicht verändert. Aber hier macht er einfach mal die Vorlage auf sich selber natürlich. Und er macht direkt das 2:0. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Und das Ganze bedeutet natürlich direkt das nächste Upgrade. Mal gucken, was es wird. Und es werden hier die Skill Moves. Mal gucken, ob wir davon direkt was im Spiel sehen. Messi auf der anderen Seite mit einer richtig guten Vorlage. Aber CR7 ist da, hält hier den Ball. Und aus dieser Aktion entsteht direkt der nächste Angriff. Und auch das nächste Tor, das 3:0. CR7 hat zwar nur eine Gesamtstärke mehr, nimmt gerade Messi aber komplett auseinander. Aber in diesem Format kann sich so viel so schnell ändern. Wir gucken direkt mal, was er bekommt. Er muss natürlich jetzt auch was richtig Gutes bekommen, so wie zum Beispiel die Volleys. Da müssen wir mal gucken, ob das Spiel das dann auch merkt und das Ganze ausnutzt. Wir sehen auch direkt neue Gesamtstärke. Er geht hoch auf eine 14. Okay, es gibt zwar keine Regeln, aber in diesen 70 Minuten haben wir einfach kein einziges richtiges Foul gesehen. Und ich meine, ins Abseits könnt ihr den Ball natürlich auch spielen. Wir gucken aber erstmal, was Messi jetzt hier an dem Strafraum macht, an der Strafraumkante. Er macht den Ball nämlich hier rein. Also ein, zwei Statistiken könnten hier jetzt alles verändern. Wir schauen direkt mal drauf. Er bekommt die fairen Zweikämpfe. Das hilft ihm zumindest, weitere Gegentore zu verhindern. Und jetzt sehen wir direkt das nächste Tor. CR7 mit dem Kopf. CR7 macht auch ohne den 99er Kopfball hier ein Kopfballtor und er hätte jetzt fast den Kopfball dafür bekommen. Und durch die Reaktion auf 99 geht jetzt seine Gesamtstärke auch hoch auf eine 22. Oh, CR7, der Innenverteidiger hier mit dem Fehler. Messi muss das Ganze hier ausnutzen, macht er aber nicht. Und vielleicht lag es auch daran, dass CR7 hier 99 Torwartreflexe hat. Und damit geht die Partie hier zu Ende. CR7 bekommt für den Sieg also direkt nochmal ein weiteres Upgrade. Wir schauen direkt mal, was das hier sein wird. Und das wird jetzt hier die Sprintgeschwindigkeit. Ja, und er ist auch bei der Gesamtstärke im Sprintmodus. Geht jetzt hier hoch auf eine 27. Jetzt gehen wir aber hier bei Volta rein. Und da sehen wir nur 3 Lionel Messis auf dem Feld, die natürlich jetzt gegen 3 Cristiano Ronaldos antreten. Wer holt sich hier die nächsten Upgrades ohne Torhüter? Es könnten also sehr viele Tore fallen. Das vorletzte Duell, bevor es dann in den Turniermodus geht. Und jetzt sehen wir den ersten Schuss von Cristiano Ronaldo und er geht auch direkt schon rein. Ja, und das bringt natürlich auch ein Upgrade.
Schauen wir mal direkt, welches es jetzt hier werden wird. Und es wird das Dribbling, okay. Und damit geht die Gesamtstärke wieder ordentlich hoch. Cristiano Ronaldo hat einfach mal die dreifache Gesamtstärke von Lionel Messi. Der muss also jetzt hier so langsam ein bisschen aufholen. Aber jetzt macht er hier einen Fehler und Cristiano Ronaldo schiebt ein zum zweiten Tor. Je besser man ist, desto einfacher wird es natürlich. Aber der darf Messi natürlich jetzt nicht komplett enteilen. Aber beziehungsweise das will er natürlich. Messi muss aufpassen, dass er jetzt wirklich den Anschluss nicht verliert. Aber es kann auch wieder ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und jetzt sehen wir, dass Ronaldo wieder vor dem freien Tor ist. Aber diesmal trifft er die Latte. 2 Minuten Zeit jetzt für Messi. Für die Tore. Erstmal wird hier rausgespielt. Und jetzt der Doppelpass. Der erste Schuss von Messi, der zweite Schuss von Messi. Ronaldo ist als Keeper aber da, aber diesen Ball, diesen Schuss, den kann er nicht verhindern. Messi macht also auch hier in Volta sein erstes Tor. Und ich glaube, wenn er jetzt irgendwie Abschluss oder sowas bekommen würde, dann würde sein Rating sowas von explodieren. Aber es wird erstmal der Effet. Aber auch der Effet bringt ihn von der Gesamtstärke nicht näher ran an Cristiano Ronaldo. Wir gucken aber direkt mal, ob er hier das nächste Tor macht und er macht es fast. Aber Ronaldo muss natürlich auch so gut wie alle Statistiken jetzt hier ausfüllen, damit er die 99 bekommt. Außer eben die Defensiven und die Torwartwerte. Also ein bisschen geht es auch um Glück. Aber gut, ich glaube, Cristiano Ronaldo, der will dem Glück hier gar nichts überlassen. Aber jetzt hat er hier ziemlich viel Pech. Letzte Minute läuft. Und ich bin mir sicher, dass gleich noch mehr Punkte verteilt werden. Mal gucken, ob jetzt hier noch ein Punkt verteilt wird. Messi vielleicht noch mit dem Ausgleich. Nee, der verliert nämlich den Ball. Und Ronaldo hier mit dem dritten. Also der bereitet sich hier schon mal richtig gut auf die Turnierphase hier vor. Und wir gucken direkt mal, was er bekommt. Ja, die Defensive wird noch so ein bisschen hochgepustet. Und das Ganze wird ihm natürlich nur in-game was bringen. Cristiano Ronaldo ist fast schon bei seinem Alter mit der Gesamtstärke. Messi, der hat noch nicht mal die Schule verlassen. Und der wird jetzt vielleicht auch in die Schule geschickt. Cristiano Ronaldo direkt mit dem nächsten Treffer, kurz vor Schluss. CR7 sammelt also weiter ein. Es werden immer weniger Werte, die er hier noch upgraden kann. Und jetzt kommt auch noch die Ballkontrolle dazu. Und durch die Ballkontrolle geht er hier einfach mal auf die 43er Gesamtstärke. Der ist hier fast schon bei der Hälfte. Und dieses Spiel wird er natürlich auch noch gewinnen. Aber Messi macht kurz vor Schluss noch ein Tor. So, die Partie ist vorbei. Zweimal müssen wir noch am Glücksrad drehen. Einmal für Lionel Messi, der natürlich noch ein gutes Tor hier gemacht hat. Kurz vor Schluss. Und wir sehen, es wird bei Lionel Messi die Übersicht. Und was bekommt CR7? Jetzt für seinen nächsten Sieg. Es wird nicht der Abschluss, aber die Ausdauer. Wir haben bei Cristiano Ronaldo kommt nichts dazu, aber Messi macht ein paar Gesamtstärken, geht hoch auf die 17. Und jetzt geht es hier ins Elfmeterschießen. Ihr seht, CR7 als Keeper macht seinen rein und er bekommt dafür direkt ein Upgrade, also gleich. Denn jeder Treffer hier mit einem Elfmeter bringt einen weiteren Wert. Auch Messi als Keeper macht den Ball hier rein. Der sah sehr kurios aus. Wir gucken wieder auf CR7. Wieder geht der Ball rein. Jetzt sammeln die natürlich ordentlich Punkte. Gleich gehen wir sozusagen in die K.O.-Phase, wo sie dann gegen andere Teams spielen. Schon wieder der gleiche Elfmeter. Ja, Messi, der hat 99 Elfmeter. Cristiano Ronaldo hat 1 Elfmeter. Momentan sieht man davon aber nicht so viel. Höchstens von der Schusspower. Davon sieht man, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber diesmal kann CR7 den Ball halten und verhindert damit natürlich ein Glücksrad-Upgrade von Messi, aber das macht er auch. So, Messi mit dem nächsten Treffer hier im Elfmeterschießen. Beide sind jetzt bei 3 Glücksrad-Upgrades, die sie gleich bekommen. CR7 erhöht auf 4. Messi muss treffen, damit es weitergeht. Denn gleich werden die erstmal noch nicht gegeneinander antreten. Es geht weiter. Gut für beide. Sie sammeln weiter Punkte. Ronaldo jetzt mit dem Elfmeter, der hier reingeht. Mit dem mittlerweile 5. Elfmeter. Mal schauen, ob Messi mit der Nummer 5 auch seinen 5. hier reinmacht. Nein, macht er nicht. CR7 gewinnt. Ja, macht hier einfach mal diesen Jubel. Okay, jetzt ist es wichtig, richtig gute Upgrades hier einzusammeln, denn gleich geht es gegen richtige Nationalmannschaft mit den richtigen Gesamtstärken. Messi fängt an hier mit den Fernschüssen. Damit geht er hoch auf eine 21er Gesamtstärke. Wir machen direkt weiter. Erstmal die 5 Upgrades von Messi, dann die 6 von Cristiano Ronaldo und jetzt sehen wir den Abschluss bei Messi. Okay, und ich habe gedacht, das geht heftiger hoch. Er geht auf eine 30er Gesamtstärke. Mal gucken, was er noch braucht, um noch krasser hochzugehen. Ja, vielleicht die Schusskraft. Ja, es bleibt aber, beziehungsweise es wird das Hechten. Vorletztes Upgrade, eine 30er Gesamtstärke wird nicht reichen gegen die richtig guten Teams. Ja, und Skill Moves kann man da, glaube ich, auch nicht auspacken. Also Messi braucht jetzt nochmal einen richtig guten Wert, um CR7 noch zu überholen. Aber das Ganze kann er nicht machen. Er bleibt bei der 30er Gesamtstärke. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie weit hoch es hier für Cristiano Ronaldo geht. Der Abschluss könnte den Unterschied machen. Erstmal bekommt er die Beweglichkeit. Dadurch ändert sich erstmal noch nichts. Man braucht eine gute Kombination aus den wichtigen Sachen. Jetzt bekommt er die Stärke. Und diesmal sehen wir auch einen Rating-Upgrade. Und zwar auf die 48. Aber das ist erst die Hälfte. Beziehungsweise nach diesem wird es erst die Hälfte sein von den Upgrades.
Auch er bekommt die Fernschüsse und ist damit jetzt schon auf der 51er Gesamtstärke. Mal gucken, wie hoch es jetzt noch geht. Und wir sehen nicht den Abschluss, aber das Stellungsspiel. Und das Ganze hat es auch richtig in sich, denn er geht hier hoch auf eine 64er Gesamtstärke. Und jetzt sehen wir nochmal, die Balance kommt dazu. Und jetzt haben wir noch ein letztes Upgrade, den Abschluss. Den hat er bis jetzt noch nicht, aber der kommt genau in diesem Moment. Okay, das war jetzt so richtig wichtig. Und Zersim geht hier einfach mal hoch auf eine 81er Gesamtstärke. Und jetzt geht es für diese beiden Teams gegen andere Nationalmannschaften. Wir starten im Halbfinale. Wenn sie gewinnen, können sie ins Finale. Haben dann also ein Extraspiel. Wenn sie aber verlieren, gibt es kein weiteres Extraspiel. Und Deutschland ist der Gegner für beide im Halbfinale. Mal gucken, was der 30er Messi hier anrichten kann. Das sieht momentan nicht ganz so gut aus. Ja, direkt in den ersten 5 Minuten das Gegentor bekommen. Es wird übrigens auch nur eine Halbzeit gespielt. Also nach 45 Minuten ist Schluss. Ich bin sehr gespannt, ob Messi es schafft, hier ein Tor zu erzielen. Ja, hier ist zum Beispiel direkt die erste Aktion. Ein paar gute Werte hat er ja am Start. Aber das reicht hier nicht so wirklich aus. Deutschland hier direkt mit dem nächsten Angriff und auch mit dem nächsten Tor. Und jetzt macht Messi auch noch die Fehler und jetzt hier vielleicht direkt das nächste. Nein, das 3:0 fällt nicht. Es bleibt hier bei dem 2:0 nach 45 Minuten. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was CR7 mit seiner Gesamtstärke hier anrichten kann. Wenn beide verlieren, dann wird nämlich der Gegner deutlich schwächer. Jetzt aber direkt wieder Leroy Sané im Strafraum und wir sehen jetzt nicht das erste Tor. Aber Deutschland macht direkt da weiter, wo sie bei Messi aufgehört haben. Die nächste Strafraumaktion, aber CR7 mit der Parade. 5 Minuten in dieser Partie noch und ich glaube, die Chance, dass CR7 jetzt das Spiel noch dreht, ist sehr, sehr gering. Und das war's dann auch direkt mit diesem Spiel. Auch CR7 sammelt kein weiteres Upgrade. Das erste Turnier ist also vorbei. Wir gehen direkt in das zweite. Der Gegner wird jetzt deutlich schwächer, denn jetzt spielen beide Teams gegen Neuseeland. Mal gucken, ob wir diesmal Treffer sehen. Wenn wir einen Treffer sehen, dann geht es hier direkt in die 90, in die kompletten 90 Minuten rein. Bis jetzt passiert noch nicht so viel. Messi jetzt auf dem Weg nach vorne. Und Neuseeland jetzt mit dem Konter. Der Ball kommt jetzt gut in die Mitte und das ist der Gegentreffer für Messi. Natürlich hat man jetzt hier 11-mal den schlechtesten Spieler der Welt am Start. Trotzdem, einige Werte sind ja richtig, richtig gut. Es geht ja eigentlich darum, dass er diese Werte dann ausnutzt. Mal gucken, ob er das Ganze hier machen kann. Er ist direkt schon mal im Strafraum. Und Neuseeland jetzt hier vor dem Ende nochmal mit dem zweiten Treffer. Ja, Messi wird das Ding hier nicht gewinnen. Und ich glaube, diese Phase kommt einfach noch zu früh. Also zumindest für Messi. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt bei CR7 aussieht. Also von der Gesamtstärke sollte das ganze Ding hier eine eindeutige Sache sein. CR7 auch mit dem ersten Schuss. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit auf den zweiten Schuss, denn der Torwart macht einen riesigen Fehler. Und jetzt direkt der nächste Angriff. Der muss jetzt hier sitzen und er sitzt auch. CR7 holt sich das nächste Upgrade und CR7 bekommt jetzt hier den Kopfball und damit ist CR7 jetzt schon bei einer 91er Gesamtstärke. Okay, das Spiel habe ich aus Versehen direkt beendet und ich glaube, den Turniermodus, den müssen wir abbrechen. Wir machen weiter mit den Elfmetern. Jeder reingemachte Elfmeter zählt also wieder als Upgrade. Wir sehen aber erstmal zwei, die jetzt hier nicht reingehen. Wir gucken auf CR7, der macht den Elfmeter rein. Der hat zwar 1 Elfmeter, aber 99 Abschluss. Messi hat die Nerven, den Ball hier in die Mitte zu lupfen und wir gucken auf CR7 wieder. Verschossen. Direkt schon der zweite. Messi kann zum zweiten Mal treffen. Und CR7 schießt hier einfach mal in die Mitte. Okay, der entscheidende Elfmeter hier in diesem Elfmeterschießen. Messi gewinnt. Und damit holt er sich insgesamt 4 Upgrades. Die große Frage ist, bringen diese 4 Upgrades wieder zurück in dieses Spiel? Und damit geht Messi auf eine 51er Gesamtstärke hoch. Aber vielleicht macht der Antritt ja den Unterschied. CR7 kriegt nochmal schwacher Fuß, 5 Sterne. Wir gehen also wieder zurück zu dem direkten Battle und wir gehen auch wieder zurück zu dem Überraschungsfall. CR7 hat natürlich den Vorteil, ganz klare Sache, und er lässt auch gar nicht viel Zeit vergehen, um direkt das erste Tor zu machen. Messi braucht unbedingt den dreifachen Boost. Wir gucken direkt erstmal, was CR7 bekommt. Der kriegt einen Boost bei den Elfmetern. Und CR7 jetzt mit der Aktion. Mal gucken, ob er sich das Tor wieder nehmen lässt. Nein, der luft ihn hier einfach rein. War ein schönes Tor, aber auch dieses Tor zählt nur einen Punkt bzw. ein Upgrade hier auf dem Glücksrad und das bringt ihn von der Gesamtstärke nicht weiter. Und jetzt nochmal die Aktion von CR7 vor der Halbzeit und der Ball geht durch die Latte rein. Als erstes bekommt er hier die langen Pässe und dann kommt auch noch die Beschleunigung dazu. Jetzt werden wir einen richtig großen Sprung sehen. Obwohl, so ganz große Sprünge kann er natürlich nicht mehr machen, aber er geht jetzt auf die 95er Gesamtstärke. Und jetzt gibt es hier den Schießen-Boost und CR7 lässt sich das Ganze natürlich nicht nehmen. Erstmal kommt die Aggressivität und dann noch das Hechten. Und jetzt CR7 mit dem Tempo-Boost, komplett OP, aber er macht den Ball hier nicht rein.
Aber die Situation ist noch heiß und jetzt geht der Ball rein. CR7 mit dem 7:0 gegen Messi. Und wir sehen, dass er jetzt die Kurzpässe bekommt. Würde jetzt auf die 99 gehen. Und ja, er schafft es. Er hat die 99er Gesamtstärke erreicht. Und Messi wird bei der Gesamtstärke bleiben. Ich glaube, so einen klaren Sieger hatten wir noch nie in einem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze trotzdem gefallen.